Ja, kein Kindergarten. Problem, ich frag dich noch Richtig einmal. wie ein Kindergartenverein. Ich frag dich noch einmal. Ja, also, als diese zwei Typen, die zwei Diebe, ans Nagel gehängt wurden mit dem Jesus, Ganz Nagel gehängt, Mann. Ganz ja, Nagel was? gehängt, Mann. Was hat Jesus zu dem einen gesagt? Ja, sag. Hat er ihm versprochen, dass er heute noch mit ihm ins Paradies gehen wird? Ja. Okay, hat er sich daran gehalten? Ja. Hast du einen Beweis dafür? Wie habe ich den Beweis? Wenn der Herr ihm das verspricht und beide gestorben sind, dann, weil er zum Glauben kam an den Herrn Jesus noch kurz davor, bevor er gestorben ist, am Kreuz, hat er den Glauben gefunden zum Herrn Jesus Christus, dann ist er errettet. Dann ist er mit ihm heute noch im Paradies reingegangen. Da, an dem Tag war er dann sein Geist und seine Seele im Paradies. Der Körper natürlich ist begraben worden, aber sein Geist, Okay. Lukas Also 16, musst du lesen, er Lukas war. 16. Dann siehst du, dass die Gläubigen in das Paradies gehen, Schoß Abrahams. Das ist ein rabbinischer Ausdruck für das Paradies, der Schoß Abrahams. Nee, Da sind die jetzt Leute. philosophierst du wieder. Der Schoß Abrahams ist nicht das Paradies. Er hat gesagt, noch Willst du, heute wirst du mit ihm ins Paradies gehen. willst du mir Ich meinen kenne Glauben und deine die Schrift Religion, erklären, ja. wo du Ich noch kenne nicht mal deine eine Religion. Vers aus der Bibel Ich gelesen kenne. hast? Philosophier nicht. Philosophier bitte nicht. Du philosophierst doch die Ich ganze Zeit. philosophiere. Ich Du philosophiere. Okay, ganz kurz. hast nicht mal Exkursion. Weißt du, es gibt eine alles Seite auf. Bibel gelesen und du willst mir Ich was habe nicht erklären über eine meinen Seite der Glauben. Bibel. Ich habe Ja, nicht eine Seite der Bibel gelesen. du warst nur bei Guck so mal, ich sag dir was. Ich glaube, ich kenne die Bibelhasserseiten, Bibel. ne? Ich glaube, ich kenne die Bibel viel besser als Okay, du. worum geht's da Nein, bei nein, Lukas ich 16? philosophiere. Sag mal, Der worum Unterschied geht's denn bei zwischen Lukas dir und 16? Du mir. bist Guck ein mal, Weißer mit dem Schoß Abrahams. ich habe Worum geht's da nichts. bei Ich habe Lukas 16? nichts. Ich habe nichts gegen Evangelist Christ Sieben. Gegen den habe ich nichts. Ich habe nichts gegen Reza. Ja, weil der lauwarm ist. Du redest gerade richtig mit den Aber Richtigen. der Umgang von dir ist mies respektlos. Du sagst zu mir, ich kenne mich nicht aus mit der Bibel. Du philosophierst über dein eigenes Buch. Ich sage dir was, selbst wenn ich einen Vater anrufe, ja? Selbst wenn Welcher ich Vater? einen Kirchenvater anrufe oder sonst irgendwas, ja? Oh, wie peinlich. Der würde niemals so philosophieren, wie du es gerade tust. Oh, wie Die peinlich. sogenannte Kirchenvater, was du meinst, du meinst diese katholische Selbst Priester wenn und ich den sowas. Papst persönlich anrufe, selbst Der wenn ich den Papst ist Papst persönlich anrufe. ein schwer krimineller Satanist. Ja, wenigstens bist du da auf der Meinung wie ich. Oder was meinst du, warum es so viele Kindesmissbrauchssachen in den katholischen Einrichtungen Ja, kommt? Was glaubst du, natürlich. Ja, warum? das stimmt ja auch, aber das ist ja gerade das Thema nicht. Weicht bitte nicht aus vom Kindesmissbrauch ist Thema. vom Satan. Wenn zum Beispiel ein erwachsener Mann mit einem kleinen Kind Sex hat, dann ist Denn das darüber brauchen wir nicht zu reden, satanisch. da sind wir alle gleicher Meinung. Nee, Warum das darf folgst du nicht, dann dem eine Meinung Propheten? sein. Warum darf ich nicht einer Meinung sein? Was ist denn ein kleines Kind für dich? Ja, warum hat denn Mohammed mit 50 Jahren ein sechsjähriges Kind geheiratet? Hatte das Kind mit 6 geheiratet? Ja, hat er. Okay, bring mir den Beweis dafür. Sofort, einen Moment. Kannst du das groß machen hinter deinem, hinter deinem Kopf, Bruder Dennis? Den Hadith, dass der Mohammed die Aisha mit 6 Jahren geheiratet hat. Ich sag dir noch einmal, wenn ihr sagt, Amir oder Reza, da will noch ein Moslem rein. Wollt ihr erstmal mit einem Moslem reden oder auch zwei? Ja, ich muss Ja, immer nur beide, mit einem. damit das Sobald fair der ist. fertig ist, der nächste, weil Du sonst willst kannst du doch beide beschreiben. holen. Wieso? Ihr seid doch drei Christen hier oben. Nee, warte, erstmal zeigen wir dir, dass dein Prophet mit Kannst du 50 Jahren den 6-Jährigen machen, ist ja kein Problem. Du kannst Und das das nachmachen. Weil das ist steht ja. in Sunan, das steht in Sunan An-Nasai 3378. Sunna an-Nasai. Sunan An-Nasai 3378. Und hier heißt es, er hat mich geheiratet, als ich 6 Jahre alt war und hat die Ehe konsumiert, das heißt Geschlechtsverkehr mit mir gehabt, als ich 9 war. Ein 53-jähriger Mann. Ja, jetzt geht's Das auf ist die das Bühne. Vorbild von 1,6 Milliarden Menschen. Und stellt Also euch jetzt mal hast du den vor, Sturm gemacht, jetzt geht der Prophet Google nachfragen. Ich gehe Ja, überhaupt nicht und Prophet Google nachmachen, ich habe auch ein privates Leben. ja, okay, dann was ist denn das, wenn ein 50-Jähriger mit einem Kind Sex hat? Ey, pass auf, was du sagst. Ne? Das Oh, steht, jetzt in kommt der doch. Hadith. Ich Sieh, sag pass dir auf, noch was du einmal, sagst. hab doch ein bisschen Respekt. Ja, Die Wortwahl, das es geht steht um doch die in deinem Wortwahl. Hadith, Es geht um die in deinen Wortwahl. islamischen Quellen. Es geht um die Wortwahl. Ja, was heißt denn die Ehe konsumieren mit 9? Brauchen wir darüber zu reden jetzt? Ja, Ja, also, wie das ist findest du also das, wenn ein Geschlechtsverkehr. 53-jähriger Mann ein Geschlechtsverkehr. Kind hier sexuell befriedigt? War Würdest du das das auch machen? Geschlechtsverkehr? War das zur gleichen Zeit, war das, ist das die gleiche Zeit wie heute gewesen? Würdest du es damals denn machen? Würdest du es damals machen? Willst du sagen, dich Wär, damals wärst du bezahlt zu bereit, verdienen? wärst du bereit, das damals zu tun? Was heißt, wärst du bereit, das damals zu tun? Der Prophet Muhammad Ja, sallallahu würdest alaihi wasallam du ein sagt, dass er sechsjähriges gesagt Kind heiraten in dieser Zeit? Würdest du Dann es ist das machen? eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Was willst du dagegen sagen?
Ach so, vielleicht kann das auch eine Offenbarung vom Teufel sein, wer weiß. Auf mein, gar keinen mein, Fall. Es gibt keine Offenbarung. Mein Verstand und meine Moral und Ehe sagen mir, dass ein sechsjähriges Kind nicht anzufassen ist und mit 9 Jahren zu schlafen, egal in welcher Zeitepoche, oder? Okay, also noch einmal. Du hast mir immer noch nicht auf diesen Vers geantwortet, den ich dir gesagt habe. Ja, jetzt schön wieder ablenken, ne? Hast du gesehen? Ich habe dir gerade schön wieder ablenken, ne? Nein, nein, ich habe dir gerade gesagt, es ist eine Offenbarung. So seid ihr alle. Und wenn das, du hast gerade deinen eigenen Propheten vernichtet, als du gesagt hast, da brauchen wir nicht darüber zu reden mit deinen Priestern. Ja, aber Mohammed hat das doch selber gemacht und das ist euer Vorbild. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe gerade eben gesagt. Ich habe eben gesagt, wenn das eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann ist das. Ja, aber wer sagt mir, dass es überhaupt eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala ist? Nein, das muss der Teufel gewesen sein, der ihnen das gesagt hat, geh und heirate Aisha, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Doch, wenn ich einen Traum hätte und dieser Traum mir sozusagen Gott gesagt hätte, Amir, geh und heirate ein sechsjähriges Kind, ich würde denken, ey, das war der Teufel, der mir sowas sagen würde. Und du siehst ja, dass Mohammed zu Abu Bakr gegangen ist und nach der Hand von Aisha gefragt hat und der darüber gar nicht begeistert war. Der hat gesagt, ich bin dein Bruder. Okay, ich frag dich, hast du den Heiligen Geist? Ja. Okay, du hast den Heiligen Geist, das heißt, du kannst nicht sünden. Da, guck mal, was das schon wieder sagt. Ich kann nicht sündigen. Ich frag dich. Wenn du deine Sünde immer... Natürlich kann ich sündigen, weil ich in dieser sündigen Natur gefangen bin. Der Heilige Geist in mir zeigt mir alle Wahrheiten und wird den Herrn Jesus Christus verherrlichen. Und du siehst ja, wie gut wir immer alles auseinandernehmen in Sachen Finsternis namens Islam, ne? Du siehst auch da, wie der Heilige Geist wirkt und wir komplett alles auseinandernehmen können. Okay, hast du deine Bibel bei dir? Mal gucken, wie sehr du deine Bibel verteidigen kannst. Wechsel nicht das Thema, komm. Ich wechsle nicht das Thema, du warst gerade bei... Nein, du wechselst schon wieder das Thema und merkst noch nicht mal, wie du gerade vorgeführt wirst. Du bist noch nicht mal richtig auf das Thema eingegangen, was ich gesagt habe. Wie kannst du 1000 Themen aufmachen und... Du hast doch eben noch nicht mal auf meinen Bruder geantwortet. Und jetzt konntest du noch nicht mal Lukas 16 uns erklären. Und du willst uns unsere Schrift erklären? Wer bist du denn? Ami, ich kann dir deine Schrift erklären, weil du philosophierst. Du bist ein Muslim und wenn du schon dein Koran so katastrophal liest, was machst du dann mit unserer Schrift? Also ich philosophiere nicht im Koran. Ja doch, du philosophierst die ganze Zeit schon, auch mit den Hadithen und alles. Okay. Aber nochmal zurückzukommen, du hast gerade eben gesagt mit der Zeitepoche, würdest du in der Zeitepoche von Mohammed ein sechsjähriges Kind heiraten? Weil damals war es ja nach deiner Logik normal. Ich sage dir, ich bin nicht Mohammed sallallahu alaihi wasallam, okay? Würdest du es machen? Ich sage dir noch einmal, ich bin nicht Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Würdest du es machen? Ich sage es dir noch einmal. Würdest du es machen? Okay, würdest du es machen? Du willst auf Themen zurück, dann komm auf das Thema. Würdest du es machen? Ich lasse dich nicht locker in der Sache. Würdest du es machen? Du hast gesagt, in der Zeitepoche. Ich lasse auch nicht locker. Ja, du hast gesagt, das war eine ganz andere Zeitepoche und wenn Allah subhanahu wa ta'ala so das gesagt hat, würdest du es dann auch machen? Das hat Allah subhanahu wa ta'ala zu einem Propheten gesagt und nicht... Ja, und ich sage dir, vielleicht kann das der Teufel gewesen sein, weil sechsjährige Kinder zu heiraten, dass Gott sowas befiehlt, ist natürlich sehr, sehr kritisch, oder? Was heißt sehr, sehr kritisch bei dir? Achso, das ist nicht kritisch für dich, ein kleines Kind zu heiraten. Siehst du, was der Islam mit deinem Gehirn macht? Der Islam setzt deinen Verstand aus, mein Lieber. So sieht's aus. Du glaubst, ein ganzes Buch, das merkst du, wie schrecklich der Islam ist und was der Islam mit deiner Moral und Ethik macht. Es gibt mehr als 200 Widersprüche. Aber wenn ein katholischer Priester ein Kind anfasst, dann ist es schlecht. Okay, Reza, vielleicht reden wir beide mal. Vielleicht kann man sich mit dir unterhalten. Ja, warum darf denn ein katholischer Priester nicht Sex haben mit einer Sechsjährigen? Ist ein katholischer Priester heilig? Nein, warum ist er ein Prophet? Willst du? Okay, ich sage dir. Ein Prophet darf schlimme Sachen machen. Okay, ich sage dir was. Wenn Logik des Grauens, ey. Es ist so schlimm. Wir haben mit Puppen gespielt, mein Lieber. Mit Puppen. Ein Prophet immer besser sein als das Volk? Reza. Ich frage dich, sollte ein Prophet nicht besser sein als wir? Ein Prophet ist besser als uns, als wir. Ich finde das sehr schlecht, ich würde das nicht tun. Ich auch, ich finde das ultra schlecht. Ja, aber Amir, würdest du nicht andere Dinge tun? Ich würde niemals ein sechsjähriges Kind, genau. Das heißt, bleib bei dieser Sache. Wenn du über eine Sache redest, kann ich doch ein anderes als Beispiel benutzen, ja oder nein? Ja, aber wir müssen das klären und dann gehen wir zu den anderen. Nee, warte mal ganz kurz. Wir machen das anders. Wenn mein Prophet besser sein sollte als ich und schlechtere Sachen macht. Ich stelle mir eine Frage. Ihr sagt irgendwas nicht. Warte mal ganz kurz. Lass mich doch mal. Darf ich einen Satz aussprechen oder funktioniert das hier nicht? Ja. Okay, danke schön. Also, ihr sagt, ich flüchte.
Stimmt das ja oder nein? Ihr sagt, ich flüchte. Ja, der sagt, ich flüchte. Ihr sagt, ich flüchte aus einem Thema. Ich habe ein Thema angesprochen, dann kamst du wieder mit dem Koran. Warum macht ihr das immer so? Ja, weil du erst den Koran verteidigen musst. Nein, warte mal. Ich bin nicht gekommen. Guck mal, hör zu. Ich bin gekommen, ich habe eine Frage gestellt. Auf diese Frage wurde nicht geantwortet, sondern philosophiert. Dann kamst du direkt mit dem Koran, obwohl ich gar nicht fertig war. Ich bin doch gar nicht fertig. Ja, okay, dann mach fertig. Dankeschön. Also, du sagst, dass Jesus, also es gibt keinerlei Beweise in der Bibel, dass Jesus den Banditen, also den Dieb, mit ins Paradies genommen hat. Ja? Natürlich, wenn der Herr das sagt, dann ist das so. Okay, du sagst, wenn der Herr das sagt, dann ist das so. Ja. Wie viele Tage war er im Totenreich? 3 Tage. 3 Tage war er im Totenreich. Wir halten fest. Ja. Ist er direkt ins Totenreich, nachdem er gekreuzigt wurde? Ist er direkt ins Totenreich? Ja. Okay, danke schön. Also er war noch nicht im Paradies. Ja, das Totenreich besteht aus Schoß Abrahams und dem Sheol. Okay, der hätte gesagt, dann hätte er ihm gesagt, hör zu. Also entweder ist Jesus in dem Moment komplett unverständlich, als Gott unverständlich zu sein, ist für mich kein Gott. Ja? Also, nee, der ist nicht unverständlich, du musst Lukas 16 dazu lesen. Du brauchst, schau mal, so funktioniert das nicht. Du hast einen Vers, okay? So funktioniert das auch in der Bibel. Du brauchst mir nicht zu erzählen, wie man die Bibel liest. Ich brauche nicht einen anderen Vers zu lesen, um den Bibel redet. Natürlich, die Bibel funktioniert nur so. Nein. Die Bibel legt sich doch mit sich selber aus. Ihr habt Tafsire dafür. Die Bibel legt sich mit sich selber aus und ihr habt Tafsire. Ganz einfach. Lenk nicht ab, ihr habt keine Tafsire. Du lenkst ab. Alles klar. Ich warte nur auf den Satz, was du jetzt sagst, und das Gleiche werde ich jetzt gleich an dich anwenden. Pass mal auf. Okay, Maria Magdalena. Alles, was du sagst, wird jetzt gegen dich verwendet werden. Ich höre jetzt genau zu und pass mal auf, was Allah gleich macht. Okay, Maria Magdalena. Ja. Ja. Wann hat sie Jesus getroffen? Wann hat Maria Magdalena Jesus getroffen? Irgendwann mal hat sie ihn getroffen. Nicht irgendwann. Nein. Es gibt eine bestimmte Zeitangabe. Also wann hat sie Jesus getroffen? Ich weiß nicht, was du meinst. Sag. Wer war die erste Person, die Jesus getroffen hat nach der Auferstehung? Boah, schwer, gell, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt. Ich hab das. Nee. Das muss ich nochmal gucken. Ich glaube, das kann ich im Kopf jetzt hier. Ja, aber was möchtest du sagen jetzt? Sag mal jetzt weiter. Ich frag dich ja. Ich möchte ja nicht unfair sein. Ich möchte dir nichts in den Mund legen. Deswegen frag ich dich, wer war der Erste, der Maria Magdalena getroffen hat? Nach der Auferstehung meinst du? Nach der Auferstehung. Ja, du hast doch gesagt, Jesus Christus hat sie getroffen nach der Auferstehung. Okay, noch einmal. Wer war der erste Mensch, der sie getroffen hat nach der Auferstehung? Sekunde. Ich hab das... Amir, du kannst ruhig mitreden. Ich höre dir zu und dann warte mal ab, was ich gleich mit dir mache. Nein, du kannst gerne mitreden. Wir hatten gerade eine Konversation. Ist kein Problem, warte mal. Du hast dich die ganze Zeit eingemischt, jetzt kannst du gerne mitreden. Wer war es denn? Ist kein Problem, wir machen das schon. Bruder, Amir, helf uns deinem Bruder Reza. Ich zeige dir gleich. Armin, helf doch deinem Bruder Reza. Ich habe das nicht im Kopf, ich muss das kurz nochmal nachschlagen. Ja, du hast doch Armin hier, der kann dir doch weiterhelfen. Erzähl uns mal, was möchtest du uns ich sagen? Ich frage dich doch, ich möchte nicht... Ja, okay, erzähl uns mal, worauf willst du hinaus? Nein. Worauf willst du hinaus? Ja, der Herr Jesus ist hier, Maria und so weiter erschienen. Ja. Also, was ist denn jetzt? Maria Magdalena. Was ist denn jetzt? Ja, Maria Magdalena, ja oder nein? Ja, erzähl mal jetzt. Okay, also... Wir reden nochmal darüber, dass er gesagt hat, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja. Okay? Ja. So. Maria Magdalena, da hat er gesagt, warte, ich öffne dir den Vers. Kurzen Moment. Ich glaube, es war Lukas 17,20. Ich glaube, das war in Lukas 17,20. Das kann doch nicht wahr sein.
Das ist so. Ich dachte, du kennst dich sehr gut mit der Bibel aus. Ja, ja? Ich kenne mich mit der Bibel aus, aber dein eigener Bruder Reza wusste es gerade nicht. Also diesen Haufen, das kann doch nicht wahr sein. Ich kenne mich besser aus mit eurer Bibel als ihr selber. Ich glaube, das war in Lukas. Ich glaube, das war in Lukas 17. Ich glaube, ich weiß noch nicht. Also ich muss noch mal nachgucken bei den Christentum-Hasser-Seiten. Ich muss noch mal ganz kurz mal gucken und mir die Argumente noch mal. Ich muss ganz kurz gucken, ob die Argumente da noch sitzen. Und so. So heftig. Wie du den Islam hast oder sonst irgendwas. So krank. So krank ist das Ganze. Was ja, der macht. Du stellst jetzt geht er auf Google. Jetzt hat er die ganzen Sachen gegoogelt bei diesen ganzen Hasser-Seiten und jetzt kommt er mit diesem Zeugs hier hin. Guck mal, der weiß noch nicht mal, was der macht. Du kannst mir ja beweisen, weil die Schule ja. Siehst du, was du machst? Ist das also Wissen, was du dir angeeignet hast oder machst du gerade Google? Schule ja Bibelversion. Ich öffne die. Warst du gerade bei Prophet Google oder was? Ja, Tamam, ich war gerade bei Prophet Google. Also. Merkst du, wie du hier vorgeführt wirst? Was ist einmal. Das? Johannes 20. Ja. Johannes 20. Jetzt geht es zu Johannes. Was denn jetzt? Lukas 17, Johannes. Was ist denn bloß los mit dir, mein Mutter? Hast du zu wenig Kamelurin zu dir genommen? Zu wenig Kamelurin wieder? Ich weiß. Du hast wenig Kamelurin heute genommen. Deswegen kommst du mit Verwirrungen. Du bist viel, viel verwirrt. Sehr verwirrt. Du musst dich beruhigen. Erstmal einen tiefen Schluck Kamelurin nehmen. Und dann kommst du mit Paulus 13. Und dann gibt es auch noch 5. Timotheus für dich, ist gar kein Problem. Geh weiter Google. Wir können das alles zerlegen. Dafür bin ich frag Chef Google bitte. Vergiss nicht, Chef Google zu fragen. Ich brauche nicht, Chef Google zu fragen. Habe ich gerade eben gehört? Ich glaube, das ist in Lukas 17. Ah, warte, ich gucke nochmal ganz kurz. Ah, Johannes, jetzt bin ich mir sicher. Jetzt Johannes 20. Jetzt guck mal, was der Kind. Das ist ein Kind, ist das Mann. Ein Kind bist du, ein Kind. Geh doch auf den Berg, renn doch nicht weg. Ich bin hier, wo renne ich denn weg? Ich habe eine Frage. Ich will dich sofort hören, Abi Witzkasten. Du bist nicht Abi Schwitzkasten, du bist ein Witzkasten, bist du Witz. Verstehst du nicht? Nicht Witz, Witz. Okay, als ich dir eben gerade gesagt habe, helf doch deinem Bruder, hast du gesagt, ich mische mich nicht ein, ich ziehe mich zurück. Ich soll dir nur zuhören, deswegen, alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Jetzt mischst du dich ein. Mit dieser Maria Magdalena, Abraham und so weiter. Okay, also. Was hat Maria hier gesprochen? Also, Maria hat direkt danach Jesus getroffen, nach der Auferstehung. Die erste Person, die Jesus getroffen hat nach der Auferstehung. Okay? So, jetzt spricht Jesus hier. Also, er wollte sie berühren. Sie wollte ihn berühren und schreibt. Ja, und er spricht, sagt, halte mich nicht fest. Ja, genau, berühre mich nicht, weil ich muss noch aufgefahren. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Vater, ja genau. Genau, das heißt, er war noch nicht oben, er war nur im... Wo war er? Du redest nach der Auferstehung. Vorhin hast du über diese 3 Tage gesprochen, wo der Herr im Paradies war mit seinem Geist. Nein, er war nicht im Paradies, das steht nicht. Ja, wo soll er denn sonst gewesen sein in diesen 3 Tagen? Okay, war er nicht im Totenreich, war er nicht im Hades und hat die Leute gerettet von dort? Nein. Okay. Das ist falsch. Bist du sicher? Ja. Ganz sicher, Reza? Ja. Okay, beweis mir das. Wie? Beweis mir das? Du erzählst doch irgendwelche Behauptungen. Da musst ich mache keine Behauptungen. Du hast gerade selber gesagt, er ist 3 Tage das, im Totenreich. Das, was du meinst, er ist, dass der Herr Jesus Tage, zu den... Er ist 3 Tage im Totenreich gewesen. Ja. Okay, ist das Totenreich das Paradies? Kommst du dorthin, wenn du denkst? Das Totenreich besteht aus dem Paradies und dem Theon. Nein, das Totenreich besteht nicht aus dem Paradies. Das Paradies ist das Paradies. Wo gehen dann die Toten hin? Wo gehen die Toten hin, nachdem sie gestorben sind? Ins Totenreich, aber nicht ins Paradies. Ins Paradies kommst du erst nach der Dings. Was ist mit den Leuten, die errettet sind und gestorben sind? Wohin gehen die? Was heißt, wohin gehen die? Diese Leute kommen in ein Totenreich. Diese Leute kommen in den Totenreich. In welchem Bereich? Aber in welchem Bereich dieser Totenreich? Der Totenreich gilt ja für alle. Es gibt in der Bibel, guck mal, es gibt im Christentum 2 Reiche des Totenreiches. Es gibt das erste Bereich, das ist der Reich der Bestrafung, und es gibt das andere Reich, ja, das ist der Reich des Trosts, ja. Dieses Trostreich ist nicht das Paradies. Doch, es ist das Paradies. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Philosophier nicht.
Guck mal, wie der die ganze Zeit widerspricht. Philosophierisch, ich bleibe hartnäckig. Philosophierisch. Dass es das Paradies gibt mit Schoß Abrahams, da werden die Toten, die in Christus gestorben sind. Okay, er hat nicht gesagt, noch heute wirst du mit mir im Schoß Abrahams sein. Er hat gesagt. Das ist ein anderer Begriff. Nein. Wieso habt ihr tausend andere Begriffe? Soll ich einen anderen reinholen? Ich verstehe das bei euch Christen nicht. Wieso legt ihr immer die Dinge so aus, wie ihr sie wollt? Weil das so ist, weil das Schoß Abrahams ein anderer Begriff. Das macht sonst keinen Sinn mehr. Deswegen muss das schnell verdreht werden. Also wenn Jesus nein, sagt, das hast du gesagt, aber du willst das ja nicht an. Das guck mal, genau, du willst ja nicht annehmen. Ein anderer Begriff für den Schoß Abrahams. Ich rede weiter, kein Problem. Wenn Jesus sagt, ja, ich bin eins mit dem Vater, ja, und daraus eine Trinität rauszieht, ja, und dann aber er zu den Jüngern sein, damit auch ihr eins mit dem Vater seid wie ich, ja. Gehört das jetzt auch zur Trinität oder wird dieses Wort jetzt wieder anders verdreht? Wenn der Herr Jesus als Sohn mit dem Vater spricht, durch den Heiligen Geist. Er hat nicht mit dem Vater gesprochen. Hat er nicht mit dem Vater gesprochen? Nein, als er gesagt hat, ich bin eins mit dem Vater, hat er nicht mit dem Vater gesprochen. Ja, aber der Herr hat trotzdem mit dem Vater gesprochen. Das macht keinen Sinn, was du sagst. Wo ist der Beweis dafür? Er hat mit den Leuten geredet. Ich sag euch noch einmal, das ist das Problem bei euch Christen. Ihr philosophiert zu viel. Wenn ich den Tafsir zeige, sagst du, Ibn Kathir ist ein Idiot und macht auch Fehler. Dann machen wir mal Memory draus. Man merkt ja, er läuft mit seinen eigenen Schriften der Vertreter. Ich wollte überhaupt nicht, ihr Leute, nicht euer Buch. Ihr kannst tausendmal die Hand zeigen, der wird sagen, nee, ist nicht so. Weißt du? Er wird alles leugnen, selbst wenn du ihm Tafsir zeigst und so, dass sein Kind wandelt. Evangelischer Christ. Das ist eine Katastrophe. Schau mal, ihr selber. Neun jetzt holen, da wollen noch 10 weitere, glaube ich, rein. Ja, ist ja kein Problem. Aber man weiß ja gar nicht, was der überhaupt will. Der ist so verwirrt, man weiß ja auch, was der da möchte. Ich weiß genau, was ich will. Ich sage. Ja, ich hole mal einen neuen rein jetzt, Amir. Wieso das? Richtige Verwirrung. Wieso denn? Gerade eben Lukas 17, jetzt kommt er mit Johannes dies. Wer hat Jesus als erstes gesehen? Wer hat dies? Was ist los mit dir? Wie viel Verwirrung, Mann? Amir, du Opfer. Guck mal hier, Amir, du Opfer. Amir, du Opfer. So. Amir ist der Hoffer. Hallo? Amir ist der Opfer. Hallo? Hallo? Gott segne. Bist du Christ oder bist du Moslem? Ich bin Alhamdulillah Moslem. Und sieht aus wie eine Kaffee. Da guck dir das mal bitte an. Soll ich dir mal was sagen? Du kannst mich aber nicht so beurteilen, okay? Du bist jetzt auch nicht. Ja, aber der Mohammed hat das doch gesagt. Mohammed hat gesagt, eine Frau, die ihr Gesicht zeigt, das ist eine Ehebrecherin. Ich bin reingekommen, um nicht mit dir zu diskutieren. Ich bin reingekommen, um meine Meinung zu sagen. Ja, Meinung brauchen wir nicht. Du laberst wir müssen nur ja die Wahrheit herausfinden. Du nur Scheiße. Guck mal, wie die redet. Abgefehlt, weibliche Person. Kopftuch rede ich genau so und dass du, ihr den Typen einfach das sind eure Muslimas, guck mal. Siehst du, das sind eure Muslimas. Und auf jeden Fall, weißt du, was Mohammed gesagt hat zu den Frauen, die schminken und Haare zu flossen haben, Gesicht. Nicht mal ein Gesicht haben, mit ihm weiterhin zu reden, nur weil es dir nicht bitte, passt. Was Mohammed über die Frauen gesagt hat, die ihre Augenbrauen zu und weil du nicht weiterreden kannst und weil du nicht so weiter diskutieren kannst. So wie diese Dame hier. Was hält denn ihr Prophet von mir? Hast du nicht drauf, du Ex-Moslem, okay? Du kleiner Scheiß-Christ, du. Jetzt bin ich raus hier. So. Was für kaputte, siehst du, das ist Muslima, habt ihr gesehen? Gott sei Dank nennt sie sich Muslimin. Boah, ich bin so glücklich, guckt euch das bitte an. Und das kriegt der Islam auch wieder ab. Ja, soll ich einen Muslim reinholen oder zwei immer? Immer einen, nicht zwei, sonst redet jeder verwirrt und durcheinander und hast nicht gesehen. Hallo? Gott Servus. Sei Dank hat sie gesagt, dass sie Muslima ist, habt ihr gesehen? Schön Haftbefehl in weiblicher Version. Bist du Moslem oder bist du Christ? Ex-Muslim. Eine kurze Frage zu Ex-Muslim. Ex-Muslim, was dieses Verhalten, es ist ja nicht religionsbedingt, es ist persönlich bedingt. Dieses Verhalten sehen wir nur bei Muslimen. Warum ist das so? Komisch. Hast du mal gesehen, wie die Christen ausrasten, die Orthodoxen gegen die Normalen? Hast du schon mal einen Christen gesehen, der irgendwo reinkommt und so redet? Hast du schon mal, sei ehrlich, Hand aufs Herz. Ja, in Ostern. In Ostern, nein, hast du das mal gesehen? Ich habe diese Videos gesehen.
lenkt doch nicht ab, hat gerade etwas gefragt. Nein, lenkt nicht ab. Alfred Hitchcock, Alfred, lenkt nicht ab. Hast du schon mal hier auf TikTok gesehen, wenn ein Christ hochgeholt wird, dass er so aus, also so redet? Ich habe das noch nie gesehen. Ostern, was meinst du mit Ostern? Verstehe ich jetzt nicht. Was meinst du mit Ostern, hauen die sich Dinger rein? Verstehe ich nicht. Guck mal, in Ostern, da pilgern doch viele orthodoxe Christen nach Jerusalem. Hast du mal gesehen, wie die sich dort boxen oder schlagen? Was haben wir denn damit zu tun? Ja, was haben wir denn mit Orthodoxen zu tun? Nicht nur die Orthodoxen, da sind ja alle Christen. Ihr pilgert ja alle auch nach Christen. Jerusalem. Nee, jetzt wird wieder alle in Jerusalem, um sich zu boxen. Ein Topf. MMA-Fight zu machen. Das machen Christen oder was? Jedes Jahr oder was? So Ostern. Die machen eine Massenschlägerei da, oder wie? Die UFC. Käfigkampf. Amir, du hast mal erzählt, dass die Leute nach Mekka reisen und die trampeln sich da zu Tode. Hast du ja, kannst du ja sehen. Es gibt genügend Videos. Ja, es gibt genügend Videos, wie die sich da töten. Ne? Die sterben, da sterben jedes Jahr immer zig von Menschen aufgrund von diesem schwarzen Stein. Ich war selber vor Ort, das stimmt nicht. Warum lügst du? Warst du selber vor Ort? Danny, mach mal dieses Video an. Schon Leute gestorben sind. Ich weiß nicht, wo ist das, welches Video? Da kannst du eingeben, Mekka, hier, Mekka, Hajj, Pilger, Küssen, Todtrampeln, da kommen schon einige Sachen. Okay, Moment. Das ist so grausam, so grausam. Alfred Hitchcock. Aber wie verwirrt der war, das hast du gesehen? Ja, ich glaube, das ist in Lukas 17. Ah nein, das ist in Johannes. Da war der wieder auf irgendwelche Seiten wieder unterwegs, ne, und holt sich da irgendwas von anderen Leuten und dann versucht er hier reinzukommen und dann seine Verwirrtheit noch verwirrter zu werden. Ja, der hat sich ein paar Sachen aufgeschnappt, die aber total durcheinander sind. Ne? Er weiß das ja nicht, der hat das ja nicht richtig gelesen und studiert, sondern einfach irgendwo was aufgeschnappt. Und dann versucht er dann hier irgendwas zu machen. Ne? Und das geht so nicht. Das kann man mit dem Islam machen. Einzelne Sachen rausnehmen und dann kann man das dann den Islam widerlegen. Wie zum Beispiel Brüste geben bei einem Mann. Ja. Da brauchst du keinen Kontext, nichts. Das ist einfach nur eine unmoralische Handlung. Und entweder ja oder nein. Deswegen habe ich ihm gerade eben gesagt, hat das der Sheikh Mustafa al-Adawi in einem Interview, in seiner Live-Show hat das zugegeben, hat er gesagt, nee, bestimmt nicht, habe ich doch gesagt, doch, die haben denn doch die Frage gestellt aus Sahih Muslim und dann hat er gesagt, ja, sie hat es gemacht und sie hat die Quraysh, die Männer der Quraysh gestillt mit ihren Brüsten, sie ist auch nur ein Mensch, guck dir das an, Aisha holt die Brüste raus, um Männer zu stillen und Mohammed hat das angeordnet. Frage, ne? An euch. Warum gibt es eigentlich keine Polygamie mehr im Christentum? Das hat es noch, noch nie gegeben. Wenn irgendwelche Leute das getan haben, ja, dann haben sie gesündigt gegen das Wort Gottes. Genau, so sieht's aus. Wenn Jakob mehrere Frauen sich genommen hat, dann war das nicht auf Anweisung vom Herrn, sondern er hat sich selber diese Frauen genommen und hat gesündigt. Das stimmt doch gar nicht. Es gibt etliche Kapitel, etliche Verweise in euren eigenen Alten Testamenten, die darauf hinweisen, dass es legitim ist. Ach, schon wieder versteht er das nicht, ne? Was verstehst du nicht, wenn Gott etwas sagt und die Menschen etwas anderes tun? Warum? Warum kannst du dein Gehirn nicht einschalten, wenn mein Bruder dir etwas sagt? Zuhören erstmal. Guck mal, aber nach deiner Logik, dann dürftet ihr auch keinen Sex haben. Aus reiner Lust. Oder liege ich jetzt wieder falsch? Oder wollt ihr jetzt wieder was deuten? Wir reden hier gerade von Mehrehe. Du redest gerade von Polygamie. Genau, wir kommen aber dann gleich dazu. Warum vielleicht die Mehrehe bei euch mittlerweile gar nicht mehr erlaubt ist? Es gibt keine Mehrehe, weil Gott sowas niemals befohlen hat. Und Gott hat nicht Adam, Eva. Hatte Abraham nicht mehr Ehe? Was? Guck mal, der Abraham hatte selber mehr Frauen. Wie kannst du es leugnen? Ja, aber gegen Gottes Verheißung von einem Mann, eine Frau. Abraham hat gesündigt. Wenn Gott sagt, du sollst nicht lügen und du gehst hin und lügst, hat Gott gewollt, dass du lügst? Nein. Hat Gott dir das befohlen, geh lügen? Also alle Propheten, Salomon,
Alle Sünder. Nimrod. Alle Sünder. Alle Sünder. Alle, weil sie mehr Ehe gemacht haben, sind sie Sünder. Ja. Okay. Und da sagst du jetzt aber, ohne dass wir jetzt einmal eine Quelle aufschlagen, zum Beispiel Deuteronomium, wo der Herr Jesus sagt, einmal eine Frau. Ich zeig dir das, da kannst du gleich aufschlagen. Und das steht sogar im Alten Testament. Darum wird ein Mann. Polygamie ist erlaubt. So, ich schlage auf 1. Mose 2, Vers 24. Ganz am Anfang der Bibel, Altes Testament, die Gesetze. 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann Mutter und Vater verlassen und an seiner Frau, nicht an seinen Frauen anhängen, an so seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch. Siehst du, zwei werden eins. Nicht drei, vier werden eins, nein. Hallo. So, da haben wir das geklärt. Ja, das ist Polygamie, was Mohammed gemacht hat, absolut Sünde ist gegen das Wort Gottes der Bibel. Warte, ich habe mal eine Frage ganz kurz. Ami, warum lügst du? Wo lüge ich denn? Warum sagst du, Aisha, radiallahu anha, hat Männer mit ihren Brüsten gestillt? Das sagt nicht ich, das steht in Fatal Munim von Sahih Muslim, Shah Sahih Muslim. Es gibt ganz klar einen Beweis auch und ein Tafsir von den Gelehrten, dass sie die Brüste auf einen Becher gemacht hat. Nein, das stimmt nicht. Sie hat die Quraysh gestillt. Sheikh Adawi hat das zugegeben, hat gesagt, sie ist auch nur ein Mensch. Sie hat es getan. Ibn Tabari sagt was anderes. Auf der Anordnung, lüg mich nicht an. Ich habe das Video gepostet und alle waren schockiert. Ibn Tabari sagt was anderes. Ibn Tabari? Was für Ibn Tabari, Mann? Kennst du nicht Ibn Tabari? Bist du verwirrt oder was ist los? Was für ein Ibn Tabari? Du meinst Al-Tabari, nicht Ibn Tabari. Dass ihre Brüste Milch produziert haben, lieber Muslim. Wann produziert das der Körper einer Frau Milch? Wenn sie schwanger produziert. Ja, wenn sie schwanger ist. Aber produziert die Frau Milch? Dass du sagst, sie hat das in den Becher reingemacht, die Milch. Wenn sie Kinder gebärt. Aber sie hat ja keine Kinder. Du bist ein Lügner. Die lügen dich an, Abu Majin. Die lügen dich an. Vor allen Leuten werdet ihr hier als Lügner gestraft. Siehst du? Das ist schon mal geklärt, ja? Dass Aisha die Brust zum Lutschen gibt. Das so ist sieht's aus. Wallahi, ihr habt mit Jesus nichts zu tun. Er ist frei von. Siehst du, du hast mit deinem Glauben nichts zu tun, weil er so dermaßen wahnsinnig ist. So heftig ist das. Ja, haben wir das geklärt, ne? Vor allen Leuten. Die haben es jetzt gerade gesehen, dass du Lügen gestraft worden bist. Nein, Tabari sagt was anderes und ich habe den Tafsir gelesen. Also, das kann doch nicht mal meine Frage, egal was Tabari oder andere sagen, wann bekommt eine Frau Milchfluss? Wenn sie Kind bekommt. Okay, aber dann müsst ihr, dann widerlegt ihr euch ja selber, wenn ihr sagt, sie hat Kinder gestillt, ja, oder. Sie hat erwachsene Männer die Brüste gegeben, um Mahram herzustellen. Eine Stillverwandtschaft, Mann. Genau. Ihr sagt ja sogar, ja, sie hat erwachsene Männer gestillt. Dazu gibt es keinen Beweis, erstens, dass das erwachsene Männer. Das steht in Fatal Munim. Das war ein Junge, den sie da gestillt hat, erstens. Sie hat die Männer der Quraysh gestillt. Was für eine Fantasie. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist unglaublich den, mit euch. Ey, dann zeig mir mal den Hadith bei Bukhari oder bei Muslim, wo da steht, das waren erwachsene Männer. Al-Adawi hat es zugegeben. Das kann doch nicht wahr sein. Wie soll ich ihn denn stillen, während der doch ein erwachsener Mensch ist, ein erwachsener Mann? Der hat einen Bart gehabt, dieser Typ. Das ist ein erwachsener Mann gewesen. Mein Lieber, damals haben die zu den 10-Jährigen gesagt, das sind erwachsene Männer, 8-Jährige. Ja, guck mal, wie der lacht. Gar kein Respekt. Okay, ein 10-Jähriger. Entschuldige, ich will dir nicht nahe zu treten, aber trotzdem muss ich dich jetzt wirklich fragen. Wenn ein 10-Jähriger Junge zu dir nach Hause kommt, ein Bekannter, würdest du dann deiner Frau sagen, die soll die Brust ihm geben zum Lutschen? Aha. Das hat sie, wenn sie das gemacht hat, wenn es so, es steht ja bei Buchhandel, dann würdest du es machen. Du mit deiner Frau. Guck mal, ich bin erstens kein Prophet und ich bin nicht der Maßstab. Aha, schon wieder schämen, ne? Siehst du, Knockout, zweite.
Das sind Knockouts. Du hast mit Knockout nichts zu tun, mein Lieber. Du, das sind Knockouts. Hast du gesehen, vor allem, was für ein Blamage? Guck mal, diese Religion kommt zum Herrn Jesus Christus. Du fragst mich, nicht du fragst mich was machen. Würdest du machen? Ich hatte ja genau. Was würdest du machen, weil du gesagt hast? Sachen aus dem Islam. Ich bin nicht der Gesandte. Was soll ich? Ich habe gar das keine, hat doch nichts mit Gesandte zu tun. Das ist eine Anordnung, Mann. Du hast doch gerade eben gesagt, Zehnjährige sind Kinder. Und würdest du erlauben, dass deine Frau einen Zehnjährigen dann stillt? Hol die Busen von deiner Frau raus und gib das einen Zehnjährigen. Für dich ist das ja kein Problem, anscheinend. Wieso ist bei euch Christentum, wieso ist bei den Christen erlaubt, dass man Kohl isst? Ablenken, siehst du, ablenken, das war's. Das war's, habt ihr das gehört? Dass man was essen darf? Habt ihr das gehört? Dass man Brot kochen darf. Warum ist das so? Das war's. Wie der das so rausreißt. Guck mal, das war's, habt ihr gehört? So, verpasst man das. Das ist wahnsinnig. Nicht die Milch, mein Lieber. Das war Wahnsinn. Hast du gesehen, wie du schön abgelenkt hast? Schön Thema wechseln. Nein, das war. Hast du gesehen, Mustafa, so geht das. Ganz schnell. Der kennt ja meinen Namen. So schnell geht das. Hast du gesehen, Abu Magins? Amir, Wallahi, Islam ist die Wahrheit. Wie oft willst du noch von mir vorgeführt werden? Islam ist die Wahrheit, aber der will diese ganze tolle Wahrheit von Islam nicht umsetzen, wie stillen eines Erwachsenen, aber ist trotzdem die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Bruder Amir, du kennst okay, doch warte, ich habe eine Frage. Warum ist, warte mal ganz warum ist kurz, in der Bibel Inzest erlaubt? Warum ist in der Bibel Inzest erlaubt? Warte mal ganz kurz, Amir, ich habe mal eine Frage. Inzest ist nicht erlaubt, wenn die Leute hingehen und selber sündigen, dann ist das entgegen der Gebote Gottes. Lot hat mit seinen Töchtern geschrieben. Lot hat nicht zu den Töchtern von Lot gesagt, geh hin und mach das, sondern die haben entgegen der Gebote Gottes gesündigt. Ich bitte dich, das ist doch wahnsinnig. Wie kann man überhaupt sowas in einer heiligen Schrift drin haben? Ja, aber dein Koran sagt doch, dass man aus einer Unzucht heraus mit dem Kind schlafen darf, sowohl mit der Mutter als auch mit dem Kind. Sure 25, Vers 54. Amir. In den Hadithen steht doch drin, dass man mit Säuglinge du weißt schon machen kann. Nein, das steht bei den Schiiten drin, nicht bei den Sunniten, mein lieber. Hör auf, ja, doch, bei euch Sunnis sagt das. Nein. Der Imam al-Zarkasi. Doch, Imam al-Zarkasi. Ja, Imam al-Zarkasi, Wallahi, das ist gelogen. Nein, das steht da, alle kennen das, Mann. Die Schia haben euch auch auseinandergenommen. Ihr habt denen einen Vorwurf gemacht und bei euch steht das genau dasselbe, dieser Schrott. Genau, bei uns steht alles abscheulich. Es gibt keine Strafe für denjenigen, der ein kleines Kind auseinandernimmt. Okay, das deckt sich auch mit Sure 65, Vers 4 ab. Wieso hat Jesus sich von einer Prostituierten massieren lassen? Ja, siehst du, jetzt kommt der mit nächste sowas. Guck dir das mal bitte an. Was für massieren? Ja, sie hat sich an seinem Leib rangemacht und das ist für mich massieren. Du musst die Geschichte verstehen, warum eine Frau mit ihrem Haar. Genau, jetzt kommt die Metapher der Christen. Ihr müsst das verstehen. Ihr habt den Heiligen Geist nicht. Ich habe mal eine Frage an dich. Guck mal, wie viele Sachen ich hier rausgeholt habe und jetzt reden wir mal Klartext. Wie viele Sachen haben wir rausgeholt, dass du vor allen Leuten. Du holst ja immer den gleichen Quatsch raus, gell? Und beweist es damit irgendwelchen Gelehrten wie Adawawi und so. Die sind ja du hast gesagt, dass sie diese Brot rausgenommen hat und Milch gegeben hat in einer Schüssel. Also hat Aisha 24 Stunden das ganze Jahr Milch, ja? Ihr sagt, Jesus ist sündenfrei. Warum lässt er sich von einer Hure massieren? War Aisha schwanger? War sie einmal schwanger? Hat sie gebärt? Hat sie Milch gehabt, dass du gesagt hast, dass sie das in einen Topf reingetan hat? In einen Mescher, ja. Das war's. Ich sag dir nur, was ich gelesen habe. Das war's. Das war's. Du hast dich gerade selber schlafen gelegt mit einer Decke. Mit Decke, mit guter Nachtgeschichte. So, wenn sie keine Kinder so habe ich dich am Schlafen getickt. Warte mal ganz kurz. Nur schlafen musst du jetzt. Einfach nur ein bisschen schlafen. Ja, warte doch mal, du Käfer. Much camel rooming. Warte mal, du Käfer. Wenn sie keine Kinder hat, wie kann sie dann überhaupt stillen? Das fragen wir deinen Imam al-Tabari. Das ist eine Umschreibung von Brust in den Mund eines Erwachsenen zu tun, damit der Erwachsene an dieser Brust nuckeln kann. Genau. Das ist ein dämonischer Akt. Es hat mit Milch nichts zu tun. Es geht darum, dass dieser Erwachsene Mahram wird mit der Frau und dass er in das Haus kommen kann. Ja, und dass sie zusammen sein können. Mohammed Ali Salatu Wassalam wurde selber von einer Stillmutter gestillt. Was redest du da, Mann, von Halima? Das hat doch nichts. Was für ein Quatsch, du Alter. Mein Lieber, wenn ein erwachsener Mann, du weißt ja, im Islam ist es verboten, dass ein Mann und eine Frau, wenn sie nicht verwandt sind, in einem Raum zusammen sein dürfen. So, ja, das Problem, genau. Das Lösen des Problems liegt darin, dass die Frau dem Mann fünfmal die Brust geben soll zum Nuckeln. So, und dann sind sie Stillverwandte. Die Frau kann dann das Kopftuch abnehmen und dann darf der Typ rein. Es geht also nicht um Milch trinken, es geht um den Akt der Busensau. Ich glaube das nicht, weil das steht nicht im Koran. So einfach. Das stand im Koran drin, Mann. Das wurde von einem Schaf gegessen.
Lach über deine eigenen islamischen Schriften. Mein Lieber, mach nicht das Gleiche aus dem Koran, was die Bibel ist. Deswegen. Ja, du siehst doch, dass das ein... Möge Allah euch recht leiten. Warte, ich hol dir kurz den Hadith. Einen Moment, ich hol dir kurz den Hadith. Möge Allah dich recht leiten. Du würdest das sowas nie machen, dass deine Frau die Brust gibt einem anderen Mann. Hör doch mal auf. Komm zum Herrn Jesus Christus. Ich glaube nicht daran. Komm zum Herrn Jesus Christus und hör auf mit diesen Sachen. Du kannst das nicht verteidigen. Das ist, ich bin bei Jesus. Du wirst immer beschämt sein. Wir folgen Jesus. Nur ihr habt mit Jesus nichts zu tun. Ich denke nicht, dass Jesus diskriminiert war. Du machst das nicht, das mit deiner Frau einem Erwachsenen stellen. Das wirst du niemals machen. Du bist gegen Islam. Du schämst dich deiner Religion. Ja, das ist aber sei Muslim. Das sei Muslim. Das ist genauso stark wie im Koran. Nein, das steht nicht im Koran. Koran ist das ist Sahih Muslim Hadith. Ja, und Sahih Muslim ist nicht der Koran, Mann. Ach so, Sahih Muslim ist also Wurst. Sahih Muslim ist authentisch, ja, aber nicht so authentisch wie der Koran, mein Lieber. Ach so, das ist das, was der Prophet gemacht hat, ist nicht so gut wie das im Koran. Die Beweislage des Korans ist auf jeden Fall viel, viel stärker. Sagen wir mal so. Also das Sahih Muslim, Bukhari und so ist alles Quatsch, wenn es dir nicht gefällt. Nein, und guck mal, die Sache ist übertreibt. Ihr sagt, sie hat Männer genug. Das ist ja, ich habe sowas noch nie gehört, außer von dir und deinem Bruder. Da gibt es Fatwa dafür aus Al-Azhar-Universität. Ja. Das ein erwachsener Mann. Diese Fatwa will ich mir mal gerne anschauen. Diese Fatwa, ja, schau, gib dir einen Google Fatwa irgendwie stille so. Deines Erwachsenen. So, Sahih Muslim 1452a. Und Aisha berichtet, das Stillen eines Erwachsenen und der Steinigungsvers wurden offenbart zu der Zeit und die Leute haben es praktiziert und das wurde aufgelöst durch also 10 klare Stillgänge und dann wurde es abgelöst durch 5 und heute und das wurde von den Muslimen praktiziert und heute finden wir das nicht. Wahnsinn, ne? Die haben mit dem Koran gespielt. Wenn das dann stattgefunden hat, wurde es abrogiert dann von Allah subhanahu wa ta'ala. Das hat nichts mit abrogiert zu tun. Der Vers müsste da drinnen stehen, um es zu abrogieren. Du weißt ja zum Beispiel mit dem Alkoholvers, Sure 16, Vers 67, wurde durch Sure 5, Vers 90 abgelöst. Aber wir fanden das im Koran drinne. Was ist damit passiert? Ein Schaf kam und hat es gefressen. Was meinst du mit dem Alkoholvers? Das steht doch. Ja, der Alkoholvers wurde offenbart, dass Allah sagt, ihr dürft von den Früchten der Dattelpalmen und Rebstücken euch Rauschtrank zubereiten. Nicht ihr dürft, also wir haben euch eine gute Versorgung zugelegt, worauf sie euch Rauschgetränke machen könnt. Ja, also siehst du, habe ich doch gerade eben gesagt, du bestätigst mich doch. So du hast das ein bisschen verdreht, wie du nicht verdreht. Nein, erzähl doch keinen Schwachsinn, Mann. Okay, und weiter und dann später? Und dann später, was dann passiert? So, und das wurde aufgelöst. Also genau, die Leute haben es praktiziert. Warum aber? Weil die besoffen in die Moschee sind. Nein, es geht um Abrogation. Jetzt ist egal, warum, wie. Du hast gesagt, wenn etwas steht mit Abrogation, dann ist der Vers trotzdem im Koran drin, wo wir sehen können, was abrogiert wurde. Bei diesem Stillvorgang eines Erwachsenen, das war im Koran. Damals, sagt Aisha. Ja. Aber es ist jetzt nicht mehr im Koran. Warum? Weil ein Schaf diese Verse gefressen hat. Na, Allah sagt was anderes im Koran. Er sagt, inna in seiner Lasi. Das kann doch nicht wahr sein. Der hat seine eigene Islam. Der geht gar nicht nach den Schriften. Der hat seine eigene Islam. Nein, Allah sagt, wie werden die Hüter darüber sein? Deswegen glauben wir, dass hier nichts verändert wurde. Falsch aus. Das stimmt doch gar nicht. Der Koran wurde zigmal verändert, Mann. Ja, jetzt kommt. Ja, wie, du habt doch zwei große Versionen, einmal Hafs und Wash und dann gibt es noch den Duri-Koran. Ihr habt 36 verschiedene Koran-Versionen, die eindeutig belegt sind. Der Koran ist überall gleich. Überall. Nein, das kann nicht wahr sein. Was wenn du mir jetzt sagst, die Ahmadiyya haben einen anderen Koran, sage ich dir, ja, die Ahmadiyya sind ja auch... Nein, es gibt verschiedene Koran-Versionen, mein Lieber, viele, viele Qiraat. Guck mal, egal welche Koran-Version es gibt, es wird von den Gelehrten abgelehnt, so. Natürlich, wenn du was schreibst im Koran und das präsentierst... Das kann doch nicht wahr sein. Das ist auch ein Thema, was die Gelehrten wissen. Es gibt verschiedene Koranversionen. Selbst Shabir Ali sagt, es gibt verschiedene Versionen. Er wurde gefragt, er sagte, ja, wir haben verschiedene Versionen. Sie haben unterschiedliche Bedeutungen auch. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Nur wir sind am Lügen oder was? Willst du mich veräppeln? Wallahi, bei dieser Sache, wallah, du lügst. Weil das geht nicht, dass es mehr Versionen vom Koran gibt. Allein die Tatsache, dass es zwei Versionen gibt. Eine für Nordafrika und eine für den asiatischen Bereich. Hafs und Wash.
Du siehst also, doch, dass diese zwei Korane sich unterscheiden in Wortlaut, Rezitation und alles. Guck mal, ich war in Türkei, ich war in Marokko, wo ich herkomme, und ich bin auch woanders gewesen. Und da ist überall der gleiche Koran, den ich gelesen habe. Das stimmt doch gar nicht, Mann. Ich war bei Allah, ich habe in Marokko den gleichen Koran. Nein, in Nordafrika, im afrikanischen Raum Nordafrika, und so lesen die den Koran von Wash. Okay, was soll da verändert sein? Sag mir mal bitte, was soll da sind ganz andere Wörter drin, Buchstaben, Sätze, alles, Mann. Es gibt andere kleine Übersetzungen, zum Beispiel... Das wenn kann doch nicht wahr sein. Schon wieder sagt er Arabisch, Übersetzungen. Die Metapher ist original immer gleich, Arabisch, nicht Übersetzungen. Ja, genau. Verschiedene arabische Originaltexte. Nein, ich kann Arabisch, deswegen... Bei Wash. Ich kenne Arabisch, deswegen verstehe ich nicht, welchen Punkt die da anspricht. Der Koran wurde von Osman erfasst. Osman hat alle Koran-Manuskripte abgeben lassen, weil er ein unglaublicher Wehrwahr da war. Der konnte das gar nicht mehr, also da waren so viele verschiedene Sachen da, dass er alles verbrannt hat. Und er hat nur eine Manuskriptsache behalten. Was nicht gefallen hat. Komm zum Islam, Islam ist die Wahrheit. Mehr sage ich nicht. Denkst du, wir vertrauen? Denkst du, wir vertrauen einem Buch, wo selbst, ey, mein lieber, weißt du eigentlich, wer Hafs ist? Und was die Gelehrten über ihn sagen? Hafs und Atem, zwei Riesenbetrüger. Ja, Riesenbetrüger, genau. Ja, das ist so, die Gelehrten sagen, dass das zwei große Betrüger sind und von ihnen habt ihr euren Koran überliefern lassen. Das ist eine Katastrophe. Sogar die haben Lügen die Christen, über deinen Propheten weißt du, was die Christen, erzählt. Weißt du, was die Christen über haben Lügen sagen? Über deinen Propheten erzählt. Hat der Mohammed nicht gesagt, wer über mich eine Lüge erdichtet, der wird seinen Platz im Höllenfeuer finden? Hafs und Asen sind in der Hölle und ihr habt den Koran von ihnen. Alle Achtung, Abu Martin. Wir haben den Koran Mustafa, du hast sehr gut das gemacht, dass du dich für den Islam entschieden hast. Sehr gut gemacht, Mustafa, für Islam. Wir haben den Koran von Osman. So. Usman, ihr habt gar nichts. Ihr habt höchstens die Rezitation von Hafs. Das war's. Was für Usman? Du hast zu viel Christian Prince geguckt, mein lieber. Ja, der hat aber recht. Du siehst doch, dass der Koran ein Isnad hat. Und in diesem Isnad, in dieser Überlieferungskette, kommt der Name Hafs vor. Und die Gelehrten sagen, dass es ein Betrüger ist, ein Lügner. Er erfindet Hadithe über deinen Propheten. Wie kannst du von ihm den Koran nehmen? Ich habe noch nie was von Hafs oder so gehört, dass er irgendwas eingewickelt hat im Koran oder dass er irgendwie eine Autor. Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Kein Gelehrter spricht über den, weil er unwichtig ist. Wie wäre es? Wie wäre es? Die über dieses Thema, die Gelehrten. Was glaubst du, warum die schweigen? Ja. Sei mal ehrlich, das, was sie macht, findet ihr das Christenkomfort, was sie da tut? Das kann nicht wahr sein. Wenn wir, du redest das, doch darüber, wie ist das und jenes, und wenn wir dir auf einmal etwas zeigen, was natürlich. Ja, sehr schwierig für dein Glauben. Ich habe dir auch was gezeigt, darauf bist du auch nicht eingegangen. Wieso hat Jesus nicht eine Schlampe passieren lassen? Du siehst doch, dass der... Das kann doch nicht von einer Prostituierten, gibt die das mal Jesus. Eine Prostituierte darf auch gerettet werden. Wenn ich schwöre bei Gott, Jesus ist frei von euch. Er hat mit euch nichts zu tun. Also eine Prostituierte kann auch ins Paradies kommen, wenn sie zurückkehrt, wenn sie umkehrt von ihrem schlechten Leben. Ja, das sagen wir, ja, das wissen wir auch. Es gibt sogar ein Hadith, wo... Also was ist das für ein Problem? Die hat sich zum Herrn Jesus begeben und mit ihren Haaren die Füße des Herrn Jesus getrocknet und mit ihren Tränen benetzt. Ist das nicht ein schöner Akt? Nicht wirklich, aber wenn sowas im Koran stehen würde, würdet ihr einen Wirbelwind draus machen. Nein, ich würde das nicht schlecht reden, weil das ist kein schlechter Akt. Wie gehst du denn zum Beispiel, du findest das schlimm, wie gehst du denn zum Beispiel um, dass ein Muslim den Bauch von deinem Propheten küsst? Was sagst du denn dazu? Was heißt Bauch? Der hat den... Wenn, meinst du den Hadith bei Bukhari, oder? Jetzt kriegst du keinen Luft mehr. Das findest du schlimm, dass eine Prostituierte um Vergebung bittet und mit ihren Tränen und Öl die Füße des Herrn Jesus Christus benetzt und alles. Aber du hast kein Problem, dass ein Mann den blanken Bauch deines Propheten küsst. Ja, sag mal, tickst du noch richtig? Was? Ja, lach über deinen Propheten, genau so würde ich dich sehen. Ich lach nicht über den Propheten, Allahumma salli wa sallam ala Nabi. Ja, erzähl mir, was soll das? Warum lässt er sich den Bauch von einem Mann küssen? Was heißt den Bauch? Der hat ihn einfach ganz normal umarmt und geküsst. Nein, auf zu lügen. Nein. Der hat ein T-Shirt hochgehoben, da das Shirt, und dann hat er geküsst. Oh, das genau das ist es, was ich wollte. Soll ich den Hadith nochmal zeigen, damit wir alle uns kaputt lachen? Wo der Hadith bei Bukhari ist das, gell? Es ist ein authentischer Bericht, ja, Sahih, korrekt. Lies mal richtig. Oh ja, also der hat sein T-Shirt hochgehoben, da hat er den schön hier an der Seite geküsst, da hat er gesagt, oh ja, Rasulallah, genau das ist es, was ich wollte.
Ist das so fassen? Ihr seid so pervers und geisteskrank. Da steht also, da, Mann, was für pervers und bist du verrückt, Mann? Das ist nicht normal. Wie kann man so mit einer Geste... Du hast ein Problem mit deiner Religion. Verlasse den Islam, Gott, komm zu Jesus keine. Christus und ja. warne andere Muslime vor dieser Sekte. Nein, danke, ich will keine Menschen anbeten. Warte mal ganz kurz. Bruder Armin, stell dir mal vor, der kommt so mit Mose an und sagt, und wir sagen so, bist du verrückt? Das steht da gar nicht drin. Da wollen wir leugnen alles im Alten Testament und sagen, bist du verrückt? Ist das nicht krank? Ich verleugne nichts, was du verleugnest. Lass mich mal ganz kurz diesen Hadith hinschauen, bevor du einmal... Such mal den Hadith. Also ich verleugne nichts, was im Koran oder in den authentischen. Das ist nicht der, das ist, wir beten nicht Menschen an, sondern Gott wurde Mensch, dieser ewige Gott, der einzig wahre Gott Israels wurde Mensch, um dich und mich Meinung zu erlösen. Wir sagen was anderes. Wir sagen, Gott kann nicht Mensch werden. Wie Gott kann alles. Gott ist allmächtig. Mein lieber, ach ja. Der Teufel hat so ich kann dir jetzt Beweise zeigen, dass Jesus gesagt hat, es gibt nur einen Gott, laut der Bibel. Ja, natürlich gibt es einen Gott nur. Guck mal, die eine. Okay, ich habe eine Frage. Glaubst du daran, dass der Heilige Geist allmächtig ist? Der Heilige Geist ist Gott, ja. Also der Heilige Geist ist allmächtig und ist Gott. Ja, natürlich. Ja. Warum, als Jesus gefragt wurde, wann ist der jüngste Tag, warum sagt er, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel, das weiß nur Gott. Warum hat er den Heiligen Geist hier nicht erwähnt? Ist der Heilige Geist nicht mehr allmächtig? Doch, aber in dem Moment ging es um den Vater. Was? In dem Moment ging es um den Vater. Ist egal, der Herr Jesus spricht da als Mensch. Aber er hat den Heiligen Geist nicht erwähnt, Reza. Nein. Das ist ein Problem. Man muss nicht immer alles erwähnen. Man muss nicht immer alles in einem Vers erwähnen. Das ist ein Problem, mein Lieber. Also man muss die ganze Bibel in einem Vers erwähnen, ne, damit von du so das ist genauso, das ist genauso, als würde ich dich, das ist genauso, als würde ich dich fragen, warum hat denn Allah nicht explizit erwähnt, was in der Bibel verfälscht wurde? Wäre das nicht wundervoll gewesen, damit wir sehen, was verfälscht wurde? Warum hat er das nicht explizit guck erwähnt? Guck dir doch den Krimskram an, was da steht. Krimskram! Ich möchte von Allah wissen, was wurde verfälscht, Allah? Einfach Behauptung aufstellen kann jeder. Das Verborgene liegt nur beim Herrn, mein Lieber. Komm, bitte, wir kommen nicht mit so einem Blödsinn. Wir reden nicht über das Verborgene. Dein Allah kennt noch nicht mal die Zukunft, soll ich dir das zeigen? Oh doch, er hat die Zukunft der Römer sogar vorausgesagt, dass sie die Pest. Nein, Sura 8, Vers 65 und 66 ist eine Blamage für Allah. Knockout, habe ich hier gegeben. Knockout, ja genau, Knockout für Allah, dass er das nicht weiß. Sunan Abi Dawud 5224. Was da mir kommt mit Sunan Abi Dawud, guck mal. Leute, guckt euch das bitte an. Sunan Abi Dawud 5224. Ein Mann küsst den nackten Bauch von Mohammed. Ja. Sunan Abi Dawud, genau. Ja, der Sohn von Abu Dawud. Abi Dawud redet über seine Sunna. Sunni Abi Dawud ist nicht mal richtig authentisch, mein Lieber. Ach, du sechs kanonischen Bücher. Das steht, Sunan Abu Dawud ist nicht authentisch. Das ist zum Heulen. Sheikh Albani sagt, der Hadith ist dahin. Der Großsheikh, der erzählt jetzt, was authentisch ist und was nicht. Sheikh Albani sagt, der Hadith ist dahin. Das ist der Abu Magin al-Asqalani geworden von TikTok. Nein. Was sagt ihr eigentlich dazu, dass eure Glaubenschristen euch selber sagen, dass sie, was ihr macht, ist falsch? Was sagt ihr eigentlich dazu? Strenggläubiger TV. Nein, ja, lenk jetzt nicht ab. Abu Magin. Lies mal bitte den Hadith. Da sagt der Typ, oh Allah, ja Rasulallah, genau das ist es, was ich wollte. Guck mal, der küsst ihn den Bauch und dann sagt er, ja, liebe, Rasulallah. Meine lieben Mitmenschen, lies mal Philipper 3, Vers 8, wo Jesus sagt, jetzt kommt ihr mir da essen. Mit das Plan. Ihr könnt auf Kot essen, auf Kot, das müsst ihr euch mal geben. Philipper 3, Vers 8, Philipper 3, Vers 8, ihr könnt auf Kot essen, der ist ja völlig. Jetzt geht er raus und sucht das schnell. Das ist so ich hab doch den Vers. Unfassbar. Philipper 3,20, wo Gott die Erde erschaffen hat. Philipper 3,20. Und achte es auf Code, damit ich das Christentum gewinne. Das, was für eine Religion. Das soll die Wahrheit sein? Das ist die Wahrheit. Das soll die Wahrheit sein. Los, das ist die Wahrheit, erwachsene Frau, deine eigene Frau einem Mann geben zu geben, damit ihre Brust lutscht. Lot schlief mit seinen Töchtern, das ist die Wahrheit, das wollt ihr mir vom Christentum erzählen? Das wollt ihr predigen? Bitte. Nein. Natürlich ist das, weil das passiert ist, weil diese Sünderinnen, die Töchter von Lot, das gemacht haben. Und Gott versteckt das nicht, sondern die Sünden von Menschen werden genauso reingeschrieben, damit wir sehen, was es für Sünder gibt. Lot ist frei von sowas, mein Lieber. Er ist ein Prophet bei uns im Koran, wie beschrieben wird. Es kann nicht sein, dass er sowas begehen würde.
Das ist krankhaft einfach. Das ist einfach krankhaft, Alter, was sie da macht. Wie findest du das? Wie findest du das, dass ein erwachsener Mann seine verheiratete Frau dazu bringt, einem unbekannten Mann die Brüste seiner Frau zum Lutschen zu geben? Wie findest du das, dass Inzest in der Bibel steht? Ja, aber Inzest ist doch auch im Koran drin, das weißt du doch, Mustafa, Mann. Wo steht Inzest im Koran, Amir? Sure 25, Vers 54, Tafsir al-Qurtubi. Ibn al-Arabi sagte das auch. Erstens, al-Qurtubi hat viele Fehler, davon haben die Gelehrten oft gewarnt. Ja, ich sagte so, wie es ist. Die Mufassirin, ja, das will ich sehen. Genau so machst du weiter. Schön al-Qurtubi angreifen. Den großen malikitischen Rechtsgelehrten. Du kleiner Pupsaufen. Du willst ihn angreifen, mach das jetzt vor allen Leuten. Ich greife den nicht an. Doch, viele Fehler hast du gerade eben gesagt. Du bist besser als er. Ich habe gehört, er hat Fehler, viele Fehler von Brüdern, die Du hast gehört von den Brüdern, die sich schämen für al-Qurtubi, ja, genau die. Aber du hast ja damals al-Qurtubi immer erwähnt, deswegen habe ich nachgefragt. Al-Qurtubi, wie ist deine Beweislage im Islam? Aber er zitiert doch al-Arabi, al-Arabi auch? Er hat Fehler an der Aqida auch, deswegen von al-Qurtubi. Al-Arabi auch? Also, wen kann man denn noch ernst nehmen bei euch? Wie man ernst nehmen kann? Ibn Kassir hat Fehler, al-Qurtubi. Allah sagt im Koran, atiru Allah und atiru Rasul. Folgt Allah und folgt dem Gesandten. Das kann nicht mehr wahr sein. Das kann nicht mehr wahr sein. Sobald es brenzlig wird, haben die Fehler, sind das Idioten. Man kann denen nicht alles vertrauen. Und. Dir geht's nicht gut. Soll ich mal rufen? Ich hab einen Djinn oder wer hat einen Djinn? Wer hat wahrhaftig einen Djinn? Wir oder du? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. As-samawati wa al-ard, genau. Alladhi yashfa'u indahu illa bi-iznihi. Ein Gott, der sagt, dass Frauen Spermien haben. Ja, genau. Rezitier mal weiter. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Das ist Hypnose Trance. Wie man so diese Schlangen so hypnotisiert. Ja, genau. Es fehlt noch mit Flöte. Adhab, ihr Djinn. Komm zur Strafe Allahs. Adhab, du verfluchter Satan. Oh mein Gott. Hast du gehört? Dieses Pusten ist sehr, sehr wichtig. Da hatte Angst der Satan. Wenn du das machst, dann fliegt er weg von diesem Pusten. Guck mal. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah und dass Mohammed und Jesus seine Gesandten sind. Ihr müsst mir das bezeugen. Dann holen wir mal jemand anderen rein. Okay, reicht. Wenn ihr das bezeugt, lang genug hast du den Islam gerade ruiniert. Du hast jetzt gerade lang genug den Islam ruiniert. Warte, bevor ich rausgehe, eine Frage noch. Du sagst ja, Jesus ist Gott, gell? Beide sagt es ja. Ihr seid ja der Überzeugung davon. Ja, weiter, ja. Das weißt du doch, dass wir sagen, dass der Herr Jesus Gott ist. Warum, als er von einem seiner Jünger gut genannt wurde, sagt er, ich bin nicht gut, es gibt keinen, der gut ist, außer dem einen Gott. Warum sagt er das? Schon tausendmal erklärt. Nein, das habe ich nicht. Ich habe dir das erste Mal gefragt. Ich weiß nicht, wann du es erklärt hast, aber ich frage dich das erste Mal. Der Herr Jesus sagt, bist du dir darüber bewusst? Darunter gibt es auch keine Erklärung. Gut. Warte mal, Reza, darunter gibt es auch keine Erklärung. Das ist ein eindeutiger Vers. Das kann nicht wahr sein. Das ist ein eindeutiger Vers, dass Allah im Koran sagt, dass Alkohol erlaubt ist. Das ist ein eindeutiger Vers, eindeutig. Ich möchte auch keine Erklärung von dir, siehst du? Das ist eindeutig. So heftig ist das Ganze. So heftig. Ja, aber Amir, sag mal jetzt durch deinen Gesang, was er gesungen hat. Bist du jetzt ein bisschen benebelt? Doch, nee, das hat man gemerkt, Amir. Das hat schon auf dich Einfluss gehabt, ne? Ich habe Kopfschmerzen bekommen, richtig, Kopfschmerzen. Das hat Einfluss auf Amir gehabt. Kopfschmerz pur, heißt du, deswegen. Ja, Kopfschmerz pur, genau. Ja, da will ein neuer rein, also ich weiß nicht, ob ihr die Kraft noch dafür habt. Ja, sehr anstrengend, ne, mit denen. Sehr, sehr anstrengend. Sehr, sehr anstrengend, ja. Deswegen, bist du Moslem oder bist du Christ? Ich bin ein Moslem, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Was bist du? Ich bin ein Christ, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja, warte mal, aber guck mal, ihr versucht euch doch jetzt schon in der ersten Sekunde lustig zu machen darüber, oder nicht? Na, hört das so? Nein. Dieses ihr Alhamdulillah. Ihr zieht das doch gerade ins Lächerliche. Nein, wir dürfen nur sagen, Alhamdulillah. Ihr seid 30-jährige Männer. Ihr könnt einfach gar nicht normal reden. Guck mal, Evangelist, du eigentlich, von dir hatte ich immer ein korrektes Bild. Bei dir sage ich jetzt nichts. Kann sein, das war einfach aus dem Affekt, weil die beiden
Die drehen dich und schieben dich, kick den raus, nimm den, dies, das. Allah, ne? Guck mal, wie ehrlich der Evangelist gerade war. Der meinte, ich habe Kopfschmerzen, irgendwas. Und ihr so, ihr lacht darüber und sowas. Das hat der Amir gesagt. Das hatte eine, Wallah, das hatte eine Wirkung auf euch, weil ihr kriegt Waswasa, aber ihr wisst nicht, dass es Waswasa ist. Hat dein Prophet Waswasa bekommen? Du bekommst Waswasa. Hat dein Prophet von Shaitan Waswasa bekommen? Du bekommst Hat dein Prophet Waswasa bekommen von Shaitan? Tekken Bugatti bekommt Waswasa. Guck mal, was er macht. Hat dein Prophet Waswasa bekommen? Guck mal, was du machst. Wo wir hier gelandet sind. Waschwasser, oder was meint er? Ja, Weihwasser. Waschwasser. Das, was in Auto reinkommt, sind die Scheibenwischer. Ja, Waschwasser bedeutet Einflüsterungen. Ja, ich weiß. Wir wissen ja, wer wahrhaftig Einflüsterungen bekommen hat. Keine und von wem. Über den Islam, Mann. Ja, nur du hast Ahnung. Okay, wie geht das Totengebet? Sag mir jetzt, wie geht das Totengebet? Ganz kurz, erklär mir, wie das Totengebet geht. Du machst das schon. Da hört der Intellekt auf vom Amir. Du machst das schon, bitte. Nicht mal das Totengebet. Wie ein kleines Kind. Was soll das denn nutzen für ein Toten, wenn er schon gestorben ist? Was soll das denn nutzen für einen Toten zu beten? Seine Zeit ist doch gefallen, ist doch vorbei. Ich sowieso beerdigt. Nein, wir haben deine ganze Religion beerdigt. Wie peinlich das war, ehrlich. Wir haben deine gesamte Religion beerdigt und du bist kein Muslim. Nein, du hast deine Religion, die du hattest, beerdigt, deine sexuelle genau, Orientierung beerdigt. Genau, den Islam habe ich beerdigt, du hast recht, den Islam habe ich beerdigt, und dann bin ich zum wahrhaftigen Glauben gekommen. Du hast wie der sich gerade selber zerbombt hat, ey. Deutsche Pass. Du hast deine alte Religion beerdigt, sagt er, hast du recht gehabt. Siehst du, du bist sehr, sehr gut. Einfach du hast deine alte Religion beerdigt und dann bist du zum wahren Glauben hast du gefunden. Guck mal an alle, eure Kinder, eure Töchter werden alle Kopftuch tragen, die werden Muslim, ihr werdet nichts dagegen tun können, nichts. Guck mal, wie viele konvertieren. Wer geht zum Christentum? Das ist doch gar nicht einladend. Ja, genau, das hat ja die Bibel vorausgesagt, dass die alle abfallen werden vom Glauben. Das ist genau richtig, du sagst, dass die Bibel die Wahrheit ist, weil die Bibel das vorausgesagt hat. Nee, ich sage, es gibt keine Überzeugung, keiner ist überzeugt. Du verstehst das, wenn du versuchst anzugreifen, aber du bestätigst die Bibel, weil genau das hat die Bibel vorausgesagt. Okay, dann bestätigt ihr auch den Islam, weil als er gerade das Ayat al-Kursi gelesen hat, konntet ihr nicht leise sein, ihr seid durchgedreht. Nee, ich war ganz leise. Was hat Amir gesagt? Hat Amir nicht angefangen, den Prophet zu beleidigen, darüber herzuziehen, wo er Ayat al-Kursi gelesen hat? Ja oder nein? Nee, ich habe gar nichts gesagt. Ein kleiner Lügner, oh mein Gott. Ja, das ist unglaublich. Ne? Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe vielleicht zwei Worte habe ich noch dazu gesagt. Du hast gelogen gerade. Du hast nicht den Heiligen Geist. Du hast das ist doch ein Mensch. Ey. Das kann was ein sagen. Furz hast du. Okay, tschüss. Mach's gut. Ich hole einen neuen Teil. Evangelis, hör auf ihn, ja? Alles gut. Unglaublich. Ja, dieser islamische Exorzismus ist wirkt genauso heftig wie dieser katholische Exorzismus mit diesem Weihwasser. genauso viel, so viel. Friede sei mit euch, meine Brüder. Meine Brüder. Ja, danke mit dir auch. Gott segne dich in deiner Familie. Oh, Mann, aber ganz ehrlich, ich bin eigentlich Evangelist, ich bin eigentlich nur ganz kurz hochgekommen, weil ich die kleine Pistazie, ich finde das so drollig. Er geht ja hier durch Stream für Stream und ist leider geistig nicht bewaffnet. Und ich wollte ihn mal ganz kurz darauf hinweisen, dass er sich langsam anfängt, lächerlich zu machen. Ja, eine kurze Frage. Du bist doch der die ganze Zeit so AfD-Streams macht, richtig? Richtig, wir folgen uns sogar. Ja, du bist ja, du willst, ja genau. Ja, genau. Was heißt denn AfD-Streams? Was soll das heißen? Na, es ist ja normalerweise so, deswegen informiere ich mich da auch und bin da beispielsweise bei dem Amir ganz oft drin. Ja. Es ist ja leider so, dass man Religion und Politik nicht mehr richtig trennen kann, obwohl man es ja eigentlich sollte. Und ich bin, was das angeht, AfD-Sympathisant. Also ich
vertrete die Partei in allen ihren Umfängen und sehe eine Chance für uns in Deutschland, weil wir nun mal ein christlich geprägtes Land sind, dass wir mit der AfD vielleicht wieder zu dem zurückfinden und auch die voranschreitende Islamisierung so ein bisschen, was heißt ein bisschen, am liebsten komplett aufhalten können. Weil ich sehe da ganz, ganz viele Problematiken genau auf der Ebene und versuche da halt... Weil so doof ich wollte einmal was sagen. Bruder Reza, du kannst ihn ja das mal aufklären, dass diese ganze AfD-Politiker, dass sie alle involvierte Freimaurer-Satanisten sind. Ja, unabhängig. Ja, das ist auch bekannt. Wir haben ja, wenn es danach geht, wir haben ja sogar einen jüdischen Flügel in der AfD. Aber du weißt dann aber auch, dass diese ganzen AfD-Politiker eigentlich nur die neue Weltordnung vorbereiten, ne? Die ganzen Politiker der ganzen Welt. Ja, also, ich weiß. Wir reden vom Conical Forum. Ich weiß, wovon du redest. Also alles gut. Aber warum bist du denn AfD? Aber eine Frage, warum bist du denn für AfD? Aus dem ganz einfachen Grunde, weil die AfD etwas macht, was uns eine Chance gibt. Und die sieht keiner. Und die siehst du auch nicht. Wir wissen um die eigentliche Problematik. Wir wissen beispielsweise darum, dass wir ein besetztes Land sind und dass wir von den Eliten gesteuert werden. Wo die Eliten sitzen, darüber brauchen wir auch nicht reden. So, von daher sehe ich eine Chance mit der AfD, beispielsweise über Volksentscheide, es hinzukriegen, dass wir den EU- oder NATO-Austritt bewerkstelligen. Und ja, aber warte mal, die AfD, die sind ja selber involvierte Satanisten. Das sind ja selber ja. Warte ganz kurz. Du wählst sozusagen Satanisten, die Deutschland eigentlich, die bauen ja Deutschland nicht auf. Es wird ja nichts besser. Es ist alles schon entschieden. Wenn du die Bibel liest in Offenbarung, es ist alles schon entschieden. Du kannst nichts besser. Du kannst Deutschland nicht retten und du kannst diese Welt nicht mehr retten. Es ist schon entschieden. Es ist schon beschlossen. Da kannst du auch wenn die AfD an die Macht kommt. Trotzdem ist es alles schon beschlossen. Es wird Evangelist, bald, die Tür wird bald zu sein. Was unterscheidet warte, eine Sache? Warte bitte. Die Tür wird bald zu sein und ganz Deutschland wird gerichtet werden. Der Punkt, wo wir beide uns unterscheiden, ist, dass ich noch die Hoffnung habe. Die Hoffnung dass auf die Welt. Und diese Hoffnung, die werde ich auch nicht aufgeben, zumal ich meinen Glauben so sehr in mir trage, dass ich diese Hoffnung niemals aufgeben werde. Ja, aber du sollst deine Hoffnung nicht auf diese Welt setzen, weil ich die Welt bald zerschlagen werde. Ja, was aber ist die Hoffnung? Ich gehe von meiner Interpretation aus und meine Interpretation der Sache sieht nun mal komplett anders aus. Und ich werde auf keinen Fall die Hoffnung aufgeben und sehe, wenn die Möglichkeiten da sind, guck mal, ich bin Vater, wenn ich die Hoffnung aufgebe, dann würde es bedeuten, ich würde meine Kinder aufgeben. Und das werde ich auf keinen Fall tun. Nee, du sollst deine Kinder nicht aufgeben. Du musst beten für die Kinder und der Herr wird die Kinder schützen. Und ich möchte dem Herr helfen. Du möchtest dem Allmächtigen helfen, der braucht deine Hilfe dazu. Nein, der braucht auf keinen Fall meine Hilfe. Wer bin was ist denn aber diese Zustände, der zulässt? Was ist, wenn er diese Zustände zulässt, damit bald die Menschen hier in Europa gerichtet werden? Was hast du darüber schon mal nachgedacht? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich werde das versuchen, so weit wie möglich nach hinten zu ziehen mit jeglicher Kraft. Du bist gegen den Herrn, gegen seine Pläne kämpfen. Nein, nicht gegen die Pläne. Die Pläne, die er da hat, weißt, die sind fest, die sind da, da kann ich nichts gegen machen. Ja, also aber ich kann auch zurück. Aber ich kann mich auch nicht hingeben und der Sache hilflos ergeben. Das kann ich. Ja, aber warte mal ganz kurz. Der Herr Jesus Christus, der allmächtige Gott, hat diese ganzen Flüchtlinge nach Europa reingeholt, weil es wird bald zu einem blutigen Bürgerkrieg kommen. Was willst du dagegen? Ja, aber ich glaube aber nicht, diese ganzen Politiker, und das sage ich immer wieder in meinen Streams, sie sind alle involvierte Satanisten. Die kümmern sich einen Müll um dich, um dieses ganze Volk. Die kümmern sich einen Müll. Das wird bald so sein, weil ich glaube, es wird bald ein Diktator, der Antichrist wird kommen. Und dann wird es zu einer ultra heftigen Diktatur kommen. Das ist vorbei mit Menschenrechten. Ganz Europa wird zu einer Diktatur sein. Wie im Zweiten Weltkrieg, nur 100-mal schlimmer. Und die Menschen werden gechippt werden. Das Bargeld wird abgeschafft werden. Dieses mit AfD. Diese Politiker holen selber die Flüchtlinge rein.
Die holen selber die Flüchtlinge rein, um euch aufzuheizen. Das müsst ihr euch mal geben, wie krank das ist. Die sind gegen die, aber holen sie rein. Das ist so krank, Herr Reza. Und das ist der Punkt. Warte ganz kurz. Die AfD holt sie nicht rein. Und das ist natürlich holt die AfD sie rein. Wie? Erzähl mir wie. Diese ganzen, hörst du mir überhaupt zu? Diese ganzen Politiker, die oben sind, sind involviert und machen gemeinsame Sachen. Wie holt die AfD sie rein? Von außen her kämpfen sie dagegen, aber im Inneren lachen sie sich tot. Das ist alles geplant. Nein, du verstehst das nicht. Vorbestimmt. Evangelist, du hast da gibt es Aussagen, da gibt es Aussteiger, da gibt es Aussagen. Das kannst du dir selber angucken, das kann ich dir auch gerne zeigen. Das ist für dich viel zu heftig. Wenn du willst die AfD und die holen selber die Leute. Warte doch mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Kein Monolog, das führt ja zu nichts. Der Punkt an dem, was du dabei übersiehst, ist, wenn du sagst, die AfD selber holt sie rein, ist da schon der Denkfehler per se gegeben. Du darfst nicht vergessen, dass die AfD beispielsweise eine Oppositionskraft ist. Sie hat gar nicht die Möglichkeit, das zu machen. Das, was du da vorausprognostizierst, das liegt in der Zukunft. Der versteht es nicht, oder? Ich verstehe das sehr wohl, was du sagst. Aber der versteht das nicht, mit so einer Aussage macht es fest. Die Gründer, dass sie alle unter einer Decke stecken, dass sie gemeinsame Sache machen, der versteht das nicht. Das verstehe ich sehr wohl. Der Punkt ist aber, wie durchbrechen wir das? Nein, ich gebe da nicht auf. Und auch, dass diese AfD-Leute, du weißt, dass das... Du musst diese da Welt gebe ich nicht auf, das mache ich nicht. Und du ich musst sehe, die Welt ich, guck mal, du sagst, um wiedergeboren zu werden, musst du die Welt abgeben. Warte mal ganz kurz. Du sagst, es ist der göttliche Plan, dass beispielsweise all diese Ausländer oder Immigranten hier reingeholt wurden, um uns zu zerstören. Ja. Wenn das der göttliche Plan ist, dann frage ich mich, wer hat das denn eigentlich befehligt? Wer hat dafür gesorgt? Das war nicht ein göttlicher Plan, das war ein menschlicher Plan. Nein, der Herr Jesus hat das erlaubt. Weil er die Muslime braucht demnächst. Nein, das ist eine Offenbarung, der auch von den Eliten gesteuert. Und da gehe ich zu 100% mit. Aber es ist trotzdem kein göttlicher Plan. Es ist ein menschlicher. Natürlich, du musst Offenbarung Kapitel 6 lesen. Dort sagt darum geht es nicht. Es geht darum, ich brauche da keine Kapitel, ich brauche da gar nichts lesen. Weil der Punkt ist, Menschen haben das beschlossen. Politik hat das beschlossen. Und das ist einfach so. Nein, da kannst du machen, was du willst. Nein, das stimmt nicht, was du sagst. Das ist absolut. Das ist so 100%. Du hast das Wort Gottes eben nicht so achtest und deine eigene Hoffnung und Herzeinstellung höher achtest als das Wort Gottes. Argumentierst. Das ist auf keinen Fall. Das Wort Gottes. Guckt euch mal an, wem AfD dient, Leute. Hier sehen wir auch schon die Ein-Auge-Geste. Seht ihr ganz dick groß auf dem Plakat. Ja. Du siehst so viele Zeichen. Mal ganz ehrlich, guck dir das Plakat an. Ja, ich sehe ja auch hier, das sehen auch die anderen. Aber das ist trotzdem, dieses Plakat, das wurde von Menschenhand gemacht. Oh, das ist doch nicht mehr normal. Du sollst deine Hoffnung nicht auf diese Welt setzen. Du sollst wiedergeboren werden. Ich werde die Hoffnung auf keinen Fall aufgeben. Ja, also du willst also Deutschland retten. Du musst die Welt verlassen, um wiedergeboren zu werden. Nein, wir. Nicht ich, wir. Wir haben die Welt schon längst hinter uns gelassen. Ja, aber ich möchte das trotzdem, ich mache das nicht, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und ich aber dann wirst du nicht wiedergeboren werden. Du musst am der Welt Ende ist das ist kein göttlicher Plan, was da passiert. Das die Welt ist noch nicht gekreuzigt bei dir, das heißt also, du musst wiedergeboren werden. Der denkt wirklich, dass die AfD was besser machen wird jetzt. Ja, der wird die Pläne aufhalten. Ich denke, dass ich bin davon überzeugt. Nein, die Leute, du hast gar keine Ahnung, wer jeden Faden ins Spiel hat, oder? Die AfD. Pass mal auf, wenn du sagst, keine Ahnung, dieser Mann versteht das nicht. Ich habe ihm das gerade erzählt, dass die AfD oben, diese ganzen Mitglieder, Hardcore-Satanisten sind. Also er ist für diese Leute. Das ist ihm egal, also, dass diese Leute Opfer bringen, Satan ja, abwählen. Moment. Ja, gut, das ist der eine. Aber der hat insofern recht, dass AfD noch nicht so stark ist, um die Pläne Gottes aufzuhalten. Aber wenn sie stärkste Kraft wird in Deutschland, dann wird sie Gott aufhalten können. Also, ja, okay, ja, das habe ich vergessen. Stimmt, sie werden dann den allmächtigen Gott aufhalten. Stimmt, die AfD wird dann Gottes Plan aufhalten. Okay. Ja. Irgendwelche Menschen, sterbliche Menschen werden Gottes Plan aufhalten. Sterbliche Menschen haben diesen Plan ins Rollen gebracht. Sterbliche Evangelist. Sie wollen den Plan Gottes aufhalten. Evangelist.
Sterbliche Menschen haben diesen Plan ins Rollen gebracht. Das ist ja, nun mal ja, das ist falsch. Das und das ist, und ich finde, ich finde es da schon frevelhaft. Ich finde es frevelhaft, dass du beispielsweise, dass du dieses, was von Menschen ins Rollen gebracht wurdest, als göttlichen Plan ansiehst. Das finde ich mehr als fraglich, was du da machst. Ja, 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 ja. Du musst das Wort Gottes leben. Der Mann ist so verführt. Ja. Du musst wiedergeboren werden, du musst der Welt Abschied nehmen von der Welt. Sonst kannst du nicht dem Herrn Jesus dienen. Ich muss dir ganz ehrlich was sagen dazu. Am Ende, weißt du, hat dieses Recht, mir das Ableben zuzusprechen, das hat nur der Herr höchstpersönlich, niemand anderes. Und wenn ich mit meiner Überzeugung die auf der nicht Erde glaube, ohne, dass die beispielsweise das ein göttlicher Plan ist, mal ganz ehrlich, das ist doch eher sogar was Schönes. Ich glaube nicht, dass der Herr dieses gemacht hat. Das ist ein menschengemachtes Problem. Der Herr will die ganze Menschheit bald vernichten. Ja, aber das ist doch trotzdem ein menschengemachtes Problem. Es ja, und der Herr wird dieses menschengemachte Problem und die Menschen dazu vernichten. Mal ganz ehrlich, das ist, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Du musst es von der Welt loslassen. Du musst Galater Kapitel 6 lesen, da sagt der Apostel Paulus, mir ist die Welt, ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt mir. Ganz ehrlich, der Herr ist am Kreuz gestorben für uns. Ja. Und du glaubst allen Ernstes, dass das sein Plan ist? Ja, das sagt er doch in Offenbarung 6. Ganz ehrlich, da bin ich völlig raus. Das sehe ich komplett anders. Dieses, was da passiert, das ist zu 100% ein menschengemachtes Problem. Deswegen sage ich doch, du musst absterben und wiedergeboren werden. Dann musst du dann mit dem Herrn gehen und nicht mit deinen eigenen Wünschen aus deinem Herzen. Nee, also tut mir leid, also da gehe ich absolut nicht mit. Absolut ich sage doch natürlich, das ist doch traurig, dass du nicht mit dem Wort Gottes gehst und mit deinen eigenen Wünschen. Nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht mit dem Wort Gottes lebe. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Du kannst doch nicht allen Ernstes behaupten, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass das, was hier alles passiert, das, was seit Ewigkeiten das ist alles Plan des Herrn. Das kannst alles du doch nicht behaupten, dass das der Plan des Herrn ist. Natürlich, der Herr will, dass die Muslime hier reinkommen und dann demnächst die Deutschen kaputt schlagen und töten. Ganz ehrlich, selbst du in diesem Moment maßt dir an zu sagen, dass das Gottes Plan ist. Ja, Offenbarung genau Kapitel 6 musst du lesen. Eben gerade sogar von dem Evangelist selber gesagt wurde, dass die Eliten selber... Du musst Offenbarung Kapitel 6 lesen, da siehst du, dass die vier apokalyptischen Reiter dem rausgehen vom Herrn. Die Eliten sind Menschen. Das ja, aber vom Herrn eingesetzt. Vom Herrn eingesetzt. Vom Herrn eingesetzt, ganz ehrlich, wir werden zu 100% uns darüber einig, dass wir uns beide noch nicht mal einig werden. Und das heißt, dein eigener Gedankengang sorgt dafür, dich leben zu lassen und machen zu lassen, was du willst. Aber das ist doch nicht der Plan Gottes. Doch, das ist der Plan Gottes. Auf keinen Fall. Der Herr wird noch mehr Muslime hier reinholen lassen aus den heftigsten Ländern. Ja, und da sorgt die AfD für, oder möchte die AfD für sorgen, dass damit Schluss und Feierabend ist. Und dann werden diese 50 Millionen Muslime alleine nur hier in Deutschland alles kurz und klein schlagen. Und der Herr will das, weil der Herr erlaubt das dem Satan, die Menschen zu versklaven in Offenbarung 13 mit dem Chip und Diktatur. Das so, pass mal auf. Du kommst mit dem Chip und der Diktatur, pass mal auf, wir machen was ganz Einfaches. Wir gehen mal von den Fakten aus. Die Fakten sehen folgendermaßen aus. Ihr redet die AfD ja gerade so schlecht. Und wenn ihr die AfD schlecht redet, ganz ehrlich, dann fange ich hier richtig an aufzudrehen. Pass auf, folgendermaßen. Es sieht beispielsweise so aus. Ich brauche euch nicht darüber informieren, was die WHO ist. Da seid ihr informiert drüber, ne? Das World Economic Forum, da seid ihr auch informiert. Brauchen wir nicht mehr ausdiskutieren. Ja. Sehr gut. Passt auf, folgendermaßen. Beispielsweise, lass uns mit der WHO anfangen. Die WHO selber hat beispielsweise das Infektionsschutzgesetz ins Rollen gebracht. Unsere Altparteien haben dafür gesorgt, dass dieses überhaupt möglich geworden ist. So. Die AfD als einzige Partei hat geschlossen dagegen gestimmt. Als einzige Partei, als Oppositionskraft, die sie da nur ist. Ja. So, wenn ihr über die Auswirkungen drüber nachdenkt, glaube ich es nicht, dass es Gottes Plan ist, uns irgendwie mit irgendeinem Scheiß impfen zu lassen, wenn die AfD beispielsweise als geschlossene Partei dagegen ist.
Ja, und das trotzdem wurden wir alle geimpft. Und trotzdem wurde 80% Deutschlands geimpft. Mit ja, oder die, haben sich aber, einen Impfzwang aufdrücken lassen. Wenn wir darüber reden, dann geht es ja weiter. Ja. Als Oppositionskraft hat das die AfD beispielsweise dafür machen. Gesorgt, Moment. Ja. Als AfD hat die Oppositionsarbeit da wunderbar zugeschlagen, weil die Impfpflicht wurde von der AfD mitunter abgewandt. Und das als Oppositionskraft, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, wir haben schon den zweiten Punkt, wo das von der AfD zu widerlegen ist, was ihr beispielsweise der AfD anprangert. Das haut nicht hin. Dann das AfD-Wahlprogramm beispielsweise sieht so aus, dass sie sich Volksabstimmung wünschen oder möglich machen möchten. Diese Volksabstimmung geben uns eine ganz große Chance, beispielsweise uns von den Eliten zu lösen, dass wir souverän wieder werden können. Und das ist eine einmalige Chance. Und diese Chance hat uns noch nie eine andere Partei eingeräumt. Das muss man auch mal klar, deutlich so sagen. Deswegen kann es nicht sein, dass man beispielsweise etwas verteufelt, was am Ende vielleicht sogar eine Lösung sein kann. Dann kommt mit dazu, niemand von euch hat die Bibi Blocksberg-Kugel im Schrank und kann voraussagen, was wirklich passiert. Das ist ein wesentlicher Fakt. Das sagt Gott in seiner Schrift. Also, du, der Gott in seiner Schrift hat beispielsweise nichts über Politik geschrieben. Nee, aber er hat gesagt, was uns erwartet bald. Erwartet, ist deine Auslegungssache der Geschichte selbst, die da dann steht, wiederum zu belegen ist. Weil steht da drin, dass da ein Datum vorgegeben ist. Du selbst hast gesagt, dass ich beispielsweise, dass Gottes Plan ist, obwohl wir uns 100% sogar einig darüber werden, dass dieses, was da Gottes Plan ist, von Menschenhand umgesetzt wurde. Und du nicht sagen kannst, ob der von Menschenhand davon geführt wurde, das zu machen, dieses aus Gottes Ansichten gemacht hat. Das kannst du nicht erzählen. Das geht nicht. Das ganze Problem, was wir haben, ist vom Satan herbeigeführt und Gott erlaubt es ihm. So, wenn Gott das erlaubt, wieso hat Gott dann beispielsweise uns die AfD gegeben, um vielleicht diese Problematik aufzuhalten? Die AfD ist einfach nur. Wer sagt dir, dass das von Satan gegeben ist? Wer sagt dir das? Weil die Welt unter der Herrschaft des Satans ist. So, und ganz ehrlich, da gehe ich auch schon nicht mit. Da gehe ich nicht mit. Also bist du gegen die Bibel? Wenn das so ist, dann ist das ja auch. Also bist du gegen die Bibel? Du sagst, du gehst nicht damit mit. Also bist du gegen die Bibel? Gegen Gottes Wort? Was hat das damit zu tun? Was hat das damit? Das steht doch in der Bibel. Also bist du gegen Gottes Wort? Ja, doch, anscheinend schon. Da brauchen wir nicht schön reden. Du sagst, da gehe ich nicht mit. Da steht so in der Bibel. Wir können die Bibelstelle aufschlagen und du sagst, da gehe ich nicht mit. Mein Glaube gehört nur mir an. Ja, dein Glaube ist AfD. Deine Religion ist AfD. Woher willst du das? Das ist eine ganz andere Stimme. Ja, du nimmst die Bibel, schmeißt sie weg und sagst AfD. Wer erzählt dir denn so einen Quatsch? Ich erzähle so einen Quatsch. Du sagst, du gehst nicht damit mit. Du sagst, du gehst nicht damit mit. Meinen Glauben zu urteilen. Wie Glauben zu urteilen? Habe ich gerade falsch gehört? Du maßt dir gerade an, über meinen Glauben zu urteilen. Hast du gerade gesagt, die Welt gehört nicht den Teufel? Ich habe sowas in dieser Richtung nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, du hast gesagt, ich gehe nicht damit mit. Das waren deine Worte. Ich habe gesagt, dass die Welt dem Herrn gehört und niemand anderem. Nein, die Welt gehört dem Teufel, weil der Herr es ihm überlassen hat. Die Welt gehört dem Herrn. Punkt aus. Fertig. Alles klar, dann bist du gegen die Bibel. Sollen wir die Bibelstelle aufschlagen? Du kannst jetzt mit irgendwelchen Jetzt heißt es wieder du. In meinem Glauben gehört die Welt dem Herrn. Verstehst du das? Das ist mein Weltbild. In deinem Weltbild vielleicht, aber nicht in der Bibel. Ja, in meinem Weltbild. Punkt aus. Genau richtig. Das ist deine eigene menschliche Religion. Seht ihr, meine Lieben? Dein Weltbild, nicht Gottes Weltbild. Die Welt gehört dem Herrn, nicht niemand anderem. Und nicht ein Mensch hat das Recht, darüber zu urteilen. Nee, guck mal, erzähl mal keinen Quatsch hier. Jetzt mal ohne Spaß, erzähl mal keinen Müll hier. Die Bibel spricht klare Worte, dass die Welt dem Teufel gehört. Der Teufel selber hat sogar zu Jesus einmal gesagt. Der Koran spricht alle klare Worte oder was? Vergiss es, hau rein, Alter. Vergiss es. Komm mir nicht mit irgendwelchen einzelnen Aussagen. Wie, vergiss es? Ich komme mit Gottes Wort, mit der Bibel. Hast du ein Problem damit? Mit Gottes Wort. Und wie du sie für dich interpretierst, das ist dein Problem. Ich interpretiere gar nicht. Mir gehört mein Glaube. Das ist eindeutig. Glaub, woran du willst. Das ist mir auch. Ich glaube nur an Gott, nur an den Herrn Jesus Christus. Du glaubst an die AfD. Du vertraust die AfD auf eine Homosexuelle, die die ganze AfD reagiert. Du widersprichst dir gerade selbst. Was ist denn beispielsweise die AfD von dem Herrn als Rettung für uns geboten wurde? Du widersprichst dir selbst.
Guck mal, mein Lieber, lies erstmal die Bibel, du musst die Welt abstellen. Was haben wir Gemeinschaft mit der Welt? Was haben wir Gemeinschaft mit der Welt? Oh Gott. Jakobus 4,4, was haben wir Gemeinschaft mit der Welt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verstehst du das gesagte Wort? Was haben wir mit Gemeinschaft? Verstehst du das gesagte Wort? Ich lese das besagte Wort und ich studiere es, nur du liest anscheinend nur die Bibel. Hast du Theologie studiert? Hast du Theologie studiert? Ach so, braucht man, nee, guck mal, Theologie. Hast du Theologie studiert, ja oder nein? Ich studiere die Schrift, wie es in der Bibel steht, Tag und Nacht. Du studierst sie für dich mit deinem Wissen, was dir von Gott gegeben wurde. Nein. Vielleicht reicht dein Wissen, was dir von Gott gegeben wurde, einfach nicht aus. Das, was du nicht hast, den Heiligen Geist muss man haben und mit den Heiligen Geist. Wer sagt, wie anmaßend kann das sein, dass du sagst, ich habe den Heiligen Geist nicht? Du kennst mich rein faktisch gar nicht. Du bist so eins mit der Welt, du hast AfD so eine Religion gemacht, du hast Gottes Wort weggeschmissen. Du sagst, also, ich habe AfD zu meiner Religion gemacht, weil ich die AfD für uns als Land, als Hoffnung und sagen, du bist Jakobus 4,4, du bist mit dieser Welt eins, du musst absterben, du kannst noch umkehren, tu Buße. Du bist ja noch nicht verloren, du kannst ja noch umkehren. Mal ganz ehrlich, du hast deiner Meinung nach dich so weit fortgebildet und maßt dir an, das Wort Gottes zu 100% zu verstehen. Hast noch nicht mal irgendein Theologiestudium abgeschlossen. Achso, muss man Theologie studieren, um Gottes Wort zu verstehen? Und verstehst du vielleicht, man braucht menschliche Sachen, so wie es bei dir gelernt ist. Wenn du noch nicht mal verstehst, ohne die menschlichen Sachen geht es ja nicht. Ganz ehrlich, und gleichzeitig gegen die AfD wettest, sagst du ja, dass beispielsweise die AfD vom Herrn auch nicht eingesetzt wurde. Ja, wie die AfD einmal ein Parteivorsitzender sogar da ein Politiker in der AfD sogar gesagt hat, lass die Flüchtlinge alle rein, das ist gut, dass Deutschland so schlecht steht. Das wir können nennt die alle man noch Ironie. Vergasen. Ja, das waren die Worte, oh deine Gott. AfD war das. Wir können die alle vergasen. Du verstehst das gesagte Wort noch nicht bei der Wahrheit leben. Wie willst du da die Bibel verstehen? Na, Pablos? Ja. Der versteht nicht, dass die AfD-Mitglieder, die oben sind, Hardcore-Satanisten sind, die Satan anbeten, Rituale machen. Das Goldman Sachs, das ist ja ganz normal so, bekannt. Alles Weidel so. Ist ja Gold von wie Goldman Sachs. Wie kannst du das beispielsweise Goldman Sachs, Goldman Man hört dich nicht. Ja. Der hat seine Hoffnung hier auf die Welt, auf die Erde gesetzt. Und der Herr Jesus sagt ja leider in Offenbarung 3, Vers 10, dass wenn du nach oben kommen willst, dann musst du so eine Sache nutzen. Aber sie ist nicht mehr bei Goldman Sachs. Und das ist Punkt aus, fertig. Davon abgesehen, habt ihr euch überhaupt darüber informiert, dass dass Alice Weidel noch nicht mal als Bundeskanzlerin aufgestellt wurde? Sich die AfD stellt einen Bundeskanzler, dass sie bei aber nur nicht. Nein, das ist Unwissenheit. Das ist die pure Unwissenheit. Nein, findest du das gut, dass die AfD Rituale macht? Findest du das gut, dass die AfD satanische Rituale macht, diese ganzen Mitglieder? Woher willst du das wissen? Wie kannst du das belegen? Ich kann es dir beweisen. Na komm, mach. Ich bin doch gerade am Essen. Was, wenn ich dir beweise? Ja, aber dann wirf doch nicht so einen Einwurf rein. Ja, aber was ist dann, wenn ich dir beweise, dass die alle involviert sind? Was ist dann? Hoffst du denn immer noch auf AfD? Ja. Guck mal, die Bibel sagt schon was mit der Welt. Weil wir das nicht mit dem Ansatz glauben. Ich glaube es dir einfach nicht. Hast du das gerade gehört? Ich glaube es dir schlichtweg nicht. Ja, dann musst du nicht glauben. Alles schön und gut. Ja, komm, dann essen, stell dich kurz zur Seite. Du isst sowieso sagen, gerade was Kaltes. Du isst was Kaltes, du bist schon die ganze Zeit am Futter. Komm, hau raus. Beruhig dich, dein Herz. Schon dein Herz. Du bist die ganze Zeit am Futter. Schon dein Herz. Komm, mach. Beruhig dich. Mein Herz geht wunderbar. Ich bin so von Haus aus. So hat Gott mich geschaffen. Hilfe. Ich bin den lieben langen Tag so. Polizei, Hilfe. Hilfe. Ich bin, wie ich bin. Und da brauchst du dir keine Sorgen machen. Den ganzen lieben langen Tag. Ich kann das ohne Punkt und Komma. Du musst doch nur absterben, dieser Welt. Gehör doch nicht zu AfD, gehör doch zu Jesus. Du kannst doch umkehren. Was haben wir mit der Welt zu tun? Die vergänglichen Sachen interessieren uns doch nicht. Die Welt ist eh gerichtet. Ach Gott. Oh was Gott. Interessiert uns die Welt? Was hängst du noch danach? Oh Gott. Warum, ganz ehrlich, pass mal auf, warum lebst du noch in dieser Welt? Weil du ein Werkzeug bist. Achso, soll ich mich umbringen? Soll ich gegen Gott das Wort sein? Weil er ein warum lebst du noch in dieser Welt? Wenn weil er das Evangelium hast. Verkündigen soll. Wir haben einen Auftrag vom Herrn, geht hinaus in aller Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Markus 16,16. So, tu mir mal einen Gefallen. Ich marschiere hier gegen drei Mann an und muss mich hier gegen drei Mann verbal durchsetzen. Ich halte mich zurück. Alle ausnuten. Du kannst es selber machen, Papus. Ich halte mich jetzt zurück.
Guck mal, so, mein Lieber, es ist doch viel besser, wenn du nur den Herrn Jesus folgen möchtest. Die Römer 13 sagt, wir sollen uns die Obrigkeit unterordnen, ne? Weil die Obrigkeit vom Gebet ist von den Herrn, weil es für die Prophezeiung zuständig ist. So, für den Weg, was der Herr schon vorbereitet hat. Und wir wissen anhand der Offenbarung, anhand Timotheus und so weiter, anhand der Bibel, dass die Welt gerichtet ist, dass die Welt vernichtet wird. Wir sollen uns nicht dran hängen, wir sollen das Wort Gottes weitergeben. Wir sollen doch warnen und sagen, nimm den Herrn an, bevor du verloren gehst. Aber wir müssen uns der Welt absterben. Jakobus, wenn 4, du 4. dich des Untergangsszenariums stellst, dann lese mir bitte gleichzeitig vor, wo steht das Datum, wann es soweit ist. Wie bitte? Ich habe dich leider nicht verstanden. Sag nochmal. Wenn du dich des Untergangsszenarios stellst, dann sage mir bitte gleichzeitig, wann es soweit ist. Guck mal, der jüngste Tag weiß nur der Herr allein, nicht und die das Menschen. Ist eben der Punkt. Wissen, und, du maßt es dir an, Gottes Segen. Gottes Segen. Auch mit dir. Du maßt es dir an, das Untergangsszenario zeitlich benennen zu können. Indem nein, kann ich nicht. Dass zum Beispiel, aber anhand der Zeichen sehen wir es doch. Mit deinen Aussagen. Wie wird man außer mit der Bibel, sehen wir es doch. Timotheus hat schon darüber gesprochen, dass die Zeit nah ist, wenn die Menschen das tun. Weil, wenn die geldgieriger sind, wenn die den Eltern ungehorsamer sind, wenn die geizig wann sind. Wann war das dann noch, mal ganz ehrlich, Bruder, wie lange ist diese Problematik schon auf dem Tisch? Willst du mir jetzt erzählen, ja, dass die Stunde ist nah, aber keiner weiß die Stunde. Aber ja, die Stunde ist nah. Was sollen wir tun? Sollen wir uns jetzt mit der Welt eins machen? Soll ich jetzt maßlich an ein Datum festlegen zu können? Du setzt es in nahe Zukunft. Du setzt es in nahe Zukunft. Was sagst du mit nein, sag mir bitte deine Aussagen über Jakobus 4,4. Sag mir deine Aussagen über Jakobus 4,4. Wir sollen uns nicht mit der Welt eins machen. Warum machst du dich mit der Welt eins? Leg es mir aus, bitte. Du verstehst das gesagte Wort gar nicht, ne? Ja, ich möchte von dir lernen. Jakobus 4,4, bitte. Du brauchst von mir. Ja, ich möchte lernen. Ganz ehrlich, ich will jetzt ein Student sein, ein Schüler sein, ich will lernen. Ich will es niemals anmaßen, dass du von mir lernen sollst. Ganz kurz, mein AfD-Jüngling. Eine Frage habe ich an dich. Du machst dir selber an, dass die AfD die Wahrheit ist, aber sprichst den anderen. Nein, ich maße mir an, dass die AfD eine Hoffnung ist. Höre zu. Höre zu. Ich maße mir an, zu sagen, dass die AfD eine Hoffnung ist. Verein. Punkt. Nur weil ihr Sachen beschönigt und jetzt auf einmal die Politik fährt von, wir machen jetzt einen auf zusammen. Und wie, ihr könnt ja hierbleiben, ihr seid ja die guten Ausländer. Die Schlechten müssen weg, wir müssen uns, hör auf damit. Wer sagt denn so einen Scheiß, Alter? Jetzt bist du schon wieder bei der Ausländerfrage. Jetzt mal ohne Mist. Du hast eine Doppelmoral. Mal ganz ehrlich, wenn deine Unwissenheit dazu führt, dass du noch nicht mal weißt, wie die Politik in der Ausländerpolitik für die AfD spricht, kannst du darüber doch nicht urteilen. Dass dein Narzissmus in dir weiter agieren kann. Was für ein Narzissmus? Alter. Mal ohne Scheiß, du kennst mich doch nicht mal. Weißt du was? Nein, du kennst mich nicht. Du hast mir noch nie ein Käffchen getrunken. Wir haben noch nie die Bibel, Jungs. Und du weißt gar nicht, wer ich bin. Ihr könnt die Bibel nicht, hast du das studiert? Aber ich als möchtiger AfD-Politiker, ich habe studiert. Ich maße es mir aber auch nicht an. Hörst du überhaupt zu, was ich sage? Ist das gesprochene Wort? Doppelmoral. Doppelmoral ist das, was du gerade machst. Du kommst mit einer Ausländerfrage auf einmal in das Gespräch. Komm, back den Eis, geh zu alles. Was? Fällt dir nichts mehr ein dazu, oder was? Bist du jetzt vom Mund tot? Ganz ehrlich, warum soll ich mir jetzt ein Eis backen? Komm doch lieber mit Fakten. Komm mit eindeutigen Aussagen. Wenn du beispielsweise die AfD-Politik in der Ausländerfrage so sehr verteufelst, dann frage ich dich ganz einfach nur, was ist es dann genau, was du da verteufelst? Komm, lass mal darüber reden. Jakobus 4,4, bitte erklär's mir. Warum sollen wir uns mit der Welt eins machen? Wir sollen ja nicht der Welt eins sein. Steht dort drin, Jakobus 4,4. Bitte erklär's. Alter, ich hab da keinen Bock mehr drauf, Alter. Ohne Scheiß. Alles klar, keine Antwort. Wollen wir jetzt die ganze... Nein, weil du was nicht verstehst. Wollen wir jetzt die ganze Bibel durcharbeiten? Wollen wir jetzt ehrlich die ganze Bibel durcharbeiten? Und maßt du dir an, zu sagen, dass dein Wort mehr wert ist als mein Wort? Mein Wort ist egal, aber Gottes Wort ist wichtig. Nein, es ist nicht egal, weil du was immer noch nicht verstanden hast. Du hast gar nicht das Recht dazu, über das Wort des Herrn so zu sprechen. Das ist 1. Petrus 3,5. Ich bin ein Priester und darf das Wort auslegen. Du darfst es ausleben. Ja, in deiner Interpretation, wenn du das richtig verstehst. Aber du darfst doch nicht so... Alter, nee, ohne Mist. Ich werde wahnsinnig. Das kann doch nicht wahr sein. 1. Petrus 2,5, Vers 9. Was soll ich noch dazu geben? Ich kenne die Bibel. Kennst du die Bibel?
So, nee, aber ich habe gerade mal an den Chat geguckt, also an den Chat, ich muss mich erstmal entschuldigen, aber es ist echt schwer hier gegen vier oder eigentlich fünf Mann gleichzeitig anzureden. Es ist schwer gegen Gott anzureden. Und ich kann mich leider nur mit meiner Stimme wehren, mit mehr komme ich nicht durch. Von daher, ja, Chef, ihr habt ruhig, ich muss wirklich wieder ein bisschen ruhiger werden. Aber warte mal, kannst du noch einen Kabelkanal ändern, Kabelsalat, da hast du drüber lustig gemacht und hier kannst du dich nicht wehren, du Moralapostel? Backt man dann alles mit der AfD-Meisterschaft? Sag mal, was da bist du jetzt für ein Scheiß? Was ist das für eine Thematik? Kommst du jetzt mit persönlichen Belangen? Kommst du jetzt mit persönlichen Belangen? Ich muss so. Ja, aber das sind persönliche Belange. Es tut mir leid, dass ich dir im Herzen wehgetan habe. Es tut mir leid, dass ich dich nach außen bloßgestellt habe. Es tut mir leid, dass du sogar dein Profilbild ändern musstest. Das tut mir furchtbar leid. Nein. Aber ganz ehrlich, das ist dein eigenes, das ist persönliches Belangen. Nichts anderes. Und ich kann nichts dafür, dass du keine Liebe im Leben erfahren hast. Das tut mir furchtbar leid für dich. Seht ihr, meine lieben Zuschauer, wie er die AfD, also wie er für die AfD lebt, das ist eine Religion, das ist ein Götze. Da müsst ihr euch mal geben. Richtig. Das ist ein Götze. Weißt du, was eine Interpretation der Sache ist? Pass mal auf. Das AfD ein Götze. Ich kann dir beispielsweise was sagen. Pavos, pass mal auf. In dem Moment, wo ich gesprochen habe, habe ich hier, auch wenn das nicht repräsentabel ist, aber es zeigt auf jeden Fall, dass ich Zuwendung bekomme für das, was ich hier mache. Ich habe 200 Coins bekommen und du 8. Ey, der ist jetzt geil, oder? Der ist echt so ein Kind noch. Mein Gott. Ach, Esa, Bruder Danny, das hat keinen Sinn mit denen zu reden. Nein, das hat wirklich keinen Sinn, weil ihr das gesagte Wort nicht versteht. Ihr versteht das gesagte Wort nicht. Du maßt dir an zu sagen, dass du das Wort als einziger richtig verstehst. Du maßt dir sogar an zu sagen, wann der Weltuntergang kommt, dass er in naher Zukunft. Das habe ich gar nicht gesagt. Die Stunde ist nah. Die Bibel spricht es. Die Bibel sagt, die Stunde ist nah. Und diese Zeichen erkennt ihr, aber wann keiner kennt die jüngsten Tage. Verdreh nicht keine Worte hier. Mal ganz ehrlich, wenn du das gesagte Wort nicht verstehst, dann solltest du, bevor du die Bibel studierst, erstmal das den Du studieren, oder? Stunde ist nah, kann doch übermorgen schon passieren, richtig? Oh Gott, Alter. Ah, da gibt's keine Ahnung. Das ist nicht normal. Evangelist. Außerdem brauchst du denn das Wort Gott immer wieder in alle paar Sekunden mit Gott, Alter, dies, Gott, Alter, das. So. Du hast keine Ehrfurcht. Ich würde liebend gerne mal mit Amir unterhalten und nicht mit so einem. Ich drücke mich mal human aus. Was soll denn der unterhält sich nicht mit dir, weil der hat doch denselben Geist wie wir. Ja. Ja, aber weißt du was? An mir machst du es sich nicht an, so zu urteilen. Ach, du bist der Stammer der Welt halt. Du warst für AfD, ihr wisst, wo es lang geht. Das Schiff wird nie untergehen. Hör auf mit deinen Geschichten. Mein Gott, willst du meinen Geist beleidigen oder was? Hör auf, dein Geist beleidigst du selbst. Du beleidigst deinen Geist selbst. Du beleidigst deinen Geist selbst. Dein Gott ist die AfD. Du beleidigst deinen Gott selbst. Du beleidigst dich sogar selbst. Du beleidigst dich. Dich höchstpersönlich. Ich kann nichts dafür, dass du nie im Leben geliebt wurdest. Dafür kann ich nichts. Da musst du ganz ehrlich, da musst du vielleicht gucken. Wir wollen ja jetzt nicht so ein bisschen fleischig werden. Ne? Guck mal, wir machen das ganz einfach. Jakobus 4,4 sagt, wir sollen ja nicht mit der Welt eins sein. Römer 13 sagt, wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen. Was haben wir aber jetzt mit der Obrigkeit zu tun? Ich den Kamelurin-Vers zitieren. Wäre das nicht am besten? Lasst uns alle Kamelurin trinken. Da haben wir viel ich mehr. Ich mag keine Kamelpisse. Herr Bruder Reza, ich glaube, ich mache mir jetzt ein neues Ziel. Ich glaube, ich werde jetzt auf TikTok. Ich muss wieder ausholen. Ich muss wieder ausholen mit Kamelurin, Leute. Das geht nicht mehr weiter. Bruder Reza, Urin.
Du bist nur neidisch, Elsa. Du bist nur neidisch, weil du nicht so eine schöne Stimme hast. Sag es doch jetzt mal besser zu singen, das weißt du auch. Ich mache Bruder Danny, Bruder Danny, ich gehe jetzt raus. Ihr macht das schon, den dazu verklickern, dass man nicht eins mit der Welt sein soll, weil das ist das vollkommen falsch. Das kann er nicht verstehen, Bruder, weil er eben einen weltlichen Geist, der 1. Korinther 2 sagt, wir haben ja nicht einen weltlichen Geist empfangen. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und der Mann... Ja, das Problem, Pavlos, gebe ich noch den Ratschlag auf den Weg mit. Als allererstes studierst du den Duden und dann die Bibel. Genau, weil du die Ahnung hast. Du bist das Alpha, du bist die Bibel weglegen, ne? Und das Omega. Das Alpha und das Omega, mein Freund. Duden studieren, das ist das Wichtigste. Ah, Leute, ich glaube, ich muss wieder Camillo reden. Ja, du kannst den Duden nicht studieren, wenn du das Wort nicht verstehst, was du da liest. Das ist ein bisschen blöd. Mit Duden verstehe ich das so mit der AfD. 2018 habe ich 1,5 Stunden mit einem von der AfD diskutiert und er wollte mir verklickern, wir sind nicht rechts. Da kommt einer von denen raus mit einem Haarschnitt wie Goebbels. Aber wir sind nicht rechts. Alter, weil der einen Haarschnitt wie Goebbels hatte, sagst du, der ist rechts gewesen? Stopp. Ich bin kein Nazi, aber... Das stimmt mit dir nicht, Alter. Jetzt hör auf, komm. Alter. Veräppel mich nicht. Jetzt mal ohne Alter. Mist. Was hast Alter. Du, mal ganz ehrlich, wurdest du als Kind so oft geärgert? Oder was ist das ja, für ein Alter? Das ist doch nicht normal. Du wurdest so oft... in die Jugend geschickt, ne? Ohne Scheiß, Alter. Ich weiß nicht, du hast so, ja wirklich ein ganz großes Defizit, jetzt? Aber dafür kann keiner was. Ab jetzt, Jungs. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ein, Gottes Segen, ich gehe jetzt raus. Dieses Defizit, was du da hast, das liegt bei dir. Die Welt ab. Ich bete für dich. Lass und wenn dich Mutti als Kind nicht ausreichend gehalten hat, kann dafür auch Amen. Keiner was. Das ist, wie es ist. Damit musst du leben. Oh, wie viele Geschenke der bekommt. Guck mal, wenn der AfD wählt. Die Leute sind denen die ganze Zeit Geschenke am Geben. Das ist also gutes Geschäft, Bruder. Nein, das sind Leute mit normalem Menschenverstand. Das sind Leute mit Verstand. Nicht Schande. Und diese Leute verstehen das gesagte Wort. Das ist ein gutes Geschäft. Und da ist die eigentliche Problematik. Man muss eigentlich so wie diese Leute so AfD und sowas erzählen, damit man schön was verdient. Guck mal. Ihr versteht das nicht. Die Leute verstehen einfach nur das gesagte Wort. Du verstehst doch alles. Das ist so gut, wenn du das verstehst. Du willst das nicht verstehen, Bruder. Eise, irgendwas. Mal ganz ehrlich, du hast ja mal einen ganz anderen Namen gehabt. Der war einfacher übrigens. Aber ja, ganz ehrlich, weil ich niemand du, ich kann so was dafür. Du. Guck mal, du musst dir sogar einen neuen Namen verpassen. Weil ja, du mit dem alten Gesappel, was du auf den Tag gelegt hast, nicht in Verbindung gebracht werden sollst. Wie du, und du machst es schon wieder, du brauchst bald wieder einen neuen Namen. Komm, hör mal auf zu labern. Ohne Mist, du solltest dir vielleicht auch einen Stimmverzerrer holen, weil deine Stimme ist ja auch sehr prägend, weißt du? Genauso wie meine. Schön. Danke, zum Thema persönlich. Da kann keiner was für, nur du allein. Dieser Wahnsinn, was wir in der Christenheit haben, das ist, da muss man nicht einmal durch, das muss man verrückt werden. Und dann, natürlich, Roger Libby, der würde sich hier nie mit solchen Leuten auseinandersetzen, weil der weiß, was sich hier rumtummelt. Hast du eben tatsächlich gesagt, das ist der Wahnsinn, was wir in der Christenheit haben? Hast du das eben wirklich gesagt? Hast du das eben richtig verstanden? Mit wem redet der? Hast du eben gesagt, ich weiß nicht, von wem diese Aussage kam. Irgendjemand hat eben die Aussage gemacht, das ist der Wahnsinn, was wir in der Christenheit haben. Wer von euch hat das gesagt? Dieser Wahnsinn, den wir in dieser Laodicea haben, das ist unvorstellbar. Und dann der rote Linie. Du hast eben gerade was Reza, was der muss sich ja nicht mit diesen Leuten auseinandersetzen. Er hat schön seine Ruhe in seinen Gemeinden und dann geht er noch in die Gemeinde. Machst du dir wirklich das Wort Gottes an, Alter? Lass doch mal Reza ausreden. Bist du die Stimme der Instanz? Hast du gerade aufmerksam? Alter Schwede, das ist krass. Das ist krass. Ja. Reza, was hast du mal gesagt? Das ist das Problem. Die beschützen sich, also die schützen sich alle und haben nicht irgendwelche Konversationen hier im Internet mit diese ganze Laudizea. Ne? Schlimm. Ohne Scheiß. Ich bin schockiert, Alter. Ich bin richtig schockiert. Was ist denn Alter? Ist das sowas wie ein Armin bei AMD, Alter? Oder? Du kannst das interpretieren, wie du möchtest. Wenn ich Alter sage, ist das ein Slangwort, was ich für mich selber benutzen möchte, ja, weil ich mir das anmaßen darf. Genauso ja, wie du beispielsweise anmaßen darfst, so zu reden, wie du redest. Unnütze Worte, so diese Alter. Das ist ein unnützes Wort, aber bestimmst du das? Bestimmst du das? Wort bist du das Maß der Dinge? Wort. Bist du das Maß der Dinge? Nein, das Wort Gottes, das war es allerdings. Du maßest dir aber an zu urteilen. In dem Moment stellst du dich hin, als wärst du das Maß der Dinge.
Ja, weil ich auch den Heiligen Geist habe, wie die Schrift. Und das ist noch viel dreister. Das ist noch viel dreister. Du hast vorhin gesagt, es ist traurig, dass wir sowas in der Christenheit haben. Ohne Scheiß. Das ist ja nicht nur mit euch AfD, Laudizier, sondern Wahnsinn. Wir haben tausende verschiedene andere Wahnsinn in der Laudizier. Es ist ja nicht nur die AfD. Ich rede nur von dieser einen Aussage, die du eben getroffen hast. Davon rede ich. Nicht von tausend anderen Sachen. Von dieser einen Aussage, die du getroffen hast. Ja, ich rede auch. Und dich damit Branch des Du stellst dich damit über den Herrn. Ne? Nein, das stimmt nicht. Wir haben den Geist Gottes. Das hast du aber getan. Natürlich stimmt das. Weil ich den Geist Gottes habe, darf ich urteilen. Resan, warum bist du? Du darfst aber dir nicht anmaßen, für den Herrn zu sprechen. Wenn du die Christenheit nimmst, dann bist du ja das Oberhaupt, wenn du so redest. Das habe ich ja nicht gemacht. Überleg mal bitte, was du da machst. Weitergegeben. Nee, vergiss es, Alter. Vergiss es. Eine Frage. Und das war eine absolute Anmaßung. Wird Jesus AfD wählen? Nein. Das ist deine Antwort. Ich habe eine andere Frage an dich. Weißt du, ob Jesus weiß, wer die AfD ist? Ja, weiß er. Gut, wenn Gott oder Jesus weiß, wer die AfD ist, dann hat er die AfD uns vielleicht geschickt. Nein, vielleicht ist das unsere Rettung. Maßt du dir an zu urteilen, dass es nicht so ist? Richtig, war stopp. Okay. Guck mal, wie viele Geschenke der kriegt von der Laodizea. Guck mal, die Laodizea. Gehen wir mal davon aus, dass Jesus die AfD geschickt hat. Ja? Warum ist denn dann die Weidel liebt eine Frau? Das ist doch gegen Jesus Wort. Eine Wieso siehst du die Weidel als Spitze? Nicht Spitze. Ich sag, bist du so unwissend? Weidel ist ein ganz, ganz, ganz ehrlich, Frau Alice Weidel, Frau Dr. Alice Weidel. Frau ist die Kanzlerin oder irgendwas. Da oben bringen. Du wirst an ihrer rechten Seite sein. Was ist dann mit Höcke? Björn Höcke ist doch auch ganz hoch im Kurs. Was ist mit dem? Genau. Das ist ein Mann. Darum geht's doch nicht. Guck mal, du versuchst. Nee, darum geht's wieder nicht, weil da fallen euch keine Argumente zu ein. Ihr kommt mit irgendwelchen haltlosen Sachen und könnt sie noch nicht mal fundieren. Okay, hast du ausgeredet? Okay. Du versuchst uns hier zu verklickern. Guck mal, wie krass du bist. Du versuchst uns das Wort zu nehmen und uns das Wort zu erklären, die danach leben. Damit du deine AfD-Ideologie durchdrücken kannst und zeigen kannst, ey, wir sind eigentlich richtig von eurer Seite. Alter, ich belege nur das, was du in den Raum wirfst, Alter. Ohne Scheiß. Ich back mir gleich ein Eis. Ja, mehr kannst du auch nicht. Doch, ich kann noch auf Klo gehen. Ich kann singen. Soll ich dir was vorsingen? Ich habe so ein. Nee, ich glaube, dass du maximal den Namen klatschen kannst. Aber das ist jetzt gar nicht Debatte hier. Oh ja, komm. Geh mal lieber Menschen fangen. Zwei Äpfel. Guck mal, alleine das schon. Geh mal lieber Menschen fangen. Ohne Scheiß. Überleg dir mal, was du sagst. Überleg dir mal dein gesprochenes Wort. Du bist so ein Heuchler, weißt du das? Du bist so Guck ein Heuchler. Guck mal, jetzt bezeichnen. Hör auf, komm. Such dir Leute, die deinen Geist haben. Unser Geist ist Gott und keine AfD oder sowas, okay? Danke. Ich hatte gerade einen Anruf, ich habe gar nicht gehört, was du gesagt hast. Ich bin bei Heuchler, bin ich raus gewesen. Alter. Und das Wort Alter, Armin so, hat Fakt, jetzt Fakt ist auf jeden Fall eins, ihr müsst endlich mal verstehen. Und das müsst ihr verstehen. Die AfD kann für uns eine Chance sein. Und die AfD ist nicht gegen alle Ausländer. Ich weiß nicht, wer euch das ins Hirn gemartert hat. Und die AfD hat in ihrem Wahlprogramm Ansätze, die uns alle überzeugen sollten. Wir haben und solange wir es aber nicht ausprobieren, mal ganz ehrlich, guckt euch um, wir haben alle Parteien durch. Und die AfD ist am Ende auch für uns da. Selbst wenn es um die voranschreitende Islamisierung geht, möchte die AfD was dagegen Jesus unternehmen. Jesus Christus, okay? Jesus ist ja. Für uns da. Ja, mein ist Lieber. Unser ja, Anwalt, ich... der ist alles für uns. Da brauchen wir keine AfD. Ja, ich denke mal, das reicht jetzt hier mit AfD-Anbetung jetzt hier gerade, ne? Also, ihr versteht das gar nicht. Ne? Es will nicht in euren Kopf. Es will nicht in euren Kopf. Mal ganz ehrlich, geht mal von der menschlichen Ebene aus. Nur von der menschlichen Ebene. Dir, und nimmt eure eigenen Gefühle. Packt mal eure eigenen Gefühle zur Seite. Ich werde ein Steinbein bauen mit einem Altar. Jeden einzelnen von euch frage ich. Und seid ihr zufrieden? Seid ihr zufrieden, wie es jetzt mit unserer Politik läuft? Ich werde jetzt ein Altar bauen. Mit den seid ihr zufrieden? Und Reza, fangen wir bei dir an, Reza. Bist du zufrieden, Reza? Womit bin ich zufrieden?
Mit dem, was momentan passiert, bist du zufrieden, wenn du einkaufen gehst? Bist du zufrieden, wenn du eine Stromrechnung kriegst? Bist du zufrieden, wenn du eine Lohnabrechnung kriegst? Ich habe Dach über den Kopf, ich kann einkaufen. Ist alles wunderbar. Der Herr Jesus sei Dank. Also läuft alles für dich in bester Ordnung. Ja, ja, alles super. Das ist total bemerkenswert, das finde ich schön für dich und es freut mich für dich, dass du so leben kannst, wie du auch lebst. Ja, ja. Und der und Punkt ist, der Punkt ist, dass du noch so leben kannst. Der Herr du Jesus noch wird auch die AfD zerschlagen, weil sie nicht wiedergeboren sind. Der Herr Jesus wird einen kurzen Prozess machen mit allem, was nicht wiedergeboren ist. Amen. Dazu gehört auch AfD. AfD gerät genauso unter Gericht wie SPD. Dazu und gehörst auch du. Nein, ich komme nicht ins Gericht, Johannes 5, weil ich wiedergeboren bin. Aber AfD kommt unter das Gericht des Herrn, weil sie nicht wiedergeboren ist. Auch du gehörst dazu. Nein, es spricht natürlich ein anderer Geist aus dir, der mich jetzt hier anklagt. Nein, und? Das spricht kein anderer Geist aus mir. Doch, ich weiß, welcher Geist du bist. Es spricht einfach nur das Menschliche aus mir. Nein. Du denkst, dass das von dir kommt, aber da ist jemand anders. Nimmst du dich heraus, nimmst du darüber heraus, dass der Herr Jesus, hast du alle Begebenheiten deines Lebens im Kopf, dass der Herr Jesus nicht auch über dich richten kann? Nein, ich bin ja wiedergeboren. Du jetzt bin ja Gott Gottes. Musst auf ihn hören, der hat die Ahnung. Ach so, ja, genau, ja. Der hat noch nie einmal die Schrift gelesen, aber nein, der hat die Ahnung. Der hat die Hand aufgelegt. Ganz, ja, ich verstehe das gar nicht. Das ist ein AfD-Kurs, Bibelverständnis AfD, wie die wen AfD. Wem von euch, wem gehört der Glaube? Wem gehört euer Glaube? Wie, wem gehört euer Glaube? Was ist das für eine Frage? Wem gehört der? Also mein Glaube gehört mir, niemand anderem. Mir. Mein Auto gehört auch mir. Ach. Wem gehört dein Auto? Das ist so sinnlos. Wenn es bezahlt ist, noch nicht bezahlt ist. Ich frage dich doch, wem gehört der Sitz von deinem Auto, wenn du da drauf sitzt? Ganz ehrlich, du willst ein Auto, du willst eine Sache mit etwas Lebendem vergleichen? Das gehört etwas Greifbares. Nein, gehört dem Herrn. Wem gehört deine Wohnung und die Gardinen da drin? Wem das gehört? Mir. Alles, das gehört was in deiner nicht. Wohnung Nein, ist, gehört das mir. Das gehört nicht mir. Das gehört doch, das nicht gehört mir. Ich bin der hier drinne wohnt. Das gehört dir und mir. Ich bin der, solange die Regierung da mitspielt, mir das zulässt. Wenn ich beispielsweise in diese Richtung gehe, da können wir auch über Zwangsenteignung sprechen, was beispielsweise mit dem Wärmepumpengesetz kommt. Das mal ist ganz sehr ehrlich. Schön. Das ist sehr schön, da lernt der Mensch, loszulassen von materiellen Gütern. Das ist wunderbar, wie der Herr seine Wege geht, um den Menschen zu spielen. Nein, ganz ehrlich, wenn der Mensch lernt, loszulassen, dann wirst du bald loslassen von dem Einkaufen. Dann hast du bald kein Dach mehr über dem Kopf, hast bald nichts mehr zu fressen. Ja, aber dann lernt der Mensch, sich nur auf den Herrn zu verlassen. Wenn ihm alles weggenommen wird, das ist eine wunderbare Sache. Du bist so verbohrt, Alter. Du bist ja bald schon fanatisch. Ich finde das wunderschön, dass der Herr so eine Obrigkeit einsetzt. Du bist fanatisch mit deinen Ansichten. Und dann wird der Herr eine Obrigkeit einsetzen, der dich enteignet und du wirst dann loslassen vom materiellen Gütern. Siehst du, wie der Herr dich erzieht? Wunderbar. Die Obrigkeiten, die der Herr einsetzt, sind doch wunderbar. Wer ist denn dieser Freimaurer da im Hintergrund? Welcher? Was ist das? Oh, ist er weg? Bei Reza ist das, oder? Reza, ist bei dir so laut? Habt ihr gesehen, was für ein Geist, der was für ein der Durcheinander ist, und was für ein Chaos, ne? Bruder, der ist einfach so gefangen, will nur hier, der ist ganz mit AfD und hier und die versuchen jetzt die AfD als Blumenpartei darzustellen, die Partei für alle, damit sie das so wie in der 30er Zeit so durchdrücken, bis sie dann die Übermacht haben. Auch so. Ja, ja, was ist das, Bruder Dennis, da im Hintergrund? So wie ich gerade geguckt habe, soll das ein Politiker sein? AfD. Ja, was hat der jetzt da mit diesen Freimaurersymbolen zu tun? Nö, das habe ich gerade rausgeholt. Ich wollte den eigentlich da drauf mal ansprechen, aber er ist ja weg. Habt ihr das bemerkt? So, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe da. Der ist richtig fanatisch, der ist fertig, der Mann. Der ist total am Ende, dieser Mann. Ja. Der aber ist weißt, am Ende, Reza. Der ist richtig am Ende, der Typ. Der ist richtig, wirklich, aber richtig am Ende.
Weißt du, was das Krasseste ist? Der bringt so viele Leute an sich ran, die einfach nur Frischfleisch für ihn sind. Verstehst du, aber im Geist, also für die AfD, das ist schon krass. Und das ist das, was mir Angst macht. Ja. Dass so viele Leute diese AfD wählen. Ja klar, haben wir jetzt gerade eine Politikproblematik, gar keine Frage, aber es ist ja keine Legitimation für eine AfD, die sich angeblich als die Partei für alle aus so darstellt. Ne? Und wenn du echt zwischen den Wänden bist und die dann richtig Gas geben, dann weißt du Bescheid. Hast du gesehen, Reza, wie die ihn beschenkt haben? Ja, das ist heftig. Hast du das gesehen? Ein Geschenk nach dem anderen. Die haben ihn ja richtig vollgestoppt. Ja, leider Gottes ist das so. Ne? AfD gehört auch zum Programm. Ja, aber nicht zu meinem Programm. Das ist nicht meins. Oh Mann, ey. Jetzt ohne zu erzählen, ich habe echt 2018, wir hatten so einen Bundesparteitag gehabt, ne? Ich habe echt anderthalb Stunden mit einem diskutiert so. Und selbst er, die haben ja mittlerweile die Agenda, sich als lockere Partei darzustellen, als die Partei, die die Wahrheit ans Tageslicht bringt, verstehst du? Ja. Yeah. Also, der hat mich auch versucht, anderthalb Stunden zu manipulieren, aber ich bin kein Kleingeist, verstehst du, was ich meine? Und da habe ich gesagt, warum sagst du mal ihr? Was heißt denn dieses ihr? Verstehst du, er macht so, wir sind wir, Manipulation, da kommt er einfach mit diesem ihr raus. Und das ist das Gefährliche, ne? Wie kam er überhaupt hier hoch? Ich habe ihm eine Einladung also geschickt. Okay. Also er hat eine Einladung geschickt, er. Okay, was hat er gedacht? Hat er zwischen den Christen noch AfD, die findet, oder was? Ich wähle keine Partei, nochmal diese ganze AfD. Das sind alles, diese ganzen Politiker, die oben sind, sind involviert, Leute. Ja. Die lachen sich tot, die haben ihn manipuliert. Der hat total einen weltlichen AfD-Geist entfangen. Diese ganzen AfD-Mitglieder, die ganz oben sind und involviert sind, sind alles Freimaurer. Alles Freimaurer und lachen sich tot. Was denkst du dazu, Reza? Der Reza ist fix und fertig, er kann nicht mehr. Er ist am Ende. Am Ende. Ich bin, glaube ich, wegbeschäftigt. Ja, aber ich musste hier hochkommen, weil ich mir den nicht ziehen konnte, ehrlich nicht. Ich kann mir den nicht ziehen. Ich finde dieses. Alle Parteien sind involviert. Ich sage es dir, alle Parteien. Da gibt es nicht eine Ausnahme. Ich habe ihn das ja gerade, ich habe ihn gefragt. Aber was ist, wenn diese ganzen Arten. Hör mal zu. Jetzt hören wir mal einen Politiker an, der die Wahrheit über den deutschen Zustand hier sagt. Ja. Hör mal, kennt ihr den berühmten Satz von Horst Seehofer, ne? Hör mal, was er sagt. Ja. Wir haben das, mein aufrichtiges Mitgefühl, alle Politiker mit guten Absichten, weil es heißt immer, Primat der Politik wird wiederhergestellt und man hat doch den Eindruck, dass die Politik enorm dieser Finanzmacht hinterherläuft und dass das manchmal richtig deprimierend ist und jetzt wird zwar was gemacht und morgen wird was beschlossen, aber deprimiert sie das manchmal, diese Macht, die dann wieder in anderer Hand liegt und nicht in der demokratisch gewählten Macht? Siehst du? Ja. Pass auf. Gelesen, weil ich gedacht habe, ich will jetzt mal nichts glauben, sondern ich möchte es wissen. Und dann versuche ich zu wissen und dann entdecke ich, für jedes meiner Vorurteile gibt es irgendeinen Professor, der es bestätigt. Ja. Also am Ende muss ich wieder entscheiden, wem von den Vögeln soll ich glauben. Und Ihnen geht es ja eigentlich auch nicht besser, Sie können auch nicht alles wissen. Wie entscheiden Sie denn, wem Sie was glauben? Ich versuche nach dem logischen Menschenverstand zu entscheiden, denn es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Aha. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Aha. Habt ihr das gerade gehört? Hier in Deutschland haben die Leute kein Recht zu bestimmen, nichts. Und das wissen die ganzen großen Politiker alle. Ja, was halt, Abel, das hier ist nur eine Verwaltungsorganisation. Aber da, wie die ganzen Leute das sagen, das ist das Heftige. Guck mal, der Seehofer weiß das, alle wissen das. Was war das doch schon früher klar, Amit? Die haben doch schon früher angefangen, mit irgendwelchen Lobbyisten ihre Scheiße da durchzudrücken, dies und das. Das war ja schon früher klar gewesen, dass es dann auch so ist. Bloß, ich finde es nur krass, wenn einer von der AfD noch reinkommt. Ich habe ja, guck mal, ich bin neugeborener Christ, aber ich habe immer noch dieses Fleischliche, dass ich da meinen Mund aufmachen muss. Ich weiß nicht warum, auch wenn es vielleicht nichts bringt. Na?
Ja, weltlich gesehen ist das natürlich heftig, was hier zurzeit abgeht, aber wir müssen natürlich die Bibel zur Hand nehmen, um zu verstehen, warum das Ganze so geschieht, wie es geschieht. Ne? Deswegen wollen die meisten das nicht verstehen und versuchen dann auch irgendwie das Ruder noch rumzudrehen. Ich kann den irgendwo aus einer weltlichen Perspektive verstehen, dass die meisten Leute hier halt Angst haben um ihre Familien, um ihre Existenz und alles Mögliche, weil sie sehen ja, was zurzeit abgeht und das wird ja noch brutaler und brutaler. Aber da müssen wir dann ehrlich sein und sagen, das alles hat, das alles steht so in der Bibel und das wird das Gericht Gottes sein, was über Europa kommt. Das mal, ist das. Aber Amel, die meisten wollen es nicht wahrhaben und denken, die Bibel ist so ein Märchenbuch. Ne? Das ist das Problem. Das Ding ist einen wunderschönen guten Tag erstmal in die Runde. Guten Tag. Guten Tag. Was ist denn euer Thema? Seid ihr gegen die AfD oder gegen Religion? Oder? Ich habe das. Ich höre die ganze Zeit, dass ihr jetzt schlecht gegen die AfD redet oder gegen diesen Roy, der gerade da war. Wir haben mit Politik nichts zu tun. Wir haben mit Politik nichts zu tun. Wir haben mit Antifa nichts zu tun. Wir haben mit Religion nichts zu tun. Wir verkünden den Herrn Jesus Christus und ich ganz besonders kläre über den Islam auf. Ne? Ja, aber du hast ja auch gerade gesagt, dass du jetzt, also ich war eine Zeit lang Antifa-Mitglied und ich sagte ganz ehrlich, die Antifa ist nicht das, was sie verspricht. Also meiner Meinung nach ist die AfD die einzige Rettung, die wir in Deutschland momentan noch haben. Egal welche Regierung seit Jahrzehnten an der Macht ist, die hat nichts für Bürger getan. Weder für Deutsche noch für Leute mit Migrationshintergrund, einfach nichts. Deutschland wird komplett an die Wand gefahren. Ja, das ist doch der Sinn der Sache. Ja. Dass Deutschland an die Wand gefahren wird. Ja. Das glauben wir. Gott will ja die Menschen hier bald zerstören, also zerschlagen. Verstehst du, Maja Dennis? Ja, ja, na klar. Ja. So, aber deswegen, wenn Gott wie kann man das, die Erde zerschlägt, dann geht er nicht dazwischen. Also wie gesagt, ich hab mir ganz viele Wahlprogramme angeschaut und durchgelesen. kennt ihr das Wahlprogramm der AfD? Darf ich mal was sagen? Du verstehst uns das, glaube ich. Guck mal. Du bist ein bisschen schlechter als die von der Linke. Ein Tick schlechter. In welchen Punkten genau? Maja, wir schwören. Ja, weil die Linke haben zum Beispiel ein bisschen mehr Liebe für andere Menschen. Die AfD hat zum Beispiel nur Liebe für Ausländer, die nicht so viele Sünden begehen. Da ist die Linke ein bisschen besser. Die AfD sagt ja ganz klar, jeder, der Hilfe braucht oder der aus anderen Ländern flüchtet, die Menschen, die aus anderen Ländern kommen, aus welchen Gründen auch immer, ob die politisch verfolgt sind oder ob der Krieg herrscht oder, diesen Menschen muss man helfen. Aber ganz klar sich positioniert, indem man sagt, Kriminelle möchten wir nicht als Gäste in diesem Land. Und auch das ist ganz klar definiert, und zwar heißt es, schlimme Straftaten. Also wir sprechen jetzt von 36 Monate Haft ohne Bewährung. Diese Leute haben erstmal das Land zu verlassen, haben aber die Möglichkeit, nach 5 Jahren wieder sich zu bewähren. Was ist denn daran falsch? Darf ich mal was sagen? Ich erkläre dir mal ganz kurz. Okay, aber es ist nicht gut genug. Und wir gehen immer nur nach dem Besten. AfD ist so ein Wischiwaschi-Halbschrott. Und wir mögen keine Halbschrott, sondern wir mögen nur perfekte Sachen. Deswegen dann kommt sind wir bei der Verstärkung jetzt. Jesus sagt, liebet eure Feinde. Und so, mein Akku ist alle gegangen. Ich muss mich erstmal entschuldigen dafür. Ich bin komplett weg gewesen eben einmal. Hallo Roy, wir kennen uns ja auch. Ich kann dich jetzt ehrlich gesagt gar nicht zuordnen, du. Das ist egal. Man nennt, ist nicht schlimm. Der Herr Jesus ist das Höchste und wenn er sagt, du sollst deine Feinde lieben und die AfD ist eben so, dass sie nicht ihre Feinde liebt, sondern die abschieben will, das ist nicht Feindesliebe, deswegen haben wir Christen mit der AfD nichts zu tun. Reza, ganz ehrlich, ich möchte mal was grundlegend klarstellen. Ich glaube, Reza, du hast ein absolutes Verständnisproblem. Du sagst gerade, dass die AfD alle Ausländer abschieben möchte oder ausländerfeindlich ist. Pass mal auf, es ist sogar mittlerweile... Habe ich nie gesagt, du musst mir zuhören. Ich habe gesagt, die AfD will die kriminellen Ausländer abschieben und die guten Ausländer behalten. Aber der Herr Jesus sagt, ich habe die Welt geliebt. Alle, die kriminellen und die guten Ausländer. Es gibt keine guten, auch die guten Ausländer sind alle kriminell. Und was ist mit der Bestrafung? Und was ist mit den Opfern? Welche Opfer? Welche Bestrafung? Die Opfer, die beispielsweise von den kriminellen Auswirkungen betroffen sind. Und was ist mit der Strafe? Ja, diese Opfer sind jetzt in der Hölle und warten auf ihr Gericht. Selbst. Genau, wenn sie wiedergeboren waren, die Opfer? Nach dem Herrn Jesus. Genau.
weil er sich ja damals hörst du Rollbock zu? Er fragt, was ist mit den Opfern? Das heißt, die Opfern. Nicht stattfindet. Warum beispielsweise ist das dann an dem? Du widersprichst dir in deinen eigenen Aussagen. Nein, die Opfer, die durch diese Hand von diesen kriminellen Ausländern ums Leben gekommen sind, das ist einfach so, es ist in Ordnung, weil das sind Sünder, die bestraft wurden durch die Hand Gottes. So, Reza, was hast du eben gesagt? Aber bist du Jeck oder hörst du dir eigentlich zu, die Opfer von kriminellen Leuten? Wenn jetzt also die vergewaltigte Frau, die vergewaltigte Frau war Jesus sein Plan. Ja. Was ist mit dir in der Birne nicht richtig? Ja, du schreist die ganze Zeit, Alter. Ja, und da ganz ehrlich, dann frage ich noch gleich, wie laut der ist. Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Was sagst du für ein Scheiß? Tomaten, also, und der Herr Jesus liebt den Vergewaltiger und will, dass er umkehrt. Und die Vergewaltigte, die eben nicht wiedergeboren ist und gestorben ist, oder bei der Vergewaltigung jetzt sauer. Lisa, ganz ehrlich, geh buddeln. Geh buddeln. So, ganz und die Jesus, wenn sie wiedergeboren war. Hast du morgen die Pillen vertauscht? Wenn die wiedergeboren war, dieses Mädchen, was vergewaltigt wurde, sie wird in den Himmel kommen und der Vergewaltiger hat die Möglichkeit, errettet zu werden. So, das ist aus dem Heiligen Geist. Und du, weil du einen weltlichen Schrottgeist hast, verstehst du diese Dinge nicht. Sag mal, Reza, hörst du dir zu, was du da gerade gesagt hast? Ja, du hörst du dir wirklich zu? Reza, du sagst gerade, dass es Gottes Plan war. Eine Frau, die vergewaltigt wurde. Das war Gottes Plan. Ja. Mal ganz ehrlich, du bist ja wie Mohammed, der mit Eifer durch die Gegend marschiert. Nein. Wenn jemand bestraft wird, durch Nee, Gottes ohne Angst. Scheiß, du solltest mal überlegen, was du da von dir gibst. Das ist ja der Burner, Alter. Sag mal, bist du auch bei Mutti an der Brust noch dran, damit sie dich satt kriegt oder was? So, Saulus hieß ja früher Saulus. Und Saulus hat ja die Gemeinde. Ja, Saulus von Paulus, du brenn doch! Was mit dir nicht richtig, Alter? Ja, hör mal zu jetzt. Ich höre dir so ganz ehrlich, du musst immer zuhören, was du sagst. Nimm das mal auf. Hör dir das mal an, was du da eben gesagt hast, Alter. Alter. Saulus war ja vorher ein Christenmörder. Und der hat Christen ermordet. Das heißt, die Gläubigen, die an den Herrn Jesus geglaubt haben, hat der Paulus vorher umgebracht. Aber nachdem er sich bekehrt hat, war er einer der höchsten, so wenn nicht sogar der höchste Apostel für den Herrn Jesus Christus. Das macht der Herr Gott. Das ist aus dem Heiligen Geist. Und das, was du da machst mit deinem Schrott AfD, das ist weltlicher Schrottmüll. Entgegengesetzt des Heiligen Geistes. Und du wirst auch keiner meiner Aussage verstehen, weil du einen weltlichen Geist hast. Ich hoffe, dass du jetzt was gelernt hast. Das Einzige, was ich gelernt habe, ist, dass du einen ganz schön kranken Geist hast. Das habe ich gelernt. Also du hast mich... Reza, verfolgst du diesen Chat? 80% der Leute hier im Chat sagen, dass du absolut durch bist, Reza. Verfolgst du diesen Chat? Der Chat interessiert mich in den Schrott. Nein, ich glaube, du selbst interessierst dich noch nicht mal. Ganz ehrlich, du musst mir überlegen... Kennst du das Wort Selbstreflexion? Du solltest dir mal eine Kamera schnappen und dich mal aufnehmen den ganzen Tag, wie du so durchs Leben läufst und wie du auf andere Leute wirkst. Du bist jemand, den wir in diesem Land nicht haben möchten. Ich rede doch mit dir. Was interessiert mich doch der Chat? Ich nehme dich so ernst und respektvoll, dass ich alles andere erstmal ausklammere und mich mit dir beschäftige. Reza, du sagst, du bist respektvoll? Ja. Reza, ganz ehrlich, du hast eben gerade das Opfer verhöhnt, was beispielsweise vergewaltigt und gemordet wurde. Ja, und dann sagst sogar und stellst dich da sogar hinter Gott und sagst, du spielst ja eigentlich schon bald Gott und sagst, dass ich wollte mal ganz kurz was sagen. Im Alten Testament hat der allmächtige Gott Völker gestraft, massenweise. Deswegen heißt es das Alte Testament. Es gibt auch noch das Neue Testament. In der Offenbarung wird der Gott, wir haben den Gott. Ja, aber du kannst mich aus dem Alten Testament doch bitte rezitieren und kannst dann. Und lässt er mich nicht ausreden, ist doch nicht normal. Digga, der will heute selber reden. Und wir sehen hier auch in der Offenbarung, da werden, glaube ich, mehr als 2 Milliarden Menschen auf einen Schlag umkommen. Da wird der Dritte Weltkrieg noch kommen, massenweise Bürgerkriege, und das steht alles in Offenbarung. Es ist alles geschehen so, und das lässt Gott es alles zu. Bürgerkrieg und nicht Bürger. Ja, Bürgerkrieg, und boah, das lässt Gott so alles cool. Und du wärst, wenn du nicht umkehrst und Buße tust und von neu geboren wärst,
wirst du auch da reinkommen. Und Evangelist, ohne Scheiß, du sprichst aus dem Alten Testament. Willst du also sagen, dass das Teufel die dass das neue Testament ich habe gerade was gesagt. Hörst du mich? Du hörst, ich glaube, der Mann hört mir nicht zu. Mann. Ich habe gesagt, in der Offenbarung, Neue Testament, ne, werden, ich glaube, über 2 Milliarden Menschen auf einen Schlag umkommen. Es werden sehr starke Hungersnöte auf die Welt zukommen, Erdbeben. Also das wird sehr heftig sein, was die Welt noch nie erlebt hat und gesehen hat. Die schlimmste Zeit, die Drangsalzeit. Und wenn du nicht umkehrst, wirst du da reinkommen und verloren gehen. So, pass mal auf, Evangelist. Du sprichst gerade beispielsweise von 2 Millionen Toten. Sag mal, wie viele sind von 33 bis 45 gestorben? Boah, Alter. Das ist nur normal. Bruder Reza, merkst du das? Der ist nicht normal. Der ist nicht normal, der Typ. Ja, nein, ich hab ihm jetzt alles erklärt. Worte, alles Weitere ist jetzt nur noch richtig gesprochene Worte. Einfach nur menschliche Gequatsche. Ihr maßt euch an, über das Wort Gottes zu urteilen. Und ja, maßt euch sogar an, dass beispielsweise Gott es gut heißt, dass eine Frau vergewaltigt wird. Da habe ich nicht gesagt, dass das gut ist. Das hast gesagt, du gesagt, Reza. Und ich zwar klar gesagt, und deutlich. Dass Gottes über jemanden gekommen ist und die Zeit gekommen ist, entweder zu Meier, Meier hier, Meier, mach mal dein Mikro auf, Meier. Hier Antifa-Flagge da, keine Ahnung. Sag mal, habe ich das ja, alleine bitte? So verstanden oder hat er beispielsweise sich angemaßt, mit Gottes Wort zu urteilen, dass die vergewaltigte Frau dass das Gottes Wille war? Wenn der Herr das zulässt, das hat er gesagt. Dann ist das zur Züchtigung der Frau, damit sie auch was lernt, wenn diese Frau zum Beispiel... Hey, so, okay, ganz ehrlich, und jetzt bestätigst du das sogar noch, ganz, ganz ehrlich. Ja. Und du siehst, 300 Leute bekommen, aber ich verstehe nicht, wie könnt ihr solche Aussagen zulassen? Und gerade an den Ex-Muslimen, wie kannst du dich von solchen Leuten nicht ganz klar distanzieren? Dass er Bruder ist. Wie? Das ist ein Christ. Von wem soll ich mich denn distanzieren? Von wem? Von meinem Bruder? Du sagst auch, dass die vergewaltigte Frau oder das siebenjährige Mädchen, was abgestochen wurde, was hat sie dann für Sünden bisher in ihrem Leben begangen, dass ein siebenjähriges Mädchen abgestochen wird? Erzähl mal. Das musst du dem Herrn Jesus Christus überlassen, wenn dieses Mädchen dann vor dem Herrn Jesus Christus steht und er sie in den Schoß aufnimmt. Das musst du ihm überlassen. Sind wir Gott, dass ich weiß jetzt, was mit dir passiert und nicht passiert oder was ist los mit dir? Nein, aber die Leute sehen jetzt gerade, dass du in falscher Mission unterwegs bist. Ich bin die ganze Zeit stumm, bis mich fremdeln oder was? Ja. Nein, ich frage ja nur, wie kannst du denn solche Aussagen zulassen? Das, was mein Bruder sagt, hat Hand und Fuß. So, und jetzt? Das ist kein Glaubensbruder. Das ist mein leiblicher und geistlicher Bruder. Das glaube ich nicht. Mein Bruder hat ja ein einfaches Beispiel genannt, anhand von Paulus, von Saulus zu Paulus. Der Paulus, also der Saulus, war ein Christenverfolger, der hat die Gemeinde Gottes verfolgt und umgebracht. Aber der Herr hatte mit ihm Gnade und hat ihn zum größten Evangelisten gemacht. Du siehst also, dass der Herr auch mit einem Mörder Gnade haben kann. Siehst du? So einfach ist das. Du verurteilst doch in deinem Leib zum Beispiel die Scharia oder dass Frauen zu Tode gesteinigt werden, richtig? Bitte was? Du das sagst doch, Menschen gemacht, dass nicht der Islam Gott. Schlecht ist, oder nicht? Du probierst doch natürlich die Leute davon zu überzeugen, dass der Islam schlecht ist, oder? Ja, natürlich ist der Islam böse und schlecht. Sowohl warum? Geistlich warum? Als auch in der Welt eine bösartige Sachen verbreitet. Ne? Was ist denn besser, das Christentum oder der Islam? Das sind jetzt fünf Fragen. Der Herr Jesus ist das Beste. Amen. Nicht irgendwie Christentum oder irgendeine andere Religion. Der Herr Jesus, der ist sündlos, hat nie eine Sünde begangen, hat nie jemanden ein Haar gekrümmt und hat uns beigebracht, dass wir Liebe zu unseren Feinden haben sollen. Ende. Deswegen habe ich schon 1000 Mal und nicht nur hier in diesem Stream, aber ich auch in meinem eigenen Stream immer gesagt, wir haben nichts mit dieser Welt zu tun. Sollte die AfD an die Macht kommen, werden wir uns auch der AfD unterordnen. Aber wir selber als wiedergeborene Christen werden nicht zur Obrigkeit. So einfach ist das. Ist doch nicht schwer, es ist ganz einfach. 1 + 1 = 2. Römer 13, jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Und wir Christen ordnen uns unter, weil unser Recht nicht im hier ist, sondern im Himmel. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Genau, Philipper 3, Vers 20. Deswegen solltest du deine Denkweise umstellen,
und den Heiligen Geist in dir wirken lassen, weil du mit dieser Welt nichts zu tun hast. Diese Welt geht zugrunde. Was willst du? Wie willst du denn hier, wenn zum Beispiel jemand die AfD wählt und jetzt versucht, das Ganze noch umzukrempeln und das Ruder sozusagen umzureißen, wie willst du denn die Millionen von Muslimen hier rauszuholen? Die werden euch so... No. Das ist unglaublich. Wie willst du das denn machen? Willst du mit Maschinenpistolen zu jeder einzelnen hier in die Häuser von denen gehen und die nach und nach raustun? Oder das ist ein, das da wird das ein riesen Bürgerkrieg geben. Die AfD ist so schon, das Ding ist schon gegessen. Leute, die ihre Hoffnung auf die Welt gesetzt haben. Die verstehen ja nicht, was der Satan imstande ist zu tun mit der AfD und so weiter. Ja. Dass das so ein Fangmann ist, um die Leute bei Laune zu halten. Okay, dann fangen wir mal damit an. Was ist denn daran verkehrt, dass wir sagen, die Grenzen müssen geschlossen werden, wir müssen gucken, was für Menschen in dieses Land kommen? Es geht nicht darum. Okay, kein Problem. Wir könnten ja die ganze dieses Weltliche haben. Deswegen habe ich dir gerade aus unserer Perspektive gesagt, wir ordnen uns jeder Obrigkeit unter. Nochmal, egal welche Partei hier Deutschland regieren sollte, mein Bruder, ich und die Geschwister ordnen uns jeder Obrigkeit unter. Wie oft noch? Wie oft wollen wir das noch durchgehen? Wir haben nichts mit Politik zu tun. Meine Aufgabe persönlich für mich ist, die Finsternis namens Islam aufdecken und die Menschen zu Jesus rufen. So einfach ist das. Mein Bruder deckt die Finsternis der Elite auf und ruft die Menschen zum Herrn, und die anderen Geschwister machen andere Sachen, um Menschen zum Herrn zu bringen. Ende aus. Wir sind Werkzeuge des Allerhöchsten. So, wir stellen unsere Leiber zur Verfügung. Wir stellen unsere Leiber zur Verfügung für den Herrn Jesus Christus, damit der Herr durch uns noch ganz viele Menschen erretten kann. Denn er sagt es ja selber, im Petrusbrief müsste es sein, ne? Denn er ist langmütig gegen jeden von uns, möchte nicht, dass die Menschen verloren gehen, sondern dass sie Raum zur Buße haben. Ne? Also der Herr möchte, dass die Menschen gerettet werden, alle. Ja, auch der schwerkriminelle Muslim, der hier reinkommt, auch genau. Der sollte errettet werden. Der Dschihadist, der schwerkriminelle Moslem und so. Natürlich rede ich manchmal aus einer weltlichen Perspektive, aber ich mache immer einen Unterschied zwischen weltlicher Perspektive und im Glauben. Ja. Du siehst ja, dass ich das dann immer erwähne. Was ich gerade schon mehrmals habe ich das gelesen, der nennt sich Steve, da steht Anfrage. Nimm den nochmal rauf. Ja. Warum hast du denn immer noch, wenn du schon jetzt ein bisschen also rechts gerückt bist mit AfD, warum hast du immer noch diese Antifa-Fahne? Ich bin ja nicht rechts gerückt. Die AfD ist nicht rechts. Das ist das, was so verbreitet wird. Aber die AfD ist nicht rechts in keiner Weise. Guck mal, tut mir immer gefallen, ja? Guck mal. Es ist ja eigentlich, wenn du mir jetzt versuchst, Erdbeeren als Äpfel zu verkaufen, bitte lass das. Verstehst du, was ich meine? Du kannst nicht dahergehen, die AfD, die versuchen einfach nur Menschen zu fangen, um an die Macht zu kommen. Die haben keine vernünftige Agenda. Also, aber ich habe mal eine Frage, was ist denn an der AfD rechts? Lass mich doch mal aussprechen, bitte. Wieso fällt es mir ins Wort? Du kannst nicht, weil die AfD jetzt ihre Agenda geändert hat, mir die AfD als Mitte-Linkspartei oder die Partei des Rechtes darstellen. Nein, kannst du nicht. Kannst du einfach nicht. Und da könnte was ist das passieren. Ich bin doch nicht dämlich. Punkt. Das ist meine Meinung. Was ist denn schlecht an der AfD? Erzähl mal. Der ganze Kern, der Kopf der Schlange schon. Punkt. Ja, was denn? Nenn doch mal ein konkretes Beispiel. Was alles, ist denn schlecht? Was dem Heiligen Geist des Herrn Jesus Christus entgegengesetzt ist und nicht mit dem Herrn geht, ist unter dem Bösen. Ja. Kapierst du, kannst uns AfD, CDU, SPD, DVU, was weiß ich, wie sie alle nennen. C und A. Auch ganz, ganz böse. Alles das Gleiche. Ja. Verstehst du? Nur man versucht, was bei AfD noch das Krasseste ist, die versuchen dir die als die tolle Partei zu schicken. Ist sie nicht. Ja, ich sie auch. Nein. Meiner Meinung nach nein. Nein. Und wenn du nicht mehr von der Antifa bist. Die Antifa war auch extrem, in welchen Hinsichten? War auch zu extrem, gar keine Frage. Würde ich mal an meine Flagge ändern. Nur zum Thema. Die Antifa ist genauso ein langer Arm. Die Antifa ist Schmutz. Die Antifa, sag ich dir so, wie es ist. Die Antifa ist Schmutz. Das sind vermummte Schwachmaten. Die Antifa ist einfach Schmutz. Das sind auch geführte Menschen, die meinen, das Richtige zu tun. Genau wie AfD-Wähler, die meinen, das Richtige zu tun, aber sie sind völlig dem Heiligen Geist entzogen.
Ja, also Reda, jetzt eine Frage an dich. Was ist denn schlecht an der AfD? Nimm mir mal ein Beispiel. Sag doch, verstehst du, was meint die? Es ist alles. Ob die AfD, EVU, was denn? Alles ist schlecht. Alles, ja, aber wenn die A sagen, jedes Parteiprogramm von denen ist schlecht. Weil das du nicht, kennst das nicht. Weil du das, kennst weil das doch nicht. Nicht du kennst doch das Wahlprogramm der AfD nicht. Nennt, okay, dann sag mir mal, was hat die AfD zum Thema Rente zu sagen? Wie sieht das Rentenprogramm der AfD aus? Was erzähl mal. Der letzte Spot, was er sagt. Der letzte er sagt, alles, was unter 50 Millionen Euro pro Person ist, pro Monat, ist der letzte Schrott. Ich bin, das ist für 50 mich Millionen Euro pro Monat? Was redest du da? Erzähl mir mal vom Rentenprogramm der AfD. Du fragst mich doch jetzt mit der Rente von AfD. Das ja, aber das ist doch falsch, Spot, was du sagst. Wenn jeder nicht als Rente ein Ferrari bekommt und 50 Millionen Euro, das ist der letzte Dreck. Den will ich nicht. Ihr seid argumentativ, habt ihr nichts drauf, kann das sein? So, habe ich das geklärt jetzt mit dir? Das, du hast nein, das ist doch Propaganda. Das ist einfach nur Propaganda. Ein Familienhaus. Also Dreck ist besser als Scheiße, ja, aber das ist dein Anspruch. Ich dieses nicht Wahlprogramm so, gefällt euch nicht. Ich nehme nicht Dreck, weil dieses das ist das Scheiße. Nein, ich nehme das. Aber argumentativ habt ihr doch nicht so drauf. Ich frage doch, Meier. Ich habe höhere Ansprüche als du. Meier, Dennis, guck mal, ich sag dir das, ich hätte das. Meier Lansky. Tut mir leid, Entschuldigung. Wir glauben ja. Nimm doch mal diesen Steve an, der schreibt dir schon 10 mal eine Anfrage. Ja, darf ich mal reden jetzt? Dann kannst du ihn auch gleich hochnehmen und den kuscheln oder sowas, weiß ich auch nicht. Wir glauben ja, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. So. Wir glauben ja daran, dass wir nach dem Tod zum Vater gehen werden. Ja. Und wir glauben nach der Bibel nach, dass egal welche Partei da ankommt, Gott hat die installiert. Aber es interessiert uns nicht, weil uns interessiert nur Gott. Verstehst du? Deswegen kann das auch die Bonifatius-Partei sein oder die Partei der Bäume oder was weiß ich was. Das ist es. So, endlich kann ich mit meinem richtigen Account reden. Ich habe ja schon seit 15 Minuten Anfrage gestellt. Ihr unterdrückt ja absolut andere Meinungen. Das ist ja, ja wirklich genau. Krass. Marmor, Stein und Eisen bricht. Nein, das ist ja nun mal so. Aber also, ich habe ja gerade gefragt, nennen wir mal das Rentenprogramm der AfD. Interessiert uns doch nicht. Interessiert uns doch nicht. Verstehst du das nicht? Wir sind nicht weltlich. Ja, aber, okay, wie stellst du dir Deutschland vor? Wie stellst du dir Deutschland vor? Soll alles so weitergehen? Großen Firmen wandern ab? Also Rentner sammeln Flaschen? Wunderbar, wie es in Deutschland zugeht. Das ist wunderschön. Ich kann mich nicht beklagen. Ich finde es schön hier. In meiner Heimat. Wir können Menschen aus allen Herren Ländern hier das Evangelium verkünden, damit sie errettet werden. Also, wir müssen nicht mehr in die Welt hinaus. Da können wir hier bleiben, schön in unsere Wohnungen und den Menschen direkt vor unserer Haustüre das Evangelium verkünden. Bist du auch der Meinung, dass es gut ist, wie es momentan läuft in Deutschland? Wer, ich? Ja. Nein, auf keinen Fall. Ja, weil du kein wiedergeborener Christ bist. Deswegen natürlich. Ich kann dir sagen, was ich im früheren Leben war. Wie, du bist ein Christ und du wählst AfD. Ja, natürlich. Ach, das heißt, Herr Jesus hat gesagt, wir sollen Kriminelle rausschmeißen. Kriminelle erst gar nicht in dieses Land lassen, richtig. Das hat Jesus gesagt. Nee, das hat der Herr Jesus gesagt. Das hat er mir gestern gesagt. Ich habe gestern mit ihm telefoniert. Siehst du, er verwirrt euch doch. Schmeißt den raus. Nein, wieso? Aber ihr kommt doch mit schwachsinnigen Argumenten. Ihr kommt doch mit schwachsinnigen Argumenten. Das ist doch Quatsch. Schwachsinnige Argumente vom Herrn Jesus selber. Ja. Was meinst du denn damit, Schwachsinnige? Der Herr Jesus sagt, liebet eure Feinde. Wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, halt dir die andere hin. Wir sollen unsere Feinde lieben. Du, AfDler, du kannst deine Feinde nicht lieben und du hast auch nicht diesen Auftrag, weil du nicht ein Knecht Jesu Christi bist. Also ist er wieder raus. Außerdem hat er ja diesen Dreizack als Symbol gehabt. Habt ihr es gesehen? Das ist so ein Dreizack gehabt als Symbol. Das Ding ist ja einfach nur, guck mal. Aber warte mal, merkst du, Reza, wie die durchdrehen, wo wir jetzt über die AfD reden, merkst du das auf einmal? Die ganze Christenheit ist 99% AfD. Dann sicher. Und diese 1% ist charismatisch, leugnet die Gottheit des Herrn Jesus, Judaisierer, Jeshua Judaisierer, das ist unsere Christenheit. Da wird nur eine kleine, ganz kleine Herde noch gerettet und enttäuscht. Hallo, ich sage. Hallo? Ja, hi. Auch AfD oder? Nein. Oder Bruce Lee? Jesus. Was? Bruce Lee oder AfD? Wer ist dein Herr? Jesus. Amen. Der Herr Jesus, nicht nur Jesus. Richtig, der Herr Jesus. Gott segne euch alle.
Ja. Ich habe da eine Frage. Nach der Evangelium von Matthäus von 16 bis 19. Reza, ja. Was hast du da dazu zu sagen? Ne? Ey. Oder du, Amir, oder Evangelist. Was denn? Du, Matthäus Evangelium. 16 bis 19. Ja. Hallo? Hallo. Was möchtest du denn wissen aus diesen vier Kapiteln? Ja, von 16 bis 19. Der Jesus sagte zum Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und auf die Pforten ja. in die Hölle sollen sie niemand überwältigen. Ja, genau. Amen. Amen. Ja. Was möchtest du wissen? Ja, weil du sagst immer, dieser katholische Glaube ist Unwahrheit. Aber Jesus hat doch die Glaube gegründet, oder nicht? Er hat doch keine katholische Kirche gegründet. Katholische Kirche ist erst im 4. Jahrhundert entstanden mit dem Papst, im 4. 5. Jahrhundert. Davor gab es nur Gemeinden. Okay, ja, ich verstehe. Davor gab es ganz normale Hausgemeinden. Und wann sind belohnt? Aber das steckt doch in der Evangelium von Matthäus, oder nicht? Nein, der Herr sagt meine Gemeinde, nicht meine katholische Evangelie. Gemeinde, okay, ja, Gemeinde. Und das ist Gemeinde. Nein, die Gemeinde Jesu Christi, seine Braut, setzt sich zusammen aus einzelnen wiedergeborenen Christen. Das ist richtig. Nach Johannes 3, Vers 3, beziehungsweise 1. Petrus, Kapitel 1. Richtig. Kapitel 1 und 2, 1. Petrusbrief. Ja. Lebt die katholische Kirche. Wir haben, die Gemeinde Jesu hat mit Zeugen Jehova, katholische Kirche, evangelische Kirche nichts zu tun. Die Gemeinde Jesu, seine Braut, sein Leib, der Tempel, sein Leib besteht aus einzelnen wiedergeborenen Christen, die als lebendige Steine in diesen Tempel hineingearbeitet worden sind. 1. Petrus Kapitel 2 musst du lesen. Ja, keine Kirche, katholische Gebäude, Kirche und sowas. Das ist ihr Lehrer. Die ist doch auch Gemeinde. Die ist doch Gemeinde, oder nicht? Vom Petrus, vom Jesus damals. So ja, die Gemeinde Jesu damals hat ja mit Katholizismus nichts zu tun gehabt. Die einzelnen Gläubigen haben sich in einem Haus getroffen, ein Zimmer, und die wurden hier verfolgt. Da gab es keine katholische Kirchen. Die sind erst im 5. Jahrhundert erst entstanden. Mit dem Papst, der Papst Siricius. Das ist erst 500 Jahre später erst entstanden. Die Gemeinde Jesu gab es schon vorher. Einzelne gläubige Christen, die wiedergeboren waren und sich versammelt haben. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Naja, aber durch die Jahre hat sie die katholische Kirche nach dem Petrus, nach dem Jesus aufgebaut, oder nicht? Die katholische Kirche ist einfach durch Menschenhand gemacht und sie hat Menschengebote, sie hat viele falsche Lehren aufgenommen und sie ist von der Bibel aus nicht als Braut Christi zu erkennen, sondern als Hure Babylon in Offenbarung 17 und 18 zu richten. Gott ist kein Gebäude. Gott ist kein Gebäude, genau. Aber er hat einen Tempel seines Leibes, sagt der Herr Jesus. Der Tempel seines Leibes ist die Gemeinde, ist seine Braut. Und das hat mit Katholizismus nichts zu tun. Jeder Wiedergeborene, kein Katholik ist wiedergeboren. Bist du von neuem geboren? Natürlich. Wann bist du von neuem geboren? Mit 16, 17 Jahren schon. Also wie? Der Katholik sagt ja, dass man durch diese Wassertaufe als Baby errettet wird. Nein. Das haben sie meine Eltern für mich getan. Aber ich bin mit 16 schon neu geboren in Jesus Christus. Ja, aber der Katholizismus sagt, durch die Wassertaufe, das Baby, dann bekommt ihr das Heil. Also ist er dann gerettet, ist wiedergeboren, ist neu geboren. Ja. Ja, was sagst du dazu? Ja, korrekt. Also wird ein Baby mit Wasser über seinen Kopf wiedergeboren und glaubt an den Herrn Jesus und dient ihm. Nö, das nicht. Das ist später die Eltern für die Kinder, sollen sie dabei beibringen jetzt, lernen, diese christliche Glaube. Ja, aber wann ist die Wiedergeburt bei Katholizismus? Wann geschieht die Wiedergeburt? Ja, das soll sich jeder entscheiden für sich selbst später, ne? Durch also die nicht Jahre. Als Baby.
Nicht als Baby? Nein. Ja, warum machen die das dann, Babys taufen, wenn das sowieso blöd ist? Naja, das hat, wieso machen sie das? Und wieso soll man das nicht machen? Ja, warum machst du nicht Erdnussbutter auf deinen Kopf schmieren bei der Gemeinde? Weil das steht, warum sollst du das nicht machen? Das steht doch nicht in der Bibel, man soll das nicht machen. Also mach mal. Aber deswegen, die Frage war, dass Jesus hat die Gemeinde gegründet durch den Petrus. Ja, du sagst, warum soll man das denn nicht machen? Warum soll man denn zum Beispiel nicht Erdnussbutter auf sein Gesicht schmieren, wenn man in die Gemeinde geht? Warum nicht? Was hast du dagegen? Siehst du, du musst lachen über deine eigene Aussage. Warum nicht? Wir können nicht sagen, warum nicht. Das Wasser, Baby, Taufe bringt nichts, weil die Taufe ist nur für den Gläubigen. Markus Kapitel 16, ja. Vers 16 sagt der Herr Jesus, wer glaubt und getauft wird, der soll errettet werden. Ein Baby kann nicht glauben. Ein Baby hat keine Sünden erkanntis. Ein Baby ist das Verständnis vom Herrn Jesus Christus. Richtig, aber denkst du nicht, dass der Heilige Geist arbeitet nicht durch die Menschen in den Glauben, dass der Glaube sich leicht entwickelt in den positive Seite? Nein, die Taufe mit dem Wasser ist für den Gläubigen. Du hörst mir nicht zu. Ja. Markus 16, Vers 16. Ja, doch. Sagte Jesus, die Taufe mit dem Wasser ist nur für den Gläubigen. Ja. Das ist das Problem. Und der Katholizismus hat sich verselbstständigt, hat gegen die Gebote Gottes einfach irgendwelche Menschengebote hineingeführt und da steckt eben der Satan da drin. Zum Beispiel in 1. Timotheus. Ja, natürlich. Satan steckt überall hin. Ja, das weiß ich schon. Aber vor allem in der katholischen Kirche. Das sagt die Bibel. Die Bibel sagt, dass die katholische Kirche von Dämonen geleitet wird. Aber wenn du Timotheus Kapitel 4, Vers 1 sagt das Wort Gottes, dass in späteren Zeiten wird der Satan den Menschen beibringen, nicht zu heiraten, verbieten zu heiraten. Ja. Und das ist das Zölibat in der katholischen Kirche. Ja, aber das mit Matthäus, da steht auch, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Nicht zu, ne? Und der Glaube, das sagt da Jesus, oder nicht? Habe ich doch schon 30 Mal erklärt. Ja, hast du schon verständlich. Die Gemeinde Jesu Christi ist nicht die katholische Kirche. Die Gemeinde Jesu Christi besteht aus einzelnen wiedergeborenen Menschen, die als lebendige Steine nach 1. Petrus 2 in diesem heiligen Tempel Gottes, denn das ist sein Leib, hineingesetzt werden. Aber das verstehst du eigentlich, glaube ich, nicht. Hast du die Bibel schon mal gelesen? Ja, natürlich. Ja, dann verstehst du ja, was ich sage. Ich verstehe dich. Nur jetzt aber gleichzeitig, warum sagt in Matthäus 16 steht, die Gemeinde, die Pforten der Hölle wird meine Kirche. Das sagte der Jesus zu dem Petrus, ne? Ja. Deswegen. Ja, auf diese Aussage hin werde ich meine Kirche, meine Gemeinde bauen. Dass Christus, dass der Herr Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, ist der Messias. Und das denkst du, wir sind total von dem Glauben von der Jesus Christus weggegangen? Ja, natürlich. Die katholische Kirche hat mit dem Herrn Jesus nichts zu tun. Die sind mit Maria-Statuenküssen beschäftigt. Und mit Papst-Statuenküssen beschäftigt. Ja. 99% der Katholiken, wenn ich die frage, ist der Herr Jesus Gott? Ja. Nein, das ist nur der Sohn Gottes. Die raffen ja gar nicht, was die Bibel sagt. Okay. Ja, okay. Gibt es viele falsche Katholiken? Gottes. Da hast du schon recht. Okay, ja, du hast 99% recht. Der Katholiken sagen das. Ja. Das ist das erste Vergessen. Die sind alle verloren. So viel nicht. Ich hätte etwas weniger gegeben, aber okay, wenn du so sagst, ist auch deine Meinung. Also alle Katholiken, die ich gefragt habe, bis jetzt auf paar jetzt. Aber die meisten Katholiken sagen, nein, Jesus Christus ist nicht Gott, der ist nur der Sohn Gottes. Also der Sohn Gottes nicht selber Gott ist, die raffen ja gar nichts. Das sind Menschen, die gehen vielleicht zweimal, dreimal vielleicht in die Kirche und sagen, ich bin katholisch. Das sind nicht katholische Menschen, die gehen in die Kirche, aber die haben mit Katholizismus nichts zu tun, meiner Meinung nach. Ja, aber das macht ja die katholische Kirche aus. Die sind voll von solchen Leuten. Ja, okay. Ja, der Teufel hat Macht. Der Teufel hat Macht. Ja, warum geht der Priester nicht hin und erklärt ihnen das so richtig, wie ich das jetzt gerade erklärt habe, anhand der Schrift? Ja, weil es gibt auch viele falsche Priester bei uns in der Kirche. Also die ganze Kirche kannst du wegschmeißen.
Wenn die Priester falsch sind, die ganze Katholiken falsch sind, dann kannst du die doch wegtun. Aber Reza, guck mal, ja. Die ganzen Europa ist doch noch ein bisschen christlich geblieben. Eure Länder, ja. die von ihr kommt, habt da ja. schon diese Christen komplett weggegangen. Also wir haben noch etwas. Oder Europa nicht? Ist doch nicht christlich. Hier herrscht die Menschen, Humanismus. Die Menschen, okay, das ist Westeuropa. Aber schau doch mal diese Osteuropa. Ist absolut gottlos und ist absolut humanistisch und demokratisch. Ja, der Teufel hat das Machi bei den Menschen genommen. Aber doch, die Menschheit ist noch ein bisschen an der Glaube. In der muslimischen Länder von euch. 90%, was weiß ich, wie viel Prozent der Deutschen sind Atheisten. Ja, stimmt, das stimmt schon. Das stimmt. Die sind alle weg vom Fenster. Wir leben in einer gottlosen Welt. Aber ich bin trotzdem dem Herrn dankbar, dass ich hier leben darf. Trotzdem geht es hier besser zu als in den meisten ja. Staaten der Erde. Ja, ja, also etwas steht noch da in den Europa. Ne? Deswegen. Das ist aber nicht das, was meinst mit diesen Christlichen. Nein, es ist die Demokratie. Diese Menschenrechte und Humanismus hat hier die Vorherrschaft. Und deswegen, der Herr hat das so erlaubt, dass es so weit kommt. Und wir beugen uns unter, wir ordnen uns diesem System unter und warten, bis der Herr Jesus uns abholt. Ja, stimmt. Ja. Dann musst du dem Katholizismus dann abschwören, zum Herrn Jesus kommen und dein Leben ihm übergeben, absterben der Welt. Ja. Zu der Welt gehört auch der Katholizismus, das musst du abschwören, absterben vor dem Herrn Jesus und dann musst du ihm dienen. Ich diene ihm, hundertprozentig. Ja, aber das geht nicht mit zwei Herren. Also mit der katholischen Lehre und dem Herrn Jesus geht das. Du musst entweder das eine oder das andere wegschmeißen. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 6, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du hasst den einen und liebst den anderen. Der Herr ist sehr extrem. Entweder hasst du den einen und liebst den anderen oder andersrum. Du musst aber eine Entscheidung treffen. Ich habe Entscheidung für Jesus Christus. Also ja, dann musst du die Welt hinter dich lassen und die katholische Kirche. Ja, habe ich schon. Die Welt interessiert mich nicht mehr. Das ist nur Jesus Christus. Ja, aber du hast gerade über die katholische Kirche gesprochen. Ja, weil ich komme aus der katholischen Familie. Ne? Aber ich kann nicht sagen, meine Familie ist dumm. Und die waren nicht gläubig. Die waren doch schon gläubig. Die haben mit auch das gebracht, dass ich so stark an Jesus glaube. Ich habe dann Jesus angenommen in mein Herz und ich bete jeden Tag und nicht nur einmal, wie nach 10-mal, manchmal 100-mal, wie nachdem jetzt, wie das in den Herzen, die Liebe wächst in Jesus und ich, ne? Ja. Aber ich bin auch katholisch. Kann ich nicht sagen, ich bin nicht katholisch. Ne? Ja, deswegen, das ist ja eben, du musst loslassen und du musst sagen, ich bin von Neuem geboren. Du kannst nicht sagen, ich bin katholisch und ich bin von Neuem geboren. Nein, entweder von Neuem geboren oder katholisch. Nein, ich bin nicht, also ich hätte das formuliert, ich bin der katholische Glaube neu geboren, Jesus Christus. Nein, du kannst nicht katholische Glaube neu geboren werden. Du musst aus dem Heiligen Geist wiedergeboren werden. Nicht ja, ich verstehe dich, ich verstehe dich. Ja. Deswegen mach das bitte, weil der Herr Jesus sagt in Matthäus 7, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Reich Gottes kommen. Aber ich kann doch jetzt nicht aus der katholischen Kirche wegschrauben, aber weggehen. Doch, also du musst die Welt hinter dich lassen. Du musst absterben. Ich hätte Angst. Nein, du brauchst keine Angst zu haben. Du musst die Welt hinter dich lassen und mit ganzem Herzen, mit beiden Beinen zum Herrn Jesus kommen. Er wird dich auffangen. Wenn du aber mit einem Bein in der Welt der katholischen Kirche nein, und mit einem anderen Bein nein, zum Herrn Jesus kommst, das geht nicht. Voll in mein Herzen, Reza. Ja, das reicht nicht. Glaub mir, ich habe den Jesus richtig voll in mein Herzen. Ja, voll. Das sagt der Herr. Ihr werdet zu mir sagen, Herr, Herr, aber ich werde sagen, ich kenne euch nicht. Doch, und damit spielst du das mit dieser gefährlichen Sache. Bruder Isaac. Du musst, ja. auch wenn das schwer ist, ja. Der sagt, jeder nimm sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja. Das heißt auch für dich, weil einer, der den Fug, wie war es nochmal gewesen, einer, der nach hinten schaut, der soll mir nicht nachkommen. Du sollst dein Kreuz auf dich nehmen, auch wenn es dir weht und auch wenn du, wenn du da reingeboren bist, kulturell gesehen, familiär gesehen, dass vielleicht viele aus deiner Familie dich dann so angucken werden und sagen, was ist los mit dir? Du musst da durch. Entweder du entscheidest dich für Jesus oder gegen Jesus. Und du kannst dir nicht aus traditionellen Hinsichten Jesus so machen, wie du ihn haben willst. So ist er nicht. Verstehst du das? Ja.
Aber trotzdem, der Angst wäre da. Ja klar, und verstehen wir auch. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 11, 28, kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Fürchtet euch nicht. Du musst loslassen von der Welt. Welt und Jesus Christus. Von der Welt bin ich schon, dann weiß ich, das weiß ich. Nein, du kannst nicht von der Welt losgelassen haben und katholisch sein. Das geht nicht. Die katholische Kirche gehört zu der Welt. Aber ich brauche schon Christi Leib. Auch, dass ich, wo bekomme ich denn? Nur in der katholischen Kirche, ne? Nein, das stimmt nicht. Ja, wo denn noch? Ja, wo denn noch? Du kannst das Brot sogar brechen. Du kannst sogar das Brot sogar selber brechen, mit, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Genau, ich bin in der Mitte. Ja, okay, ja, das stimmt schon wieder. Ja, und da kannst du doch das Brot brechen. Die katholische Kirche hat Menschengebote gemacht, wie die Pharisäer. Jesus hat zu den Pharisäern gesagt, ihr seid Kinder des Teufels, nicht Kinder des Vaters. Die haben auch gesagt, wir sind Juden und wir halten uns an die Tanach, ne, mit Mose und so weiter. Haben die aber nicht, das sind Pharisäer, menschengemachte Gebote. Und die katholische Kirche hat auch menschengemachte Gebote. Babytaufe existiert in der Bibel nicht, nicht ein Bibelvers. Für bitte ein Heilige, also Maria anbeten, Bad Repio oder sonstiges anbeten. Alles erfunden. Götzendienst. Allein falsch. Das Papsttum. Ja, wir sind ja alle Priester und Papsttum, Könige. Ja. Nicht nur ein Priester, ein Klerus, der uns sagt, was Sache ist. Nein, wir sind alle zu Priestern und Königen gemacht. Offenbarung 1. Ja. Wir sind alle Priester, der wiedergeboren ist natürlich. Ne? 1. Petrus 2,5, Vers 9, stimmt, Offenbarung 1. Na? Und die haben VIP-Priester, die katholische Kirche. Nur VIP-Priester können die Bibel auslegen. Das sagen die. Die sind wieder gegen Bibel. Katholische Kirche sagt Z, Bibel sagt A. Wer hat recht? Gottes Wort oder katholische Kirche? Gottes Wort. Gottes Wort. Und ich bin Ex-Katholik. Ich habe katholische Kirche verlassen. Ich bin Ex-Katholik. Ich habe die verlassen, weil die nur voller Lügen sind. Und wie habe ich die verlassen? Ich habe nur Bibel gelesen. Und durch Bibel habe ich erkannt, eben was stimmt hier nicht. Die katholische Kirche hat eine ganz andere Lehre als die Bibel. Die sagen, die folgen Jesus, die folgen den Teufel, nicht Jesus. Der Teufel verkleidet sich gerne als Engel des Lichts. Und es ist nicht verwunderlich, wenn seine Diener sich auch als Engel des Lichts verkleidet. Aber denkt ihr auch nicht, dass die 2000 Jahre, über 2000 Jahre, diese katholische Kirche hat doch die Europa etwas zusammengehalten, dass wir noch diese Christen haben in Europa, oder nicht? Der Herr, also der Gott hat ja sowieso Menschen als Werkzeug benutzt, ne? Das wissen wir, auch Ungläubige. Ja, und das meine ich jetzt, ne? Der Heilige Geist arbeitet in uns noch. Nein, du musst so denken. Du musst so denken. Gott hat auch im Alten Testament die Philister, die Kananiter benutzt als Werkzeug, um Israel zu züchtigen. Waren das aber Gläubige? Waren das gottesfürchtige Menschen? Nein, das waren Feinde Gottes. Aber Gott hat die Feinde Gottes genutzt wie ein Werkzeug zum Mittel und Zweck. Und so hat er die römisch-katholische Kirche auch benutzt, nur als Werkzeug, aber mehr nicht. Das heißt nicht, dass die inspiriert sind vom Heiligen Geist. Das stimmt nicht. Die sind nur ein Werkzeug, mehr nicht. Aber von wem das Werkzeug? Vom Teufel? Gott hat die als Werkzeug benutzt, weil in Römer 13 steht ja, Gott hat die Obrigkeit ja ausgewählt letztendlich. Wir sollen uns die Obrigkeit unterordnen, er hat die ja letztendlich da ausgewählt, damit die Prophezeiungen sich erfüllen, Stück für Stück. Also die sind aber alle von Teufel, siehst du doch, wo ist Babytaufe in der Bibel? Ich gebe dir 10.000 Euro heute noch, wenn du es in der Bibel findest. Wo ist Maria am Beten? Das weiß ich. Das findest du nicht. Gibt es nicht, siehst du? Gibt es Kommunion, Firmung, gibt es nicht. Aber Papst. Aber die Maria ist doch nicht gestorben. Die ist in den Himmel reingenommen. Warte. Maria ist gestorben. Die ist in der Hölle. Lies mal Bibel. Die ist reingenommen. Jesus ist in... Ah, warte, du sagst Maria Himmelfahrt. Gib mir diese Bibelstelle, wo Maria empor gestiegen ist. Ich gebe dir 10.000 Euro heute noch. Das meine ich nicht. Jetzt genau, aber guck mal, Maria ist gestorben. Klar lebt die im Paradies weiter. Nein, die ist nicht gestorben, da steht. Jetzt weiß ich nicht, welche Seite war das. Lesen wir Bibel. Lesen wir die Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 29. Steht drin, dass König David, der Prophet David, gestorben und begraben ist und nicht mehr unter uns weit. Und er ist ein Heiliger. Das dürfen wir nicht vergessen.
Und die Bibel sagt, Maria ist gestorben. Aber Maria ist Maria, ist was anderes. Die ist in den Himmel hereingenommen. Und solche sagen, wenn Maria wenn Maria ist, Bruder Danny, kannst du bitte Lukas Evangelium, Kapitel 11, Vers 27, 28 lesen? Ich sag dir jetzt, was der Herr Jesus Christus über Maria sagt. Ja. Lies mal bitte Lukas Kapitel 11, Vers 27, 28. Jetzt hören wir, was Jesus über Maria sagt. Ja. Lukas Kapitel 11. Ja, warte. Ja. Kapitel 11, Vers 27, 28. Ja. Hast du gefunden? Na, das ist wieder ein Internetspiel, völlig im Mann, ey. Oder denn, wir hören, achso, ja. Bruder Reza, bist du da? Alle weg. Alle weg. Warte, ich hole mal selbst die Bibel. Wenn man dann hier den Stream verlässt, um dann die Stelle auszusuchen, dann kann man nicht reden. Dann hört man nicht. Ich hole mal die Bibel, ich habe die neben mir. Ich öffne das mal, Lukas Kapitel 11. Gib mir eine Sekunde. So. Oh Mann, kann ich immer noch nicht weg. So, ich habe es, warte. Ja. So, 27, 28, wo ist das? So, ich lese vor. Bevor ich lese, da hat Jesus eine Rede gehalten und dann hat auf einmal eine Frau gesprochen aus der Volksmenge. Die ist dann aufgestanden und hat dann was gesagt. Lesen wir erstmal. Es geschah aber, als er dies sagte, dass eine gewisse Frau aus der Volksmenge ihre Stimme erhob und zu ihm sprach: Glückselig ist der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Mhm. Also da hat diese Frau Maria ja verherrlicht, ne? Die Mutter von Jesus. Ne? Ja. Und gesagt, glückselig ist die, weil die dein Leib getragen hat, weil du die Brüste von der gesogen hast und. Mit die ganze Verehrung, was die römisch-katholische Kirche ja macht. Lesen wir jetzt weiter, was Jesus dazu sagt. Ja. Vers 28. Er aber sprach, ja, vielmehr glückselig sind die, die das Wort Gottes hören und es bewahren. Jesus sagt mit anderen Worten, nein, nein, nein. Glückselig sind die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Und nicht das ist dann glückselig, sondern die Gottes Wort bewahren. Der hat ihr widersprochen, der hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Nur Gottes Wort, die sind glückselig. Und die ganze Verehrung, was die römisch-katholische Kirche macht, ist falsch. Ja. Die römisch-katholische Kirche hat das, glaube ich, sogar so ein Dogma noch gemacht, dass Maria Himmelfahrt und so weiter, ne, ich glaube 1950 müsste das sein, so ein Dogma. Und das Dogma heißt, wer das verwirft, ist auf jeden Fall nicht gerettet. Das ist Dogma. Und es gibt keinen Bibelvers, wo drinnen steht, dass Maria emporgehoben ist. Nirgendwo. Nicht ein einziges. Das haben die erfunden von irgendwelchen Kirchenvätern. Einfach erfunden. Aber die Bibel sagt nichts davon. Das müsst ihr euch mal geben. Der Papst selbst, ne? Ja. Der Papst heißt ja Padre, das heißt ja, Vater. Ja, ja. Was hat Jesus gesagt? Nennt niemanden auf Erden Vater. Gibt niemanden diesen Ehrentitel Vater. Denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Klar, Mutter und Vater, leiblich oder die dich adoptiert haben, sind was anderes. Ne? Weil wiederum steht ja geschrieben, ihr sollt Mutter und Vater ehren. Das ist was anderes, ja, biblisch. Ja, ja. Aber jetzt so jemanden den Ehrentitel geben, ne? ein Franziskus, Papst Franziskus, du bist der Vater. Das ist falsch. Er macht dich sogar zum Mittler. 1. Timotheus 2,5. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Jesus. Jesus. Und Papst ist ein Mittler. Maria ist Mittlerin.
Das sagt die römische katholische Kirche. Die vertritt das auch ganz stark. Aber das ist falsch, gegen die Bibel. Und wenn was geht, von wem ist das dann? Von Teufel. Und von nichts anderes. Der Teufel macht ein bisschen Wahrheit und dann ein bisschen Gift mit Lüge. Und dann wieder ein bisschen Wahrheit. So geht der Teufel heran in diese ganzen römische katholische Kirche oder orthodoxische oder generell diese ganzen Religionen. Ein bisschen Wahrheit und dann ein bisschen Gift. Die umarmen dich und dann stechen die dich so hinterm Rücken ein bisschen ab. Mit bisschen Gift. Ja. Vertrau auf die Bibel. Die Bibel allein legt alles aus. Es gibt keine VIP-Priester. 1. Petrus 2, 5 und Vers 9 und Offenbarung 1. Es gibt keine Babytaufe. Gibt es nicht. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus sagt, tut Buße und jeder lasse sich taufen. Also es gibt eine Voraussetzung, bevor man sich taufen lässt. Und das bedeutet, erst Buße tun. Kann ein Baby Buße tun? Bekennen, dass ich ein Sünder bin? Ein Baby kann das nicht. Richtig, ja. Das nimmst du. Aber die Bibel sagt, Apostelgeschichte 2,38, erst Buße, dann Taufe. Es gibt noch weitere Bibelstellen, kann man sogar noch mehr rausholen, wenn man welche haben möchte. Ne? Apostelgeschichte 8 zum Beispiel, Vers 37 bis 38. So, und da steht ja alles drin. Das ist alles falsch, was die römische katholische Kirche macht. Die macht einfach das Gegenteil, was die Bibel sagt. Jetzt sage ich dir, Isaac, ich bin selber Katholik gewesen, römische katholische Familie, volle Programm gehabt. Ich bin rausgegangen. Und wenn deine Familie dich verachtet deswegen, ist nicht schlimm. Die Bibel sagt, wenn ihr Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Ackerfeld verlässt, um meinen Namen zu winnen, das wird ihr hundertfällig bekommen. Das wird ihr hundertfällig bekommen. Und ja, okay, du musst von neuem geboren sein, steht doch die Bibel. Johannes 3,3. Nimm den Herrn Jesus Christus wirklich an. Wir glauben alle. Wo ich Katholik war, habe ich auch nur geglaubt. War ich aber wiedergeboren? Nein. Ich müsste von dieser Welt absterben, ein neues Leben beginnen. Das ist Wiedergeburt. Absterben und ein neues Leben beginnen mit Jesus. Und wenn wir dies machen, dann sind wir gerettet. Ab dem Zeitpunkt sind wir gerettet. Und Stück für Stück kriegst du immer mehr Erkenntnis, weil der Heilige Geist in dir ist. Okay, ich will das noch überlegen. Überleg dir, geh ins Gebet. Geh ins Gebet, das ist das Allerwichtigste. Ja, frag mal Gott, hat der junge Mann oder Bruder Reza recht, was die sagen? Frag Gott. Du wirst sehen, Gott wird dir antworten. Wer sucht, der findet. Frage ich dann schon oft, jeden Tag meistens. Schön, wir beten alle für dich, Isaac. Wir beten alle für dich. Danke. Gott segne euch allen und eure Familie. Gottes Segen. Gottes Segen und alle. Danke. Gottes Segen dir, Gottes Segen. Der Herr segne dich. Ja, danke. Euch auch. Danke, danke. Ja. So, der nächste, Toskeria. Hast du was zu sagen? Gottes Segen erstmal. Alles gut bei euch. Alles super. Bei dir? Ja, bei mir auch alles gut. Ich hätte nochmal so ein paar Fragen. Eine Frage wäre also politisch, weil ihr habt ja gerade über die AfD geredet und dann die anderen Fragen wären ja halt biblisch. Und meine erste Frage wäre halt, ihr habt euch ja jetzt gerade ziemlich stark von der AfD distanziert und da wäre halt meine Frage, es gibt zum Beispiel einen christlichen Streamer auch namens Edo van Pezi. Und meiner Meinung nach macht er gute Arbeit, zum Teil, weil er will halt in Deutschland Christentum pushen und so, und das finde ich auch nicht verkehrt ist, aber er supportet halt natürlich auch die AfD. Und da frage ich mich halt einfach nur, was ihr von sowas hält. Ja, was sollen wir davon halten? Der Mann muss, egal ob jetzt Erfan oder Mr. Y, Mr. X und Mr. Y, jeder Mensch muss von neuem geboren werden und der Welt absterben. Das bedeutet also auch seine ganze Tradition, in die er geboren wurde, muss er absterben. Er muss die politischen Einstellungen, in die er auch hineingeboren wurde und der Zeit seines Lebens angenommen hat, absterben. Er muss dem Heiligen Geist Raum schaffen in sich, dass der Heilige Geist ihn komplett erfüllt von innen. Und da passt auch kein AfD oder Katholizismus oder irgendeine andere weltliche Instanz und Weltanschauung da drin. In einem Menschen. Das muss verschwinden. Das muss ganz reingehalten werden, der Tempel des Heiligen Geistes. Okay, aber meine Sache, die ich jetzt dazu sagen würde, ist, sagen wir mal, unser Land wäre jetzt dann komplett islamisch. Wer hätte dann bitte eine Chance, über Jesus, also über jetzt den Christentum halt zu erfahren und so?
Weil wenn wir dann muslimisch alle wären, dann würden wir alle unsere Köpfe fällen, wenn wir überhaupt daran denken Dann würden. ist das so, der Herr Jesus sagte in Offenbarung, zum Beispiel Offenbarung Kapitel 2, an das Sendschreiben an Sardes, sei getrost bis in den Tod und ich werde dir die Krone geben. Der Herr Jesus sagt zu der verfolgten Gemeinde, sei getrost, wenn ihr für mich sterbt. Das ist wundervoll. Stirbt für mich. Okay. Okay, dann wäre die Frage dann für mich auch geklärt. Ich hätte dann noch eine andere Frage, und zwar, es ist ja so, dass das jüdische Volk auserwählt wurde von Gott. Das ist ja sein Volk. Ich frage mich dann halt, sagen wir mal, ich bin ja auch ein Christ, aber steht ein Jude theoretisch nicht dann einfach über mir vom Wert her, weil er ist ja Nein. Auserwählter von Gott und ich nicht? Nein, da ist weder Jude noch Grieche. Ne? Hat keiner einen Vorteil, auch ein Jude nicht, sagt der Apostel Paulus im Römerbrief. Okay. Ja, das heißt also, in Christus sind wir alle gleich. Ob ein Jude wiedergeboren wird oder ein Heide wiedergeboren wird, wir werden beide gleichgestellt und hat keiner einen Vorteil oder einen Nachteil. Amen. Okay, gut, dann, ja. Konnte ich Dann dir weiß deine ich schon Fragen mal. beantworten? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann danke, ne? Ja, gerne, gerne. Schönen Tag noch, ne? Ciao. Ich würde dir auch raten, nicht bei Irfan Peci, weil der Mann ist nur politisch unterwegs und ist überhaupt nicht für den Herrn Jesus unterwegs. Der verkündet nicht das Evangelium. Er macht nur weltliche Dinge. Ja, ich habe auch so ein paar Aussagen auf meinen Account gepostet, die ich jetzt selber nicht so gut fand, aber im großen Teil, ich meine, ich weiß nicht, also wenn Deutschland islamisiert wird, ich fände das echt einfach nur so, weil wir wollen ja auch den Christentum ausleben, so. Deswegen, also, da finde ich Es unsere gibt ein Arbeit relativ gut. Christentum ausleben. Deutschland wollen wir nicht islamisieren. Das, was Gott bestimmt hat und das, was er uns vorhergesagt hat in seinem Wort, in der Schrift der Bibel, das wird kommen. Und da kann kein Irfan Peci, du oder ich oder jemand dagegen tun. Sogar wir dürfen nicht dagegen tun, weil wir sollen unsere Feinde lieben. Mit AfD Klar. gehst du direkt diametral gegen die Lehren Jesu. In Matthäus Ja, Kapitel 6, gut. Vers 24 sagt der Herr Jesus, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du hasst den einen und dienst und liebst dem anderen oder eben andersrum. Du kannst nicht zwei gleichzeitig haben. Ja. Entweder du dienst der AfD und du tust die kriminellen Muslime raus oder du dienst dem Herrn Jesus Christus und du gehst zu den kriminellen Muslimen und sagst, der Herr Jesus liebt dich. Tu Buße und komm zu ihm. Was denn? Es passt ja nicht beides zusammen. Rausschmeißen oder ihm das Evangelium verkünden und ihn lieben. Was denn jetzt? Entweder das oder das. Welchen Herrn hast du jetzt? Welchem Herrn dienst du? Ja, die zu konvertieren ist ja, das ist ja schon fast eine Unmöglichkeit, ne? Nee, der Arme hat schon viele Muslime zum Herrn gebracht. Aber weil er auch die Kraft des Heiligen Geistes hat. Du musst eine Entscheidung Also. treffen. Entweder AfD und die Welt und Deutschland retten oder zum Herrn Jesus Christus kommen und dem Herrn Jesus dienen. Du kannst nicht zwei Parteien dienen. Kann man Die nicht beides AfD machen, hat ein weil ganz Kreuz. anderes Programm als der Herr Jesus. Könnte man nicht beides machen, weil zum Beispiel die Nein, Kreuzfahrer habe ich auch. dir gesagt, Matthäus 6, 24 sagt der Herr Jesus, nein, geht nicht. Du kannst nicht zwei Herren dienen, musst nur ein Herr haben über dich. Du musst entscheiden, entweder AfD oder Herr Jesus. Und dann aber auch Nee, dann das ist richtig, mit natürlich. beiden Beinen rüber. Das nützt dir nicht ein Bein AfD, ein Bein Jesus Christus. Nein, beide Beine AfD oder beide Beine Jesus Christus. Und was dann mit den Kreuzrittern? Was soll mit dem sein? Also sind die Was? jetzt schlecht gewesen oder wie? Natürlich. Das Die sind Kreuzritter haben Mörder. doch getötet. Wo steht in der Bibel, wir sollen töten? Steht nicht sogar geschrieben, liebt eure Feinde? Wir sollen sogar für den Herrn Jesus sterben. Wir sollen Selbst bereit sein. werden Ja, aber zum beiden. Beispiel, es gab ja viele christliche Pilger, die nach Israel gehen wollten. Die wurden ja alle getötet und so. Und dank den Ja Kreuzrittern und? durften die wieder Ja und pilgern. ist doch schön. Der Herr Jesus sagte in Offenbarung 2, seid für mich bereit zu sterben. Und dann sind wir beim Herrn. Wer aber seine Hoffnung hier auf die Erde setzt und er möchte noch hier ein paar Jährchen weiterleben und so weiter und alle seine Hoffnung hinsetzt, dann hat er auch nicht den himmlischen Geist, den Heiligen Geist, sondern hat einen irdischen Geist nach 1. Korinther 2. Da sagt der Apostel Paulus, wir haben nicht einen irdischen Geist empfangen, wie viele andere. Okay. Philipper 3, Vers 20, ja, unser Bürgertum ist im Himmel, nicht hier auf der Erde. Guck Du mal, musst absterben. viele verstehen nicht, man muss auf den Herrn vertrauen.
Viele vertrauen auf den Schwert. Aber der Herr Jesus Christus sagt, wer nach dem Schwert greift, so wird auch mit dem Schwert umkommen. Wo Paulus, wo Petrus das Schwert doch gezogen hat und diesen Römer den Ohr abgeschnitten hat, hat Jesus nicht sofort eingegriffen und gesagt, hey, was machst du da? Was tust du da? Ja, natürlich. Kein Gewalt. Du hast gesagt, nein, falsch. Ja. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, ja. Wir haben kein Schwertgewalt. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern unser Kampf ist ein geistiger Kampf. Und zwar nicht nur gegen die Menschen, sondern gegen diese geistige Mächte, die sich hinter den Menschen verstecken, die Dämonen. Das ist unser Kampf. Ja, also eine Sache wollte ich noch kurz mal sagen. Im Chat wird jetzt gesagt, dass ich irgendwie so ein Inkognito-Muslime wäre. Nein, das bin ich nicht. Jesus Christus ist Gott und Mohammed ist ein falscher Prophet. Also das sage ich auch ganz offen, weil ich bin Christ. Ich gehöre zwar der orthodoxen Kirche an, wo ihr jetzt auch nicht mehr zustimmt. Ja, aber da ist das Problem. Ich lerne, da ist irgendwo ein Problem. Ja, jetzt sagst du ja. Also wie gesagt, ich belehre mich natürlich noch, weil ich jetzt nicht allwissend bin. Deswegen gehe ich an euren Streams rein und halt für anderen Leuten die Streams. Ich bin nicht allwissend. Deswegen, also ich lerne halt noch dazu. Also ich bin ja noch, ich bin noch jung und so. Ne? Deswegen, also ich lerne noch dazu. Ja. Deswegen, ich hoffe, ihr kann mir verzeihen. Ich bin 19 Jahre alt. 19 Jahre, so jung noch, ja. Ja, das ist das Problem, weil du diese Schlacke in der Lehre hast, durch die falschen Lehren und durch den falschen Geist der orthodoxen Kirche. Du musst das alles hinter dich lassen. Du musst zum Herrn Jesus kommen mit beiden Beinen, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Die orthodoxe Kirche, wie alle anderen Kirchen hier dieser Welt, die sind einfach von der Welt, sind irdisch, das sind irdische Instanzen, das sind keine Wiedergeborene, das sind Traditionschristen. Mit vielen, vielen falschen Ehelehren, mit vielen, vielen falschen Menschengeboten. Und das musst du alles absterben. Das heißt ja dann, dass halt, also meine Vorfahren waren ja auch ganz früher orthodoxe Moslems, orthodoxe Christen. Ja. Ist ja die Frage jetzt, sind die dann jetzt alle nicht in der Hölle so gesehen? Also, ja, wenn du so willst, wenn die nicht von neuem geboren waren und mit orthodoxer Traditionschristentum gestorben sind, dann ist verloren, leider. Okay. Der Herr Jesus akzeptiert nur Wiedergeborene, nur Leute, die von neuem geboren sind, mit dem Heiligen Geist versiegelt sind nach Römer Vers 8. Wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht seiner. Okay. Das ist leider so. Ich wollte ein paar Sachen nochmal fragen. Ich habe gedacht, das jüdische Volk wird überall den anderen Völkern, den Christentum annehmen, weil die auserwählt sind. Und deswegen, also die Frage ist auf jeden Fall geklärt. Das Judentum ist das irdische Volk Gottes. Also das Christentum oder die Braut Christi, wir, die wiedergeborenen Diener des Herrn Jesus, wir sind himmlisches Volk, auserwählt, für den Himmelreich. Die Juden sind ein auserwähltes Volk für die Erde. Deswegen haben die auch ein irdisches, messianisches eine Verheißung, messianisch hier auf der Erde mit Jesaja Kapitel 11, dass hier die Erde erben werden. Mit dem Messias zusammen. Das haben wir nicht. Wir haben durch die Entrückung eine himmlische Verheißung. Juden kennen keine himmlische Entrückung und in den Himmel kommen und so weiter. Die denken immer, wir warten auf den Messias, dass er uns hier das tausendjährige Reich gibt und dass wir endlich Frieden leben können hier auf der Erde. Die haben eine irdische Verheißung. Okay, alles klar. Also ich danke nochmal dann für die ganzen Antworten. Gerne. Danke dem Herrn Jesus Christus. Okay. Ich bete auf jeden Fall zu Gott und frag ihn, ne? Wer sucht, der findet. Frag ihn wirklich, weil ich habe damals auch gefragt und ich habe gefunden. Ja, okay, mache ich dann. Ne? Ich danke euch dann vom ganzen Herzen. Ne? Man sieht sich. Du kannst gerne immer hier hinkommen, ja, und immer Fragen stellen, ja, immer. Okay, mach ich. Danke. Okay, na, gerne. Bis dann, ciao. Gottes Segen. Gottes Segen, ciao. So, Bruder Reza, Bruder Dick, ich muss leider raus. Ich muss jetzt ein paar Sachen erledigen, ein paar Telefonate führen. Yeah. Ich danke euch, dass ich hier war. Ich wünsche auf jeden Fall Gottes Segen. Ja, danke. Du hast auch gut gearbeitet, gerade ja mit dem Katholiken. Der war ja richtig am Nachdenken. Ne? Ja, lasst auf jeden Fall für ihn beten. Das ist so wichtig. Auch für den anderen beten. Beten verbirgt so viel Kraft. Das ist unglaublich. Ja, Amen. Ja, die brauchen viel Gebet, diese Leute. Ja, viel, viel Gebet. Gottes Segen an euch alle. Ciao, ciao. Gottes Segen. Ciao, ciao. Bruder Reza, bleibst du noch bisher? Also noch 20 Minuten? Ja, also wir können erstmal jetzt auch Schluss machen. Ich bin da jetzt am Essen und dann eventuell heute Abend, wenn du noch Lust hast. Aber ja gut, dann musst du sehen, wie du kannst und wie du lustig bist. Okay, dann erstmal Gottes Segen und dann, ja. Ja,
Alle Lieben, danke, dass ihr hier wart. Auch betet, genau, betet für alle Leute, die hier hochgekommen sind heute. Ja. Danke euch. Auch für, danke für die ganzen Geschenke. Ich vergesse immer zu sagen, jedes also Geschenk, was ich bekomme, kein Cent geht in meiner Tasche. Also ich versuche alles zur Seite zu tun und das wird dann für einen guten Zweck dann gespendet. Ja, yeah, Amen. Auf jeden Fall an die 190 Zuschauer, die noch nicht von neu geboren sind, trefft eine bewusste Entscheidung und ladet diesen allmächtigen Gott in euren Herzen ein. Das ist sehr, sehr wichtig. Geht doch einfach mal auf eure Knie und fragt doch einfach mal, Gott, wer bist du? Wenn es dich gibt, so komm doch in mein Leben, komm in mein Herzen. Wer sucht, der findet, wer klopft, dem wird aufgetan werden. Der Herr Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Gottes Segen. Amen. Gottes Segen. Ciao.